Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays oder auch Livestream. Kommt drauf an, was ihr jetzt gerade seht. Die Beta wurde gerade eben erweitert vor 10 Minuten und deswegen wird natürlich direkt der Stream angemacht. Ganz klare Geschichte, Leute. Wird nochmal ganz kurz hier auf Twitter gepostet und dann geht's hier auch schon weiter. Einmal kurz reinhören, ob sich jetzt alles gut anhört. Ihr kennt das Prozedere schon. Okay, lädt bei mir gerade nicht, also von daher können wir das eh vergessen, ne? Gabs und Aimrot sind gerade noch dabei. Yo! Hallöchen! So, okay. Let's go. Und wir... Was für eine Waffe ist es im Thumbnail? Die STG. Nein. So. On. Zack, zack. So, easy XP. Ja, Leute, was geht? Hallo. Und los geht's. Verbind mit Online-Diensten. Tja, moin. Ich habe noch gar nichts gesehen, Leute. Ich war noch nicht eine Sekunde eingeloggt. Ich musste gerade noch meinen Hauptkanal Videos. Kommt heute um 20.30 Uhr. Je nachdem, wann du das Video siehst. Aber hallo. Es kam um 20.30 Uhr. Falls du jetzt gerade in der Zukunft bist. Ich bin nämlich gerade hier am 31.08. um 19.18 Uhr unterwegs. So, okay. Ich bin in deine Party getroffen. Ja, okay. Kleiner Nachjoiner. Schauen wir doch mal, was es hier Neues gibt. Schon lange nicht mehr hier gewesen, gefühlt. So, hier. Oh, auf die freue ich mich schon, Alter. Auf die M1A1 ab Level 26. Mhm. Ja, du musst nur ein Level für machen. Ja. Ja, okay, das eine Level, das machen wir mal eben, dann würde ich sagen. Machen wir mal easy. Boah, das habe ich das Spiel noch nie gespielt, hätte geht's mir gerade. Okay, Max, bist du auch schon am Stissel? Jo, ich bin auch drin. Okay, gucken, ob es neue Streaks. Ja, neue Streak gibt es den Mörserschlag. Okay, sonst spiele ich Drohne Only, man kennt ihn. Gibt's hier was Neues? Ja, es gibt zwei. Es gibt Artillerie, aber da weiß ja nicht, was das ist. Das ist ein neues. Eine Secondary gibt's keine neue. Hier Streak habe ich noch gar nicht geguckt. So, egal, ich suche mal eine Lobby, ja. Jo. Sind zum einen spielen eine Runde TDM. Jo, lass knacken. Ja. Geht's auch auf der Xbox? Ich glaube, meine schon, oder? Secondary. Das soll auf jeden Fall eigentlich gleichzeitig klappen. Neue Map namens Aachen, genau, ist auch am Start. Eine Drohne, oder? Wir spielen only, also ich spiele only Drohne, wir können eigentlich machen, was wir wollen, ganz ehrlich. Ja, ich bin eigentlich dafür, dass alle only Drohne spielen, aber... Only Drohne, lol, okay. Also ich hab Molotov und Drohne. Hauptsache, ich steht einfach der falsche ja. Streamname, Alter. So, Glocke wie immer aktiviert, vielen Dank. Peter wieder da. So, warte, ich... Da sind jetzt auch Level 1 was dabei, es gefällt mir. Billbock wird so gebillbockt. Aber jetzt sieht man auch, welche Leute in einer Party sind. Drei Gegner sind ein Squad. Okay. Billbock ist bei uns drin. Nee. Zeigebug. Ja. Es hat geklappt. Es hat geklappt. So. Der Freund, der die ersten 3 Euro reingeflattert. Also Leute, es geht tatsächlich in die nächste Runde. Es ist unglaublich. Es ist lange nicht mehr hier gewesen. Wobei, so lange war es auch nicht. Achso, die Map kenne ich gar nicht, Digga. Was ist denn das für eine Map? Ja, das ist die neue. Ja, ich glaube, das ist Aachen, oder? Ich schütze mich. Ich war schon mal in Aachen, sieht es genauso aus. Nein, ich war noch nie in Aachen. Macht und stolz, ja. Wer für eine Schmanate? Boah, ich fühle mich gerade so, als hätte ich gestern erst aufgehört, die Beta zu spielen. Es waren ja nur 2 effektive Read-Tage dazwischen. Also Leute, für die es nicht wissen, am Wochenende werde ich zwar viel streamen, aber ich bin am Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag halt komplett weg, weil ich Kanzlerkandidaten Martin Schulz interviewen werde nächste Woche, habe ich ja schon im Hauptkanal erzählt. Und dementsprechend muss natürlich Vorbereitungen getroffen werden. Das ist natürlich auch ein bisschen wichtiger sogar tatsächlich, weil ich da natürlich optimal reingehen will. Dazu kommt dann noch ein Video auf dem Hauptkanal. Stay tuned und ja. Du willst dich nicht vor halb Deutschland blamieren. Ja, ich will mich nicht vor halb Deutschland blamieren. Das ist so das Schönste, was ich jemals gehabt habe in einem Team Deathmatch. Gerade. Und warte, noch einen Mal. Oh mein Gott, habe ich den geraped, Leute. Rest in Peace. Hey, bei mir steht Wiedergabe unterbrochen. Und Chatverbindung unterbrochen, warte mal. Ne, bei mir läuft der. Digga, bei mir ist YouTube gerade broke, Digga. Was ist das hier gerade? What the fuck? Ist das Spiel noch online? Guck mal. Also ich hab ihn gestoppt. Ja, bei mir ist er online. So, ich check grad nicht, was hier gerade passiert.
Digga, hier steht, unsere Systeme haben ungewöhnlichen Datenverkehr aus ihrem Computernetzwerk festgestellt. Ja, normal, weil ich gerade livestreame. Was ist los mit Google gerade, Alter? What the heck? Also, Stream ist doch online? Bei mir ist er online, Digga. Ja, okay, dann weiß ich nicht, was das gerade ist. Ich sehe, ja, jetzt geht's bei mir auch wieder, alles klar. Okay, gut. Sagen nur die Leute, GameSound ist scheiße. GameSound, GameSound. Ja, okay, dann stelle ich den mal wieder neu ein. Was ist immer so Drecks-Software, Mann? La, 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 la. So Leute, das wird da wieder gut sein, es tut mir leid. Ihr kennt das, es dauert immer mal ein bisschen, bis der Game-Sound funktioniert. So. Warum? Woran liegt das? Ja, kennst du nicht diesen Elgato-Bug? Hast du den nie? Nee, ne. Sweezy und so haben den alle. Bin ich ja sogar. Ich hab so einen komischen Elgato-Bug, dass teilweise das Bild bei mir so richtig verschwommen, also so verpixelt ist. Den hab ich ab und an mal. Okay, ich hab das wieder hingekriegt, Leute. Müsste jetzt eigentlich wieder gut sein. Aber hier 100 Punkte ist so gut. Also bis jetzt rape ich die ganz gut hier, obwohl ich 20 Sekunden AFK war. Ich hab seit 40 Sekunden keinen Kill gemacht oder so. Ich laufe über die Map und finde keinen Gegner. Okay, Drohne ist da. Digga, ich mach so viele Sniper-Hitmarker wieder. Echt schön. Let's go. Erste Runde läuft direkt stabil, Alter. Lol, oben links sind die Callouts, schreibt jemand. Das war in IW im Ring auch schon. Hat nur niemand gesehen, weil es keiner gespielt hat. Oh, die PPSH ist noch stärker geworden. Ich komme mit meiner Waffe auch mega gut klar gerade. Und es gibt dann irgendwie neue Hitmarker-Geräusche, oder? Ne, erst im finalen Spiel. Hitmarker sind, also es kommt mir viel besser vor, dieses Feeling, wenn du jemanden triffst und wenn du jemanden tötest. Monte ruft mich an, Leute, ja, hab ich gerade noch nicht mitbekommen, es tut mir leid, ich guck gleich mal nach. Ich sage ihm, er soll hier Dingens kommen. Ja, komm, wenn er hier mitschieben will, kann er einfach TS kommen, braucht er mich nicht anrufen. Er ist schon da, ich move ihn drauf. Jo. Mich mag keiner mehr, Leute. Jo, was geht, Digga? Achso, ja moin. Ja, ich hab's jetzt durch den Chat gerade erfahren. Digga, ich hab gefühlt gerade 10 YouTube-Homies angerufen, keiner ist reingegangen, Digga. Keiner, Cast nicht, Solution nicht, du nicht. Ja, Solution, da brauchst du gar nicht anrufen, Digga. Ja, was soll ich sagen, Digga? Da weißt du doch, dass der Hörer nicht abgenommen wird. Ja, gut, da hast du vollkommen Solution, ja, was soll ich sagen? Mein Digga? Vlog kommt auch Sonntag bei der Gamescom, wo wir gewettet haben, dass er nicht dran geht, wo er dann wirklich nicht dran gegangen ist. Jetzt Sonntag erst? Ja, voll spät, aber hat, weil es ein Dingens ist, weil da ein kleines Werbevideo drin vorkommt. Und deswegen, auf Hauptkanal, oder was? Ja, aber es ist nur ganz kurz im Video ein Werbevideo, deswegen muss man das halt vom Kunden einmal checken lassen und ja. Achso, also in den Gamescom-Video ist ja, kurz genau. Achso, vom bei Auftritt einem, oder was? Ja, bei einem Stand sozusagen. Hm, okay, gut. Ja, wollen wir zusammen zocken und sowas? Ja, klar. Lass uns die Map noch spielen hier, dann gehe ich gleich vielleicht ja, noch. Aber es sind keine neuen Waffen oder so, ne? Doch, eine. Doch, ultra viele. Es ist eine Sniper auch noch dabei und... Eine Sniper? Ja, ja, das juckt den Mund wahrscheinlich am meisten. Halt dieses Sturmgewehr, aber ist nicht noch was anderes? Was für ein Sturmgewehr? Ah, die M1A1 Karabiner. Schau, okay, das ist auch schon wieder nah. Es ist noch ein Mörserschlag neu gekommen. Und ja, Sniper werde ich nicht spielen. Ah, die Shotgun ist auch wieder am Start, sehr gut. Ja, stimmt. Levelt mal die Shotgun nach ganz oben, dann kriegt ihr so einen Sniper-Aufsatz. Ah, Punkte sehen, was ist dazu gekommen? Ja. Boah, diese Shotgun ist ja so lächerlich OP, das ist ja nicht mehr normal. Die mit Feuer, oder was? Ja, Mann. Hör mal auf, Digga. Ohne Feuer ist etwas noch stärker. Jungs, ich lüge mich ganz kurz, stupst einfach an, wenn ihr fertig seid. Perfekt, super. Oh, TDM gibt es 100, Leute. Haben sie schon... Ja, das ist das Wunderschöne. Ach ja, lol. Haben geil. Sie direkt gemacht. 100 Punkte. Und 100, Stabil, Alter, richtig stabil, Mann. Guck mal, Leute, die arbeiten an dem Spiel, Alter, was geht? Die rotzen es halt echt nicht so hin. Na, ist so, die machen sich Arbeit gerade. Deswegen, ich glaube auch wirklich, dass das ein gutes Game ist, weil die sich halt Mühe geben. Ja, die haben sich echt, also, die wussten halt auch, dass sie sich dieses Jahr, COD durfte dieses Jahr halt auch nicht scheiße sein, so. Durfte es auch nicht. Das war, stand so viel auf dem Spiel nach dem letzten Jahr. Mit den schlechtesten Verkaufszahlen seit der Erfindung des schnittigen Schnitzbrots, Alter. Waren die echt so schlecht? Ja, übel. Irgendwie gecheckt. Na. Für COD, also natürlich immer noch für jedes andere Spiel Weltklasse, aber für COD halt nicht. Oh, scheiße. Ich bin trotzdem wieder der beste Impact-Spieler. Ja. Ey, ich mach nur Hitmarker. Ich habe jetzt auch länger keinen Kill mehr gemacht.
Danke für die Donis, Leute. Nein, es ist wieder die Jennifer. Die schreibt immer irgendwas mit Lust, Mann. Ich habe so Angst vor der. Das ist eh ein Fake. Und das, an sich ist es absolut so ein übergewichtiger junger Mann. Hoch. Ach ja. Hipfire ist so lächerlich. Er schreibt gerade, die Verkaufszahlen waren schon hoch, ja, aber wahrscheinlich hat die CD nicht so, wie man selbst meint. Ja. Oh, hätte ich dem gegeben, Leute. Also das finde ich schon mal super, dass CDM jetzt bis 100 geht. Das ist schon mal... Mir kommt vor, die Gegner gehen langsamer down. Findest du, bei mir gehen die butterweich down? Nein, nein, ein bisschen lang. Also, Digga, in der letzten Bild ist die, waren ja alle one. Ey, ich habe so laut gehört, wie er geschrien hat. Ich habe mich so erschrocken, Alter. Denn sie wollen nie patchen, das ist auch gut so. Ey, Mann. Schon wieder Hass in der ersten Runde direkt. So viel Liebe in der ersten Runde für dieses Spiel. Ey, der fickt mich jetzt auf einmal, der Hurenhund. Gut gekämpft, das war ein wichtiger Tag. Beta ist tatsächlich online gegangen. Ich kann es mir unglaublich schön. Oh, guck mich an. Ich glaub's der Boss. Digga, seit wann kannst du eigentlich wieder COD spielen? Swimmy haut übrigens hier 3 Euro raus und schreibt, du bist und bleibst der geilste YouTuber. Feru mich, achso, freu mich auf WW2, sicher ein geiles Spiel, liebes YouTuber. Grüße aus Tirol, ja, Grüße zurück auf jeden Fall. Dope haut auch mal 5 Euro raus und schreibt, bist der Beste. Sila mit 3 Euro. Hey Marcel, hoffe, dir geht's gut. Grüß mal bitte den Max von mir. Grüße, Max. Danke sehr. Okay, mach weiter so, du bist ein großes Vorbild. Gaps sollst du nicht grüßen, ne, steht hier extra mal drin. Nein, Spaß. Dankeschön. Digga. Jennifer haut 3 Euro raus und schreibt, mein Lust, mal, ich wieder da, wie geht's? Ich mach irgendwie Angst. Jo, wer ist gerade gejoint? Geht. Ah, Sweezy, okay, wir können Monte einstupsen. Ja, und dann quitte mal. Sound muted. Dann haben wir von LeVinzeitTV 3 Euro. Hey Marcel, kannst du mich mal grüßen und kannst du einen YouTuber am Telefon verarschen? Würde mich freuen. Und love you, Team Scorpion. Ja, das ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil ich jetzt gerade schon mit Leuten rede. Aber vielen Dank für deine 3 Euro und Grüße an dich gehen raus. André hat 3 Euro raus, schreibt, dein Buch ist angekommen. Ersten 20 Seiten schon mal top. Vielen, vielen Dank, André, auch für deine 3 Euro. Und Jennifer wieder 3 Euro. Mein Lust, mach ich's wieder da. Wie geht's? Mir geht's gut und du bist echt komisch. Ackerspiel schon. So, let's go, bitten, Leute. Digga. Lädst du mich ein, Marcel? Ja, du kannst auch eigentlich direkt joinen, soweit ich weiß. Ja, warte, ich lade... Nee, geht nicht. Okay, ich lade dich ein. So, Sweezy, bist du auch direkt online, oder? Du musst ein Update machen, dauert es lange? Nein. Nein, es ist ganz kurz. Egal. Ich weiß nicht, ja, dann können wir kurz eigentlich noch auf dich warten. Also wir gediegene 10-Mann-Party. Nice. Extra Werbung auf den Nacken geschaltet. So. Kommst du, dass die Beta wieder online ist? Und haben alle so ein bisschen drauf gehofft, weil letzte Woche ist ja auch einen Tag früher online gekommen. Genau. Mhm. Letzten Jahre war es so, dass die einen Tag länger ging, glaube ich, ne? Ja. So am Ende halt. Jetzt fängt sie einen Tag früher an und geht einen Tag länger. Ja, ist doch korrekt, Digga. Ist auch so. Jetzt ich kann es gleich komplett freischalten von mir aus. Ja. So, dann gucken wir doch mal, wie lange jetzt der Herr Sweezy braucht. Sekunde. Laden, Punkt, Punkt, Punkt. So, gucken wir mal, also Punkteserien gibt es neue, dann haben wir hier... Punkteserien? Ja, einen ja, also Mörserschlag. Mösenschlag gibt es neu dazu. Mösenschlag. Eben bestimmt scheiße. Welche war so, bin ich jetzt schon bei dir drin, Marcel? Ach, Sweezy ist drin, ja. Guck mal, Sweezy konnte joinen, Monte. Herzlich perfekt, super. Gestellt. Ja, ich bin auch drin, Digga. Okay, Herrschaft. Guck, vielleicht jetzt, gucken wir mal, ob ein Herrschaftskill jetzt 100 Punkte bringt. Gibt es, ich hab schon gespielt eben. Echt jetzt? Sehr geil. Ja, ja. Digga, die haben ja echt alles dann umgesetzt. Packen wir doch ein paar Streaks ein, Digga. Hey, korrekt, ja, das gibt's. Mann. Und also auch eine neue Map, Aachen, ne? Ja, genau. Aachen. Aber ich sag mal so, die ist jetzt, also die ist cool. Eine Map mehr, aber die ist auch sehr klein. Also die, das ist ja die Map, die ist auch auf der Gamescom, wenn man es angezockt hat, schon spielen konnte, ne? Ja, ja, genau. Das mit 100 Punkten finde ich schon mal super. Geil. Ja, auf jeden, Digga. Ich habe letzte Runde Herrschaft auch direkt 2-3 Mal Streaks gehabt. Also, glaube ich. 2-3 Nuklears direkt in einer Runde. Nee, das ist nicht, Digga. Scheiß auf Nuklear, Alter. Warum ist Blackscreen? Ey, immer diese Trolls in Streams, ne? So. Auch wenn man ganz kurz mal weggeht, kennst du das, Monte? Man macht ja, kurz Pause, dann ist alle off, kein Sound ja, und so, Digga. Aber Digga, das mittlerweile lasse ich mich da nicht mehr trollen. Nee, ich auch nicht. Die fangen dann schon so an, dein Aquarium brennt und so. Die kleinen Kotzen. Oder in PUBG, oh, du hast einen Dreierhelm übersehen, Digga. Boah, das ist mies. Ey, PUBG ja, auch ja, immer, lässt ja das und das liegen, schreiben die immer. So, lässt der Beste liegen, lässt der Helm liegen.
Mittlerweile reagiere ich da aber auch nicht mehr drauf. Aber manchmal haben sie dann wieder recht, weißt du, das ist immer so voller Zwiespalt. Aber Westen haben auch einen Bug, die leuchten nicht so wie die anderen Waffen, ne? Neue Aachen! So, Aachen, let's go! Boah, ich weiß nicht, ich mag die eigentlich nicht so. Hör auf, Digga, sag sowas nicht. Auf Level 26 kriegt man direkt neues Sturmgewehr. Ja, ich freue mich schon so, ich bin gleich Level 26. TDM haben sie auch bis 100 gemacht, man, das ist so geil, Alter. Alles, was ich mir aufgeschrieben habe, hat geklappt. Nur die eigenen Nades weiß ich noch nicht, ob die einen schocken. Das weiß ich auch nicht, Digga. Die Frage ist, ob die Nades noch so stark sind, wirklich. Auch heftig interessieren. Bertha wird abgeriegelt! Die B-Flagge direkt so auf. Eingeblendet da, Marcel? Oder wer da vorgelaufen ist? Ja, okay, warte. Ja, da sind zwei, da sind zwei. Ja, Shotgun. Mit Shotgun, ja. Max natürlich wieder mit der Sniper unterwegs. Er hat mich so abgestochen, der Sohnemann. Ah, verdammt. Abgestochen? Du mit deinem Sohnemann. Abgestecht. Gab so viel Sex hattest du nicht, dass du so viele Kinder haben kannst, wie du immer behauptest. Was? Aber man muss ja keinen Sex haben, um Kinder zu zeugen, Marcel. Ach, bist du Samenspender? Ja, ja. Och Mann, ey. Klärt mit der Faust die Samenspender, Zitat Mert. Ich würde so lachen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja, so ein nice Lachen. Mal kommen, Horoskop des Jahres. Gefallen dir die Dings? Nein. Die Shotguns, die... Och nee! Oh, die Sniper. Eigentlich ganz okay, aber die erste, die macht schon trotzdem gut Hitmarker. Ja, ja. Die Nate kommt aber auf Nacken. Ja, Hitmarker, alles klar, Digga, kauft mein Merch. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ey, mein Gott. 2 ja, zu 4. Der eine, ja, bei mir läuft auch nicht. Digga, aber der eine spielt auch wieder Abfuck mit Shotgun, ne? So richtig. Ich spiel STG. Ich frag mich dann immer, warum man in der ESA mit so vielen Waffen ja, die scheiß Shotgun spielt. Ich brenne. Ja, vor allem, die haben so ein neues Spiel, ne? Alle zocken das, alle wollen ausprobieren und die packen sich eine Shotgun ein, Alter. Was sind das für Menschen so? Wie funktionieren die? Ganz schlimm, Digga. Ey, ich geh hier 2-6, ne? Wollen wir B einnehmen, oder was? Oh, Shotgun schon wieder, ey, das ist so lächerlich. Naja, man hat da halt auch echt keine Chance, Digga, eigentlich, ne? Wir müssen halt nur einmal hitten, du verbrennst eh. Ja. Ja, aber die ja, Ärzte muss. So ja, ich da, da musst du die Panzerdivision halt spielen, ne? Wo du mehr Feuerschaden abkannst. Bertha wird abgeriegelt! Noch, wenn ich noch einen Tod kassiere. Das scheint eh sein, dass jeder die spielen muss. Was? Ich wüsste ja, als bestimmt, wenn ich pro Kill 100 Punkte bekommen würde, wüsste ich das bestimmt, wenn ich mal einen Kill machen würde. Weil so kriege ich leider gerade 2-8. Negativ, ich glaube, ich stand nicht einmal 2-8 bis jetzt. Wie du gesprengt wurdest. Ja, jetzt. Kassier die Nate und lass mich in Ruhe, Mann. Oh mein Gott, sind da viele. Ja, ja. Ist auch Sweezy. Ja, ich hab einen bekommen. Ich hab auch. Lächerlich. Ja, hier ist einer Sweezy. Hinter uns, ja. Lol. Ich könnte so ausrasten. Der Typ denn bitte? Auf Flagge. Müssen die absolut flanken, die Gegner. Ja, geht ja, nicht, ich Digga. Ich finde, die Map lässt sich auch schwer spielen in Herrschaft. So. Ja, die Map ist echt belastend. Feindlicher Jagdflieger im Anflug. Jagdpilot, nice. Man muss sie halt in den Spawn drücken, eigentlich, ne? Ja. Also, ich glaube, wenn man die Map dominiert, macht es Spaß, aber wir werden halt gerade so dominiert. Spawn-Trappen mit zwei Flaggen ist halt halt. Diese scheiß Shotgun-Schwuchtel. Der nervt. Hast du was gegen Schwule, Monte? Abgehoben. Komm, Monte, wir schaffen das, die W-Flagge einzunehmen, Digga. Ich leg mich jetzt hier hin. Wenn jetzt hier eine Nate liegt, sind wir so tot. Ich bin auch bei dir, Marcel. Oh. So, ich hab ne Drohne, Jungs, ich könnte euch. Sehr gut. Ey, das ist echt grad wichtig, gell? Ja, einer ist zu arg. Nein, ich hab so Angst vor den Typen. Ja, ich spiel 10 zu 10, was ist das? Ich werde mich über ein 10 zu 10 vollkommen freuen, Digga. Ja, ich wär ungefähr um 8 Kills besser, wenn ich 10 zu 10 stehen würde. Oh, ich hab noch eine Drohne. Ey, was schluckt die Sau? Nein, du bist eine Sau! Du kleines Stück Scheiße, Mann. Es ist. Da ist das Ende. Ich find's echt schwer auf der Map, Digga, sich so schön zentral irgendwie einzuordnen, so bei B drumherum. Ich hab's aber Krebs. Der Shotgun-Zone. Feindliche Bombe im Anflug. Ja, feindliche Bombe. Also die kassieren eine Bombe, wenn ich sie in Real Life sehe. Spaß, ich will absolut aufs Maul kriegen und wegrennen. PPSH mit Schalne verzackt einfach. Nee. Auf der Mist. Was ist das denn bitte? Wie hat er mich? Ah ja, moin. Ja,
Digga, auf der Map sagt aber auch alles. Was fliegt da? Ja, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, Digga, das ist halt auch noch keine Open Beta, ne? Das sind jetzt immer noch die ganzen Schwitzer, Digga. Ja. Ja, stimmt schon, aber trotzdem. Open Beta wird halt noch entspannter. Komm, ich kämpfe jetzt hier für die B-Flagge. Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, sie machen Skill-Based Matchmaking rein. Ach, Digga, ey. Ja. Dann mach ich mir. Guck mal, was ich für ein Gameplay kassiere. Der Gegner geht 23,5, ja, Alter. Stimmt, ja. Er ist der Beste. Der ist gerade so aufgeregt, ne? Der ruft morgen alle an, die er kennt, Alter. Hast du gesehen, was ich gegen Monster gemacht habe? Oh mein Gott, sagt er dann, Alter. Shotgun, ey, du bist so ein ehrenloses Schwein. Da ist einer. Digga, hier schreit jemand so, weil er verbrennt. So krank. Oh Gott sei Dank. Gute Arbeit! Bereit machen! Alter, boah, gerade noch, halbwegs positiv. Ja, ich kämpf mich gerade zurück in ja, komm, zeig dir uns Raves, Digga, du Maschine, Digga! Bild dir was drauf ein, druckst dir aus, Alter! Ja, schreit gerade seine Mutter an, ob sie Druckerpatronen kaufen kann, Alter. Ja, Snipenbock. Es gibt keine Open-Beta, ich glaube, es gibt eine Open-Beta, Digga. Nee, das sollte die hier ursprünglich sein, aber ist es dann letztendlich nicht geworden. Vielleicht kommt ja noch einer. Wie das heißt, man kann nur mit Code wieder spielen. Ja, genau. Vielleicht schalten sie es ja morgen oder Samstag noch. Für alle drei. Jawohl, schön die Nate gelaufen, du Lelek. Ja, du hast jetzt auch. Jetzt schwächer geworden. Stark, aber schwächer. Oh mein Gott, get raped. Turn on. Ich hab die Drohne erreicht jetzt. Sehr gut. Fritz X-Bombe bereit. So, Fritz X-Bombe werde ich dazu reinjagen, Digga. Hau die bei B rauf. Na, warte, ich hab hier gerade schon meine Ziele. Ja, ein Kill, ich bin der. Artillerie ist bereit. Wartet auf Koordinaten. Wie schnell er mich geholt hat, die Fotze. Ja, du bist eine Fotze, Nyrus, Digga. Du bist. Okay, warte mal. Nyrus ist echt der schlimmste Mensch. Flug abgeschlossen. Batterie 1 feuert. Zielposition bestätigt. So, meine Artillerie kommt jetzt rein. Ja, Jungs, wir müssen Bema holen jetzt. Ja, ich komme. Also, mit. Von mir aus kann er mir heftig was viele Kills das? Drücken, aber ich. Ja, nicht ich verlieren, würde schon gerne gewinnen. Ja, ja, wir holen Bilder. Ich weiß gar nicht. Auch nichts gegen so eine kraftige Quittung einfach. Nein, nein, das nicht quitten. Ich quitte nicht gegen den. Das, ja. Digga, wo ist der denn mit der Shotgun, Alter, lieb? Mein Gott, sind das eklige Gegner. Mhm. Und die Nades, Alter, ficken die ein, Mann. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Wir nehmen B, Alter. Ja, sie haben. Drohne, nice. Man kommt auch nicht raus. Das. War lächerlich. Boah, ich hab echt gleich keinen Bock mehr auf die Runde, ich nehme mir das Leben. Oh oh, ist sie für mich? Leitbombe. Ja. Ja, für mich. Wir haben uns beide, oh. Digga. Wir haben sie uns geteilt, Digga. Ist doch eigentlich brüderlich. Wir müssen einfach B, B, B. Alle zu B, so oft wie es geht. Wir brauchen B jetzt. Ja, ich komm jetzt. Oh, ihr wollt beste Granate ever. Ja, hier haben wir den Nate noch geholt. Hab ich B eingenommen? B ja. Ja, haben wir. Während ich gestorben bin, Alter. Gut, jetzt, wir müssen sie einfach jetzt. Lol, ich hab hier Hitman nice. Irgendwo bekommen. Hat er schön gemacht, der ich camp jetzt hier, Digga. Oh, das gibt's nicht. Ihr seid solche Lelex. Ja, die Nate wird mich so aus dem Leben fetzen. Man kann irgendwie die Beta immer kriegen, wenn man sich einen Hongkong account hat. Digga, ich hau hier drei Blendgranaten bei A drauf. Und blend nicht ein. Also, wenn ihr schlechten COD seid, macht euch bitte so einen Hongkong-Account. Wenn ihr gut seid, dann wartet, bis die Vollversion draußen ist. Ist das eine ätzende Lobby, Digga. Direkt Spielspaß komplett geraubt. Wir den Digga. Auf nächster Nähe zwei Shotgun-Hitmarker und er gibt mir mit einem Flammen-Shotgun-Schuss. Guck dir diesen ekligen Schwanzlutscher an. Ey, der ist direkt geneift, Mann. Mit dieser Scheiß-Shotgun, Digga. Ja, mich auch. Ich hasse ihn. Dass er stirbt. Ey, ja, ich sehe schon die Feuer-Shotgun. Warum ist er nicht geblendet? Vielleicht schaffe ich das 20 plus Gameplay, ist ja nice. Leute, schon steht, Mann! Nein, du hast Shotgun, verpiss dich, du ekliges Stück Scheiße, Alter. Aimen einfach nur ab, Jungs. Wir machen dir nichts. Nice, Max. Ich aim jetzt auch ab. Wie lange brennt man bitte? Herr Gerbs, ich versuche dich ein bisschen zu beschützen. Boah, hier ist so ein
Und Lyris, er ist einfach der beste Mensch. Ah, scheißegal, Digga, soll doch seine positive Dings. Wir holen hier den Sieg, Digga. Scheiß auf seine. Diese Feuershotgun ist nicht mehr lustig. Ey, ey, ey. Kleiner Trickshot, Leute. Ist auch so nice, einfach zu gewinnen gerade. Zack. Nein. Ich bin so ein Lelek. Na, so können wir. In der Bibliothek. Ja, ja. Alter. Ganz ehrlich, ich pack mir jetzt Dingens aus. Ich pack mir jetzt ein Sturmgewehr aus und aim die ab. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Sieg schmeckt einfach. Ja. Ich weiß auf die Wo? Von Sandwich, nice, nice. Ey, dieser Darfass ist so ein Lappen. Darfax. KM. Ja. Mann, du dreckige Shotgun-Sau! Kannst nix, Alter! Er hat mich so verbrannt. Du scheiße, so heftig. Ach du Scheiße. Der kann halt nix, Digga, außer einmal den Knopf zu drücken zum Schießen, so weißt du. Wer schreit heftig? Gelb's, Alter, er verbrennt so heftig. Digga, wie der abkämpft, das ist so schön, weil man genauso gegen die Schweine spielen muss. Ah, verhängt. Hinter euch. Ja, hat die Nate zerfetzt meine Familie, Alter. Ja, scheiß, ich bin so obdachlos. Ja, wir haben gespawnt, dass sie direkt eine Nate. Ja, positiv gehe ich die Runde nicht raus. Zack, Digga. Digga, dieser da fast. Ja, Alter. Ja, so schöne Double Nate, ja. Jawohl. Sieg! Sieg. Meisten. Weißt du, Digga, und dieser da was, Digga, der ist Level 25, guck mal. Der hat 22 zu 27, der hat nicht eine Flagge eingenommen oder verteidigt. Ja. Das ist einfach ein Schwanzlutscher, Digga. Ja, und dieser Lyros genauso, Digga. Der hat eine Eroberung und zwei Flaggen verteidigt. Ja, die haben den Modi einfach nicht verstanden. Hier geht's nicht darum, um Kills zu machen, sondern den Sieg zu holen, Digga. Und den haben wir geholt. Ja. Jawohl. Best auf die. So, aber geh raus, Digga. Also die Lobby kann ich mir nicht noch einmal geben, Alter. Ja, ja, safe. So, die haben die übelst gefickt, aber jetzt geh raus, sondern ich hab keinen Bock mehr. Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, mehr als Jungs, hat mich eigentlich nur der Shotgun-Typ abgenervt. Ja. Ich bin aus der Party rausgeflogen, also warte noch kurz, ich joinen kann. Ich lade dich. Nee, such einfach. Was? Marcel, geh raus, Digga. Ja, ja, bin. Tut mir noch mal weh, McSweezen. Ja, ist schon gab's echt. Ich geh offline, ich geh PUBG zocken, Alter. Ich mute mich ganz kurz, Jungs. Marcel, bin ich noch bei dir in der Party raus? Jo. Perfekt, bin kurz gemutet, ich kann's aber einfach starten. Ja. Da ist er. Ich bin wieder drin. Jupp, bist du. Let's go. Okay, ich will unbedingt das nächste Mal. Warte kurz. Hm. Warte. Ja, ich warte auf dich. Also, falsche Mörder sind scheiße, oder? Ja. Wo ist denn dieser Scheiß? Gut. Mörder, frei. Ja, sorry. Warten, gibt's da was Neues? Ich bin immer nicht 26, Mann. Da noch ein paar Jahre. Karabiner. Ich glaube, die ist OP, oder? Ah. Er kann suchen. Wie heißt die neue Waffe? M1A1. Konnte man die schon mal auf irgendeinem Event spielen? Boah, ich weiß nicht. Max müsste es wenn schon wissen. Guck mal gerade. Guck mal, wie die aussieht. Jetzt fragen die Leute im Chat, wer alles aus Aachen kommt. Ich glaube, die hat man noch nicht spielen können. So kann ich mir nicht lachen. Oh Gott. Also, was ist denn das eigentlich für eine Waffe? Sturmgewehr. Ist es wie M1 Garand? Ich glaube schon, weil K1 Karabiner steht. Und dann konnte man sie, glaube ich, noch nicht spielen. Es kann nicht sein, dass ich mich gerade über Point to Hawk freue. Ich tu's. Ich mag die Map eigentlich. Ich auch. Eigentlich auch. Aber ich habe sie am Anfang, haben wir nur die Map gezockt, da habe ich sie so gehasst und jetzt mag ich sie echt gern. Ich würde schon gern jetzt mit Maus und Tastatur wieder spielen. Mann. Machst du jetzt so snipen, wie ich dir gesagt habe, Max? Ja, also ich speichere so ein paar Clips einfach. Neues Glück. Okay. Ich will das ja, hoffentlich haben wir Glück mit den Gegnern. Wahrscheinlich haben wir Glück mit den Gegnern, Digga. Sehen gut aus. Triple Nuclear. Yo, Funny Boy. Triple Nuclear im Stream. Legende. Ja. Wird mich auflösen. Das machst, Digga. Hauptsache 100 Punkte pro Kill, das ist eh das Wichtigste. Kann man den Modus spielen. Hier schön Headglitchen. Beste, ich liebe das. Funktioniert immer. So scheiß Kopf. Hinter mir ist natürlich noch einer. LOL Max. Ich hab mich so erschrocken. Ja, ich will die jetzt mal hochleveln, weil ich diese. Oh mein Gott. Oh, da ist noch einer. Ah, Hitmarker. Die war so across the map.
Also spielst du jetzt echt Shotgun? Ja, ja. Ah, okay. Verdammt. Okay. Der Feind erobert Bertha! Wir verlieren Ziel Bertha! Aber mir laggt's! Wir verlieren Ziel Bertha, der Feind erobert Bertha. Dicke Bertha, Mann. Hey! Die springen auf alle drauf. Mit dem Geräusch meldet sich Mondo zurück. Ich war die ganze Zeit schon da, Digga. Echt? Aber ja, konzentriert. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mann, jetzt hast du meinen Fernsehclip bekommen und ich bin so gestorben an dem. Fritz X-Bombe ist da, sagst du Marcel? Ja, vor allem jetzt bin ich gestorben, so richtig lächerlich, Alter. Hätte ich den mal nicht direkt rausgehauen, wie so ein nervöses, fettes Kind von der Tüte Eis, Alter. So vor so einem Eiswagen komplett die... Wollen wir A einnehmen oder was? Ja, ja, lass uns das machen. Komm. Ja, C besser, finde ich. Ich guck hinter dir. Wir wollen einfach nur die Punkte. Perfekt. Nee, aber ich finde den C-Spawn auch besser für die Gegner. Ja. Caesar wird eingenommen, Gegenangriff! Verloren. Oh, Nasenbluten muss los. Ich hab hier niemand kommen. Komm, komm, du mich jetzt holst? Digga, was ist das für ein Bug gewesen, Mann? Gar keine Hit-Detection an meiner Fack-Fuck. Oh nein! Jetzt Marcel, hä? Abgeschlossen. Verdrohne. Wer schmeißt denn eine Rauchgranate, Digga? Oh, Marcel hier mit 10 Kills am Start. Digga, ich hatte der Quad-Feed war so on point, Digga. Jetzt mal ohne Witz, der war richtig heftig. Den Quadfeed, den habe ich angehittet für dich. Den ersten, ja. Und dann waren noch vier dahinter. Ich bin die Rechte für YouTube. Also drei Leute habe ich angehittet und keinen geholt. Deswegen ging so runter, ja. War ich down, Digga. Kein Problem, Teammate. Das war sozusagen hier in Kooperation. Marcel hat schon richtig gedacht, das ist sein Game, Digga. Digga, es war schon trotzdem mein Game. Trotzdem heftig. Digga, das hinten... Digga. Aber... Wenn ich nicht den Killcam am Ende habe, dann habe ich auch einen COD. Ja, weil der A-Spawn ist diesmal jetzt besser, gell? Nee, aber wir sind bei 10 gespawnt. Gibt's da zu lachen, Alter? Ja, weil ich absolute Punktegeier bin und dir das kommt unterstelle. Achso, ja, Punkte sind immer schön, Digga, klar. Ja. So, Vorräte, gibst du mir was Gutes? Danke. Boah, das dauert immer ewig, Digga. Bleib! Wie hoch der runtergesprungen ist, Mann? Was ist... Ey Mann, ich liebe COD, alle, wir sind fünf Leute, die alle nur über ihr eigenes Game reden, trotzdem hat man Spaß dabei. Hey, what the fuck? Das ist immer so, was hier, ja. So schön. Ja, aber jetzt auch ein zweites. Jetzt aber, Kev, lass mir den! Mann, du Sau! Zwei Fritz-X-Bomben für den Arsch. Ach komm. Kev, ist so gut im Spiel, den darfst du nicht vom Gegner stehen lassen, der macht den straight lang. Ich glaube, das war ja jetzt, lass mir den. Ich habe auch meinen Namen gehört. Aber ich habe nur Gaps verstanden. Ja, ich habe auch Gaps verstanden, nur ich war aber kein Gegner, so konnte ich nicht gemeint sein. Das hat er gut gemacht. Jeder war kein Gegner. Ja, wo ich war kein Gegner. Ich war irgendwo in einem Bunker und hab niemanden gesehen, also. Doch, da war oben ein Gegner. Lol. Also ich hab ihn nicht gekillt. Aha, wie schlecht ist diese Waffe. Weiß nicht, dann war irgendjemand anderes. Guter Spawn-Spiel! So lobe ich mir das! Gut gespawnt, Digga! Wirklich, da gehen Grüße nochmal raus. Ja, er hat dir schon einen schönen Dropshot gegeben. Ja, ich bin direkt vor ihm gespawnt, da war ich auch vorbereitet. Den geholt. Gute Arbeit. Digga, er hat 5 Kills gemacht, die Runde, Alter. Ganze 7 Kills in der Runde. Let's go. Beast. Also, Herrschaft 100 plus wird schon sehr einfach. Ja, 100 plus wird knapp. Das. Da bin ich jetzt gerade über den Haufen geschossen worden. Boah. Da muss ich aber auch wirklich sehr, sehr dankbar aufgestellt, muss man sagen. Ja. Neues Gameplay, sagst du das? Ja, direkt abgespeichert. Neuer Clip auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Einzel-Upload. Alter Monte ist back, schreibt jemand bei mir im Chat. Digga, Leute, nur weil jemand ein anderes Spiel mag, muss man nicht direkt, hat er sich nicht direkt als Mensch verändert. Was hat jemand, was hat er geschrieben? Ja, einer geschrieben, so der alte Monte ist back, wegen COD halt. Ja, nee, Digga, einfach wieder ein neues COD ist am Start. Drum, für den neuen Teil konnte ich mir einfach nicht geben, Digga, Punkt. Da hab, ich habe einen geblendet an der Tür, Achtung. Was? Ja. Was? Oh, warte, Max. Immer nur die Hitten. Ja, einer noch bei C, Digga. Oh mein Gott, ja, er hat mich. Aim Wood, direkt da. Oh Gott. Monte, Digga, das sah so lustig aus. Hey Mann, ich kann hier nicht mal in Ruhe, da kommt einer. Ui, weg hier. Angeknackt, die Sau. Ja. Holy moly. Hä? Hey, sag mal, was liegst du da? Pass auf, Monte, da. Wir kriegen gleich einer noch. Wir kriegen gleich Besuch. Die Monte natürlich kein Problem. Kann dir helfen. Jetzt schon zum Kochen. Die Bombe wird abgeworfen. Ach, ich halt lieber mal Maus. Oh, ich hab Max so den Kill gesteelt, aber es wäre auch so unschön gewesen, dass ich gar nicht. Er hätte mich wahrscheinlich eh geholt. Was natürlich Absicht, weil ich dir helfen wollte. Aufklärungsmaschine sucht nach Ziel. Danke. Oh. Mann!
Mich holt. Quarkplex. X-Bomben-Mission bereit. Die Spawn ist schon sehr lecker. Ach. Natürlich wieder nur ein Hitmarker, Digga. Meine Josef Fritzl X-Bombe ist ready. Die hau ich jetzt mal raus. So. Nein. Oh, das ist mich so gestartet. Solange man die steuert, kann man Kinder mit seinen eigenen Kindern zeugen. So, okay, let's go. Solange ist es in Ordnung. Gaps geiert wieder auf die Punkte, sagst du? Ja, klar. Ich mit auch, ich mit auch. Wir, die nehmen jetzt nicht ein, die Gegner. Da, wo mein Artillerie gerade hingeht. Ich bin für Punkte geboren worden. Hä? Wo? Digga, wie? Was? Hä? Lecker, das ist sehr strange. Artillerie macht natürlich gar nichts. Ich bin vorher aufgefallen, dass sie gemacht haben, dass man absolut durch Wände sterben kann jetzt. Was? Was? Gnadenlos ist da. 12er Streak ist da. Fritz X-Bombe, Digga. Spiel auf der A-Bombe ist da. Noch jetzt bei der C-Flagge sterben ist da. In 3, 2. Oh. Legendärer Shit war das gerade, was ich hier abgeliefert habe. Schade. Ja, Marcel, was du für Kills gemacht hast. Wir verlieren Lisa. Ich habe gerade auch so lustige Szenen, Digga, ist unglaublich. Sing den Weltuntergang. Ach komm, krieg mein Arschloch. No. Was? Er hat noch einen Hitmacher geschluckt. Mann, ich bin kurz vor nuklear, also auf 15. Verreckst sowieso gleich. Ja, ich weiß. Deswegen setz ich auch die Fritz X-Bombe ein. Hab ich. Endlich mal wieder einen Kill gemacht. Natürlich mal wieder keinen Kill mit der Fritz X-Bombe, man kennt ihn. Wieso, was ist mit dir? Vielleicht bei mir laggt, ich lade gerade Video hoch. So, okay, ich habe mich gewundert. Ey, diese Hits! Ja, ja. Noch 12 Minuten. Ja, wenn Sweezy so wenig Kills macht, dann muss schon was los sein. Der hat normalerweise immer mindestens gleich viel, wenn nicht sogar mehr Kills als ich. Ja, Sweezy kann sich jetzt dran messen, dass er gleich viele Kills hat wie Gabs. Ja. Wir nehmen C ein! Hä, Digga, guck mal! Ja, es wird nichts mit dem Nuklear, ich krieg nicht. Ich hab gerade eine Blendgranate hingeschmissen, wisst ihr, wie ich meine? Kontakt bei Bertha! Ja, Blendgranaten habe ich hier noch nie mitgenommen. Gut, das waren wir ja. Oh, jetzt habe ich unnachgiebig, Mann. Gut. Ich hätte toll unnachgiebig und jetzt vorbei. Ich habe am Ende noch 4 Tode bekommen und gekillt. Zum Stand 20 zu 9, jetzt 20 zu 13. Da gäbe es wieder der Bronzestern, gebührt mal wieder ganz Gaps. Ja. Was heißt das, ob Bronze, Silber, Gold, gibt's sowas? Ne, es gibt nur Bronze, das heißt einfach, dass man was erreicht hat. Ganz kurz Donations vorlesen, und zwar von Fab E Sense kommt 3 Euro. Viel Spaß, Grüße an Gaps und Monte und grüß Raimi, please. Ich grüße die beiden gleich. Grüße an dich auf jeden Fall. Und ne, an Raimi, sorry. Und an dich auch. 5 Euro von Hinak, 11088. 11.8. Das war früher so eine Nummer, ne? Okay, 5 Euro. Er schreibt, hey, mach weiter so. Vielen, vielen Dank an dich. Und von Atomic, 3 Euro. So Asi, Xbox One Beta ist noch nicht online. Das ist aber echt Asi. Also, das ist wirklich nicht cool. So, Gabs und Monte, ich soll euch grüßen. Jo, ich fühle mich gegrüßt. Monte fühlt sich wahrscheinlich nicht gegrüßt. Ja, Monte auch, aber der ist gerade. So, aber ich fühle jetzt erstmal. Ich bin disconnected. Ich weiß nicht, ob ihr noch bei mir drin seid. Ich glaube nicht. Ne, müssen wir neu joinen. Okay. Ich weiß nicht, wer von euch sich da gerade einen runterholt mit einer echt brutalen Gewalt, aber. Sorry. Bist du gerade hierher gekommen? Mhm. Okay, dann können wir jetzt die legendäre 6-Mann-Party machen. Können wir eigentlich reinjoinen? Müsste eigentlich gehen, dass hier mit joinen? Ja, aber Sweezy konnte ich. Ich kann ja auch immer joinen. Ja. Ich bin auch schon drin, glaube ich. Ja. Nee, ist du bist noch nicht drin. Larry 26? Ey, Dennis. Ja. Hast du den Text überhaupt durchgelesen? Ja, wirklich, ja. Aber da sind eigentlich ein paar Fehler drin. Also erstmal 7-tägige ist falsch. Klar, es geht doch eine Woche, oder? 10 Tage und das kann ich ändern und das mit aber auf ihrer Homepage werben die mit einer Woche Führerschein, also achso, ja, dann keine Ahnung. Nee, ich meine wegen Dings hier, wegen, dann schreib einfach eine Woche statt die Anzahl der Tage hin. Ja, scheiß doch, Digga, das juckt ja eh nicht. Und wegen dem erfolgreichsten Dings hier Video, das war eigentlich das andere Video da mit 140k da mit der G-Klasse, weißt du? Ja, ich weiß, ist ja. Ja, scheiß drauf, Digga. Müssen die auch nicht genau wissen, die Huren sind. Sind alle schon drin bei mir? Nee, Mann, das spielt safe die andere Lobby. Ja. Also an sich schön deutsch geschrieben. Ich weiß, Digga. Schau mal rein, Julian, und so. Privatgespräch jetzt bitte sofort jetzt einstellen, in Schwarz. Hey, ich bin bei Hektik drin, lol. Ja, du bist für mich bei mir drin, Digga. Ist schon Hektik. Wollte ich gar nicht.
So, ich bin jetzt drin. Shelby ist drin. Monte wird es wahrscheinlich. Jetzt Max und jetzt Monte wird es wahrscheinlich übermorgen erfahren. Monte, du musst neu joinen. Das ist voll einfach. Du musst auf meinen Namen X und dann Viereck drücken, dann geht's. Ja. Bei mir geht hier gar nichts gerade. Dann lade ich dich ein. Ich kann nicht mehr rausgehen aus der scheiß Lobby. Wie? Geht nicht. Achso, dann hast du vielleicht. Nee, einen... Ah, jetzt. Nee. Lad mal einen. Ja, hab dich eingeladen, hab dich eingeladen. So, wie lange geht die Woche? Bis Montag. Ich kann nur sagen, packt euch das Care Package ein. Nein. Oh, nie Drohne, Digga. Nee, bei Care Package kommt sehr oft eine Drohne raus. Ich hatte auch Gleitbomben. Also, ich hatte bis jetzt eigentlich nur Sachen, die ich so wollte. Man muss halt so lange warten. Ich hatte einfach unnachgiebig die letzte Runde, ne? Das ist. Ah, nice. Ist das 25er oder nee, 20er? 20er und dann war Spiel vorbei. Bei mir ist es so, ich fahre das Care Package an, in der Zeit haue ich die Gleitbombe raus und dann nehme ich das Care Package. Beast Gaps. So, die 6-Mann-Party ist da. So, neue Waffe. Ist geplant, der Yoshi. Apokalypto Gaps. Nein, nein. So. Gibt nur hier einen Apokalyptus Weezy. Hey, Julian, du warst nie ein Apokalypto, oder? Doch, Digga, hab ich doch schon mal gesagt. Aber so ganz kurz, oder? Ja, nein, Quatsch, ich war nie drin, Digga. Als wenn ich da hingehe, Mann. Ja, aber es hättest du absolut ja gesagt. Ist so, also so früher zwei. Die Anfrage sofort so reingejoint. Jawohl, Level 1er, Digga. Und Level 2er. Doch kein Skill-Base. Oh, Nenu haut dir 20 Euro auf meinen frisch rasierten Nacken vom Friseur heute. Und schreibt, Peace Marcel, gönn dir mal ein neues Auto. Hast du dir verdient? Peace auch an Monte. Nehmt mal mit Blabla in den Stream. Was ist mit Barca los? Ach, da habe ich gestern schon genug drüber geredet. Ach, Marcel, aber... gönn dir doch mal ein RS7 oder so. Ja, ist so. Gönn dir doch mal ein Lambo hier. Das Monte donate mir sein Auto, habe ich gehört, wenn er es hat. Hä? Schön den neuen Bands, Digga. Ah, neue Map oder was? Nice, Digga. Ja, Aachen. Ja, haben wir auch auf der Gamescom schon gespielt, ne? Du wohnst ja nicht ganz cool. Ja. Ah, auf der Gamescom waren sie gut gegen Noobs, Digga. Ja, ich fand aus der Gamescom hat die echt gebockt. Vorhin war es einfach Krebs. Ey Leute, an alle, die aus Aachen kommen, sieht diese Map hier auch aus wie Aachen? Erkennt ihr da irgendwas wieder? Nee, wahrscheinlich, Digga. Ja, wieso? Kann ja schon sein, dass es da irgendwelche Stellen von gab. Die zerbombte Stadt hier, meinst du, hörst? Ja, oh, so neue Sturmgewächs. Ja, das soll wahrscheinlich schon was sein. Ich komm hier, lass mal direkt zu B durch, Jungs. Ja, ja. Ich kann den A's, ich mach den C-Sklaven. Lol, das ist eine Triggerwaffe. Echt jetzt? Das hat die MP oder? Die oh nö, Digga. Dann wird ja gleich Dingsy direkt angeschlossen, ne, Marcel? The Titan One, ja, safe call, Digga. Ist schon angeschlossen. Ich schwör, ich schließ ihn gleich an. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, wo der ist, man. Muss ihn mal suchen. Wir brechen ihnen das Rücken. Waffe, aber okay. Von links. Bin der Beste mit der Waffe. Ich glaub, die schnell. Nee, ich hab auch keinen einzigen Kill gemacht. Wenn die Trigger passt. Hitmarker gibt sie ganz schöne, aber. Ey, das ist doch lächerlich, Mann. Jawohl, Double Nate. Drei Hits. Boah, naja, die gefällt mir gar nicht. Scheiß drauf, Mann, ich hatte, das wäre jetzt schon eine schöne Vollautowaffe, so easy XP auf Chillo-Basis. Nein. Die Waffe ist scheiße. Nach einer Sekunde. Ein ganzer Zeit verloren. Direkt scheiße. nie wieder spielen, Digga. Das Ding ist jetzt, ihr so Triggerwaffen brauchen dann wenigstens ein cooles Rotpunkt. Und Rotpunktvisiere sehen im Spiel so broke aus. Das ist nicht mehr normal, Alter. Ja, Mann. Aber dieses normale Linsenvisier-Ding ist eigentlich ganz geil. Nein, ich weiß nicht. Wäre doch geil, wenn man einfach da eine andere Dings, ein anderes, also dass man die auch noch vollautomatisch drauf machen kann. Ja, Feuermodus. Ja. Feuermodus, ja. Ja, ja. Alter, wie viel schluckt ich da an der Wand hängen geblieben bin, Mann. Scheiße. Ah. Also gegen Noobs gefällt mir die Map direkt besser, Digga. Sind das Noobs? Ja, würde ich Kills machen, wird mir immer Bauch gefallen. Ich hab einfach Kills wieder blicken drauf. Alter, was steht hier auf dem Schild? Deutschland siegt. Da war einer, Marcel. Okay. Hast du den? Ja, da ist noch einer. Aber dann bleib du hier. Ich geh weg. Oh, aus der Hüfte ist hier aber ganz nice. Aus der Hüfte? Ich hab gerade. Two-Shot aus der Nähe. Ach, ja, Alter. Komm, dieser Wannabe-Esser. Du bist bestimmt so ein richtiger Twitter-Lelek, Digga. Ohne Witz, Mann. Du bist bestimmt so ein richtiger Wager-Spieler, der niemals in seinem Leben irgendwas erreichen wird, Digga. So, es muss jetzt mal kurz sein. Twitter-Lelek, auch ein geiles Wort, Mann. Ja. Erst in der Com, sagt er dann. Das habe ich noch nie verstanden. Jemand, der stolz in der Com ist, das habe ich noch nie verstanden. Alles Fotzen, Alter. So sieht's nämlich aus, Mann. Drecks-Comp-Szene. Spaß, aber die meisten davon sind halt Arschlöcher. Nenn nicht Comp, sondern die nennen sich irgendwie Comp, keine Ahnung. Ja, die Comp halt, die Community heben. Pass auf, da sind welche bei B.
Aber das sind ja halt so. Ist so, dass ist so, alle Leute, die in der Com sind und ein Wager machen, Spiel gewinnen, denken, sie sind komplette Spieler. Das sind die Leute, für die ich am wenigsten Respekt habe. Dann wenigstens nur aus Spaß spielen und nicht auf Twitter das größte Ego der Welt haben, Alter. Für mich sind Com-Spieler auch nur Leute, die wirklich ein Team haben und auf Turniere fahren und so. Ja, safe. Die Waffe ist so scheiße. Direkt rein bei eBay Kleinanzeigen, Digga. Boah, Headlitch nicht so wieder richtig. In der Straßenbahn sitzt der Sohne, Mann. Und überall Headlitch und das fucking. What? Boah, Mond, ich hab so. Überleben. Ich hab Mond das Arsch schon gerettet. Ich hab noch nie so viele Hitmarker verteilt. Und mein Lieblingswort sind. Seit dieses Spiel. Ich werf nur Granaten die ganze Zeit. Schön squeezy. Ja, auch, Digga. Ich freue mich so in Menschen zu hoch. Das gibt's doch nicht. Anton wird abgeriegelt. Komm auf A, los. A? Ah. Hast du einen Triple Captain jetzt oder was? So ein Timelag. Egal, ich hab für die Drohne hab ich's getan. So. Ich brauch noch einen Kill für dich noch. Ja, guck mal diese Waffe an, die ist so broke, Digga. Ja. Jetzt mal ohne Witz. Ich bin so tot, was soll ich machen? Ich verpiss mich jetzt hier, Alter. Ich geh hier lang. Der Nates, Mann. Ja, das ist schön gemacht. Los. Ach, P9P. Ah. Boah, den hab ich schnell gedroppt. So, Josef Ritter, komm auf die Map. Da werden gerade so ein paar Kinder gezeigt. Bist du mit der eigenen Tochter? Ja. Österreich ist ja ganz normal. Was denn, Inzucht oder was? Ja, ja. Hat nur ein Deutscher erfahren. Och Mann, die scheiß Halbzeit, Digga! Gefängnis bringen. Was für eine Waffe zockst du nicht neu? Ist irgendwie schneller als in anderen CODs? Oh, du spielst ja die Grease Gun. Ja, ja. Was ist die Anfangswaffe, ne? Ja. Der legendäre Double Kill ist hier Kill Cam. Ja. Ich hatte sogar einen besseren Double Kill. Der hat nur Single Kills. Der zeitliche Abstand muss auch passen. Ja. Dann nimmt man die Punkte hier schneller ein oder macht man einfach weniger Kills? Du, was meinst du? Also kriegt man die 100 Punkte schneller hier in Herrschaft als in anderen CODs oder weil wir so wenig Kills immer machen? Achso, ja, das check ich auch nicht, aber ich glaube, es ist, weil man das Spiel einfach noch nicht gut genug kennt für viele Kills. Die sind schon bei B. Wow! Ich glaub, liegt an der Map, Digga. Drei Leute B. Angeknackt sein. Ja, du schluckst hier aber, J Prime, du bist bestimmt auch richtig auf Twitter aktiv, Digga. Hast ein Duo verlinkt. Pass auf, bei B. Die sind gerade so auszurasten, ne? Deswegen, Alter. Der Feind hat Bertha! Ich nehme jetzt gleich wieder die STG. Ach man, Alter! Ja, die hätten jetzt schon zu zweit, Alter. Was ist ihre Mission eigentlich? Ach du Scheiße, drüben in der Bahn. Ja, Mann. Ja, Digga. Er hat oh, fährt so schwarz, Digga. Er hat besser als er als ich. Komm B, komm B. So lächerlich, Mann. Jetzt B haben. Ding ist, im Nahkampf bringt die Waffe nix, Mann. So in so einer Situation vielleicht mal ein bisschen, aber sonst keine Ahnung. Ist tot zu easy. Oh, fast noch ein Triple Kill. Ja, mit einer von ich? Euch einer nein, nein. Die MP mit Schalldämpfer? Ja, ja, ich hab mal eine Zeit lang. So, auf der mit dem Nate zu easy. Ja, ja. Gute Nate Prime. Muss ihm mal Props zu geben, ne? Ja, hat er schön gemacht, kann ich nicht sagen, ne? Hat er verdient. Weiter Pilot, nice. Hey, guck mal, Mann! Ey, du bist so gut, Digga. Du bist ja richtig gut, Bonstoppel, Digga. Durch die Fresse bekommen, Mann. Wie ich ihn weggeputzt hab. Hast du diese Map jetzt schon? Keinen Kill. Ist auch die schlimmste Map aller Zeit. Können halt überall Headbutt. Oh, Ezra ist wieder back, Digga, im Business, Mann. Überhaupt Aachen, Digga. Ich check's nicht, Mann. Hätten die nicht Winnekendonk nachkonstruieren können, Digga. Ja, das wär heftig, Digga. Der wird sich wenigstens auskennen auf der Map. Ich finde, man ist auch viel zu... Also, das stört mich noch. Ich finde, man ist echt zum Teil zu lange weak. Ja, und das finde ich auch. S-Mine. Ich finde, es ist zum Teil echt schwer. Ja. Ich benutze die Waffe nie wieder. Typ 100, let's go, Alter. Er liegt auch. Natürlich. Luigi. Was? Alter, Mann. Der Snipe drüben. Hab ich jetzt gemerkt. Durch die Kugel, die in meinem Kopf steckt. Ja, bei mir auch, Digga, ist der beste der Luigi. Luigi hat mir auch so einen Kugel in den Kopf gestellt. Ich hab noch nie so auf die Presse bekommen in meinem ganzen Leben. Ja, Bombe. Ein High Five ins Gesicht mit einer Kugel gegeben. Ja. Ey, schon wieder! Ja, Leute, das ist so krank, wie die mich hier abaimen, ne?
Kommt mir das nur so vor oder ist es von der Seite gerade irgendwie deutlich schwieriger, was, also durchzukommen, ja. So? Wieso die Nate? Ja, und der Einzige, der sich umdreht, komm, Digga, fick dich, Mann. Ja, so hinter sie. Und ist das B annehmen, go, go, go. Ja, ich werf die Nate immer da oben an die Decke, wie so ein kleiner richtiger. Von wo? Lol, er holt mich auch noch. Er ist als absolut back im Game. 2019, so macht das Spiel Spaß. 12. 15, 14. So die Trades hier am Start. Ja, ist auch so. So krank. Digga, hier wird mehr getradet, ist auf der Börse, Mann. Ich geh nicht. Deiner Freestyle am Rande. Ja, ich warte jetzt hier. Ja, ich kann auch hier mal sein. Wir nehmen sie an. Guck eh gleich im Stream, wo ich stehe. Ja, pass, ja, ist so. Ja, kannst du gut haben. Was? Ich will nie wieder S&D im Stream, außer ich verzögere den vorher extra. Das ist nicht mehr normal, oh, wie die Kurve. So verändert, oh. Digga. Ja. Weil zwei Kills in Folge geschafft. So eine Drohne. Nein, du tötest mich nicht. Doch, du tötest mich. Ganz ja, großer, ey, von Respekt. Von der Seite, Mann. Applaus, Applaus! Für deine Worte. Esser ist einfach ein schöner Mensch. Es ist so traurig. Ja, Luigi, haben wir ein Collateral kassiert. Ja, jawohl. Gönn ich ihm, Alter. Lecker. Durch den weichen Österreicher Kopf ging die Kugel noch sehr leicht, um mich dann auch noch zu töten. Ich hab dir gleich einen weichen Kopf. Ich bin auch letzter am Scoreboard. Ich hab in der zweiten Halbzeit einen Kill gemacht, ne? Echt jetzt? Ja. Ich hatte 14 Kills in der ersten Halbzeit, jetzt habe ich 15. Och Mann, Alter! War der 16. Kill, ich bin so eine Legende. Meine Güte, die Random Nate muss mich auch holen, oder? Wie schnell man mein aber down ist zum Teil. Meine Fresse doch. Wenn du anstrengende Map, Digga. Aber mir lag es fangen. Okay. G 17, 17. Oh mein Gott! Ich war ja nicht mehr normal, wenn ich gekommen bin. Bin kurz gemutet. Geil. Ja, der Collateral. Auch kurz gemutet. So, wir haben hier von Tomic nochmal 3 Euro. Viel Spaß auf dem Zocken. Nuklear kommt heute noch. Kann ich nicht versprechen, aber vielen Dank. Dann haben wir von Herbie Altenthaler 20 Euro. Er schreibt: Hi Marcel und Co., darf ich bitte mit einem von euch auf PS4 befreundet sein? Heiße dort Herbie Altenthaler. Ja, das Problem ist, dass man sich das nicht mit Geld kaufen kann, in unsere FL zu kommen. Das muss durch Zufall passieren, aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine 20 Euro. Ich habe ja schon gesagt, man kann sich hier nichts kaufen, leider. Patrick haut 10 Euro raus, auch immer am Start, schreibt: Moin, Marcel, Impact und Monte habt einen geilen Stream. Wie sieht's aus mit Clan-Duell gegen Next-Gen-Clan LG aus Österreich? Müsst nur nochmal bei Insta schreiben, weil noch kann man hier keinen richtigen Clan-Duell machen. Ich zocke zurzeit nur World War 2. Und JanXD haut 4 Euro raus, bist der Beste, wäre nice, wenn wir mal zocken würden, weil letztens mit Sweezy in einer Lobby. Ja, vielleicht ist ja Zufall auf deiner Seite. Danke für alle Donations von euch, ihr seid die Besten. Weiter geht's, let's go. Sound resumed. Wenn du lachst. Oh ja, Musik. Ein Feuermodus gibt's auf jeden Fall nicht für deine Waffe, also wird sie nie wieder gespielt werden. Ja. Sind noch neu, die eine Sniper. Wie viel kann man eigentlich leveln? 30, oder? Denke bis 30. Wie viele Aufsätze hat die Waffe, bitte? Giravisier. Gucken wir doch mal, was haben wir denn? Auf welchem Level bekommt man denn den Mortar Strike? Geht die Beta wieder, schreiben mich Leute. Nee, ich habe eine optische Täuschung hier generiert, dass die so tut, als ob wir uns. Ich kann nicht mal quitten, ne? Weil ich immer noch im Endscreen von der Lobby bin. Oh. Ja, wir starten in 2 Sekunden. Ja? 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 Ja. Gibraltar. Ich gehe direkt raus, ne? Ich spiele nicht nochmal gegen Ezra, Digga. Weil wie der Typ heißt. Gibraltar, Digga, lass die mal zocken. Gegen die gleichen Leute. Danke aber. Kann ich gerade zu, Alter. Solution hat immer noch keinen Beta-Key, Digga. Ich hab den von Solution bekommen. Ja. Ich hab ein Nebenbild davon geschickt. Ja, Solution ist einfach behindert. Es ist einfach so, Digga. Ja, dass er das nicht gecheckt hat. Guck mal, Leute. Gaps hat. Guck mal, Monte, ne? Gaps hat einfach einen Brief bekommen mit Solutions Beta-Key. Weiter! Herrschaft! Ja, da steht ich Solution drauf. Davon Solution soll einfach nur mal WhatsApp checken, der dumme Spaß, Alter. Er hat sie auch gesehen, hat einfach nur ein Fragezeichen und lachen Smiley zurückgeschickt. Wir halten Charlie.
Schreiben das mal. Bei B direkt vorne. Das kann nur Solution passieren, ohne Witz, Alter. Ja. Ja, normalerweise bin ich der Real Keeper. Ey, das ist nicht normal! Hat er mich gestuckt? Nein, nee, ja. Er. Ja, oh, natürlich, Digga. Nice Molotov. Ey, wo sitzt der Typ denn, Mann? Die, ja, alle, die pushen über links. Die. Bitte lass quitten. Alle freuen sich über die neue Beta und alle rasten nur aus. Ich liebe COD. Ich raste aus, warum ich quitten? Gegen den Hundesohn spielen muss. Weil ich einfach eine neue Lobby haben muss. Ja, ja, wenn einfach jetzt, Digga, raus. Ja, dann mach ich mit jetzt raus. Ja, geh raus. Ciao, okay, ihr Huren. Ich wurde gehostet, ja, von wem denn? Von PewDiePie. Achso. Achso, Mucke ist noch an, sorry. Ich hab nicht mitbekommen, wer mich gehostet hat. Chef-Ami konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt. Also ich hoffe, dass das Level-Cap noch weiter erhöht wird. Turo Legendary. Ich hab nie einen Vertrag mit Turtle Beach gehabt, Digga, aber Kopf hoch. Was hat er denn geschrieben? Er hat geschrieben, warum laberst du jetzt immer das Astro 50, das beste Headset? Früher hast du, wo du noch einen Vertrag mit Turtle Beach hattest, die ganze Zeit gesagt, dass das PX22 das beste Headset ist, der Welt ist. Wahrscheinlich einen Vertrag gehabt, oder? Ja. Leute, ich sag seit 4 Jahren, dass das Astro gut ist, obwohl ich noch nicht einen einzigen Cent von dem bekommen habe. Das muss schon irgendwas dran sein. Ja, danke für den Host, Digga. Danke schön, Mann. Lass dir gut gehen, danke, Mann. Grüße gehen raus. So Leute, mein Hauptkanal-Video kommt in 16 Minuten. Halt die Schnauze, Marcel. Kommt zu also, wenn ihr sexistischen Content sehen wollt, schaut bei Marcel vorbei. Safe. Was gibt's noch heute? Wem gehören die Titten? Nee, leider nicht. Ah. Oder kommt heute, wie lang ist dieser Schwanz von diesem YouTuber? Ja, das kommt auch. Da habe ich ja schon einige im Mund gehabt, deswegen kann ich es gut vergleichen. Man kennt ihn, Marcel, Digga. Ja. Also meinen auch mit reingenommen, besser ist, würde ich sagen. Ja, aber die 10 cm sind eigentlich nicht der Rede wert. Oh doch, Digga, glaub mir, die 10 cm sind der Rede wert, Digga. Okay. Digga, die Leute sollen mal voll werden, aber wollen wir die Map spielen? Welche Map kommt denn? Und wo ist welche Map? Oh ne, der Typ hat Double Nuke in seinem Emblem, in seinem Clan-Tag. Jo, ich hab nicht einfach was gedrückt. Die soll endlich mal voll werden, das denkt sich Julian auch immer. Ey, warte. Versteh ich nicht. Der war sehr schön. Jo, Partymitglied ist nicht mehr verbunden, alles klar. Ich glaube, ich bin raus. Like Screen. Ja, warte. Ich bin noch drin. Okay, warte, ich such schnell neu. Auch noch drin, glaube ich. Ja, seid ihr auch. Wie ist raus? Ne, doch, ist drin. Alle drin. Ich bin drin. Kuma haut 3 Euro raus und schreibt, gönnt dir, okay, Stream schauen und Chicken Wings vernaschen, viel Spaß bei der Road to Triple Nuclear. Jo, danke, die werde ich heute auf jeden Fall auch erspielen. Heute Abend kommt die Triple. Jo, die Lobby wird aber Triple Nuclear live. Nicht im Impact. Gab's nicht in BO3 in der Beta schon eine Triple? Ich meine schon, oder? Ja, bei BO3 glaube ich schon. Ey Jungs, Adana Forest wird mir noch gar nicht vorgeschlagen, Digga. Ich habe das Wort noch nicht einmal gelesen, seit ich wieder spiele. Das wäre übel. Adana Black Screen. Ey, wenn Adana Forest draußen wäre, würde ich so ausrasten. War es nicht in BO3 Beta übel leicht mit diesen Dings hier, Perk da? Ja, wo man, Recheck. Nee, Specialisten. Ja, das hat man doch gezählt. Alter, ich hab keinen Bock mehr auf Black Screen. Los, oder? Black Screen. Ja, ich denke mir das auch. Oh, COD auch. God 2003 mit NPD im Clan-Tag ist jetzt auch am Start. 2003? Also 14 geworden. Mit 14 absolut am NPD wählen bei den Landestagswahlen. Ah, nee, ja, vielleicht ist es auch erst 13. Ja, stimmt. Auch Maximilian BVB 09 hat auch NPD im Clan-Tag, also 2 Anhänger anscheinend. Ja. Okay, haben sie so den NPD-Clan gegründet und wussten nicht, was das heißt? Ja, ist so. Das heißt so. So voll stolz, erzählen ja schon, oh, wir haben Clan. National Pure vielleicht, Destruction. Ne, ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie einfach nur New York Police Department falsch abgekürzt. Ich glaube eher, dass sie absolut lustige 13-jährige Kinder sind. Ja, ich glaube, dass ich einen Blackscreen habe. Ja, warte noch 10 Sekunden. Ey, was ist das, Mann? Ja. Bei 10 von 12 startet die Lobby anscheinend nicht, okay. Mein Bild startet immer nur, wenn sie voll ist.
Er schreibt, ihr seid alles No-Hands, ich hab zwei Hände, Kirk. Dachte auch immer nur, wenn sie voll ist. Das kann man für alles verwenden, Alter. Oh ja. Hey Julian, komm mal echt nächste Woche mit Sweezy. Ja, Digga. Marcel, du auch. Du schaust erst, wenn sie 12 von 12 Kurze getrunken hat, Alter. Dann geht's erst los. Und dann wird's mir so langweilig unter der Woche im Moment. Kieskauer, ich kenn das Thema. Check mal einen Link von der Gummipuppe. Was? Er gönnt das nicht. Er hat geschrieben, er hat heute gut gefickt. Deswegen habe ich gesagt, können wir, ne? Ah! Ey, Max, wie läuft's eigentlich mit dem Geburtstagsgeschenk von mir? Das war so nice, Digga. Das habe ich seit Dezember nicht mehr angefangen. Jeden Abend absolut. Warum jeden Abend, Digga? Klar. Dreimal täglich. Ja, na klar, Digga. Triple. Und nie gewaschen. Oh Gott. Nee, das ist recht nicht, Digga. Das wäre so heftig. Alter. Geil. Das ist ja so ein ekelhaft. Der Lifestyle muss gewahrt werden, meine Freunde. Wir haben Rückenwind. Ist so lächerlich, ein Pakosch. Ich glaube, die Lobby ist auch ziemlich verpestet. Jede Lobby ist verpestet. Ja. Ich brauche Noobs, Digga. Ich brauche auch Noobs. Der Sniper, Mann. Auf den Balkon. Voll ja, COD, Gott. Letzte Beta war besser. Chill doch mal, Digga. Ich finde Performance hat sich irgendwas getan, oder? War ja, letztes Jahr die Beta. Nein, ich glaube nicht. Nee. Die Beta gibt's doch eh nur, damit die Leute die Vorverkäufe pushen. Da geht's ja nicht, damit es wirklich getestet wird. Das ist meine Theorie. Ich glaube, bei dem schon wirklich hier. Bei IW hätten sie einfach nach der Beta den Release absagen müssen, dann hätten sie auch die Leute gehört. Ich glaube, die hören schon drauf. Oh! Weiß auch noch. Klar hören sie auch drauf, aber trotzdem ist der Mainpunkt Safe Call, das ist. Ja klar. So. Phil Warfare war oben und ich glaube, wenn mir nicht alles täuscht, war Black Ops 3 auch offen. Ich glaube, es gab da auch zwei. Ich glaube, an der BO3 war nur eine Private Beta. Und der Rest aber die war offen. Ja. Black Ops 3 war auch offen. Ein Tag Private so mäßig, da haben wir gegen KSI und so gezockt, das weiß ich noch. Ja, stimmt. Mit Krieger zusammen. Ey, das ist so freches Pech. Digga, ist COD, Gott, 2030 ist jetzt das, was wir vorhin die ganze Zeit reden. Oh, scheiße. Hauptsache, ich sehe immer Maximilian BVB 09. Könnte ich sein. What? Wieso ist der nicht gestorben, Digga? Ich hab ihm Headshot gegeben mit der Sam... Leute, ich hab ihm mit der Samtex einen Headshot gegeben. What the fuck, ja, Digga? Das hab ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ja, Fera spawnen, danke. Boah, ich würde mir gerne Energy Drink gerade reinpfeifen. Ich hab auch keinen mehr, Digga. Ich bin so müde gerade. Ich glaube, ich muss wieder. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich Energy haben will, aber keinen hab, Marcel? Ja. Stell mir einfach immer eine Pizza, wo ich keinen Hunger habe und schreibe in den Betreff bei Online-Bestellung rein, bitte Red Bull oder Monster mitbringen. Ach dann machen so. Die das immer mal. Dann habe ich so eine Pizza zurück. Achso, bringen die das dann so, bringen die das dann von der Tanke oder so mit? Genau, richtig, Digga. Ey, es gibt auch Restaurants, wo man das direkt mitbestellt. Ach nee, stimmt, Energy gibt's ja nicht zum Mitbestellen. Ey, Monte, das ist ein guter Tipp, Digga. Ja, einfach was, dann hast du zwei. Kleiner Lifehack für reiche, faule Leute. Gute Video-Upload-Idee, Digga. Ja. Lifehacks von Monte, Digga. Was, Junge? In deinen Kopf gesagt. Schwupps. Natürlich! Schwupps. Mann, Alter. Wir nehmen A ein. Ja, das hab ich schon voll aufgemacht. Irgendwie. Gerade fressen gewesen beim Italiener, vollgefressen bis zum geht nicht mehr, aber vergessen Dings zu kaufen, Energy. Einfach kurz auf Kraft eine Pizza bei Joey's bestellt, Digga. Und gut ist. Ach geil. Mann, ich bin so ein Schwein. Fritz X Bombe bereit! Nein, aber jetzt geht's so geht um die Ecke geschossen, weil wir jetzt so töten. Oh ja, Leute, nehmt doch gern die A-Flagge ein, Leute. Kommt nur noch Assist, nice. Ich bin echt gestorben in der Zwischenzeit, ich kann nicht mehr. Bär, Gewehr. Aufklärungsflug abgeschlossen. Mann.
Easy. Ey, schon wieder. Ich hab ihn so angehatet. Renn ihm. Nein, oh, Mann, hab ich die Drohne rausgehauen auch, Mann. Du hast erreicht. So, Aimbot. Taxi bestellt zum McDonalds fährt, ja, was soll ich sagen? Lord. Ich hab gehört, Carsten fährt auch im Taxi manchmal woanders hin. Also im Puff, ja. Als ich ihn das erste Mal besucht habe, ist er auch im Puff gefahren direkt. Was? Mit dem Taxi direkt, Alter. Mit dem Taxi. 2,5 Stunden später war er wieder da. Naja, jeder so wie er Lust hat, Digga. Ja, normal. So, 17 zu 6. Läuft ganz gut, die Runde. Wir nehmen A. Der Feind kontrolliert C. Axel Zwiese, AFK. Gönnt euch. Wir haben den taktischen Vorteil. Ich muss meinen Tipp natürlich abspeichern. Wir nehmen B ein. Julian, wir hätten natürlich auch mit unseren neuen Accounts das, die Beta spielen können, das zweite Mal. Ja, das wäre schön, Digga. Nein. Maximilian BVB mit Impact im Clan-Tank und tötet mich die ganze Zeit, Mann. Der macht mich irgendwie nicht aggressiv. Ich mach grad alles aggressiv. Wir erobern Bertha! Gaps, scheiß Gaps. Schlechteste Runde heute. Maximilian hat keine Chance. So, die Spawn ist hier, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hab's, hab ich's mittlerweile verstanden oder hab ich's nicht verstanden? Absolut gar nichts verstanden. Komm hier lang? Die Drohne verstanden. Boah, der ist ich aber ganz schön weit weg. Der kassiert den Nate, Leute. Ja, COD-Gott hat besseres Aim, ganz klar. Um die Ecke. Reingeboren. Boah, ey, der mit Tour. Oh mein Gott, Mann. Ihr seid doch alle. Ich bin der Beste, Digga. Ohne Scheiß, Mann. Der Feind da oben hat Anton. Ich hab einen Care-Pack gemacht. Och Mann, ey, ich hab da eine halbe Stunde hingeguckt. Wisst ihr, wer ich mein? Und dann lauf ich los. Kommt da wieder der Dreckige. Geiert sich mein Arsch, Alter. Meine Fresse. Wow, Digga, hast es endlich geschafft, Maximilian, ne? Hast es endlich geschafft, Digga. Max fühlt sich gerade so angegriffen. Nein, nicht der Maximilian. Wo ist meine Barrier Granate? Die Aufklärung sucht nach Ziel. Das ist nein. On. War wahrscheinlich nicht ein Hit. Wow. Vorräte sind in der Luft. Den Zielbereich Aufklärungsflug abgeschlossen. Oh mein Gott. Mit X-Bombe wird abgeschlossen. Lächerlich, Digga. Ganz ehrlich. Bin schon wieder hart angefressen gerade. Gabs, ich hab dich so gerettet. Ich glaube, es wurde noch nie ein Mensch so gerettet, ne? Ja. Gabs liegt in seiner Fritz X-Bombe und ich kill den Typen, der auf ihn schießt, bevor er ihn geholt hat. Ich hab's nur in der Bombe so gesehen und dachte mir wenigstens heute. Ja, einfach Fallschirmjäger, du bist ein Schwein. Boah, jetzt richtig. Muss ich schon fast nuklear machen. Jetzt einen geilen Zero-Kill mitgemacht. Ey, Maximilian, schluck mal. Die geht ab. Wann geht die ab, Digga? Ich hab's nicht. Ey, Hardcore, Digga. Und mit Rück im Clan-Tag, ich will grad so viel sagen. Ja, sie sind alle sind einfach die Besten, Digga, mit ihrem dreckigen NPD im Plantech. Richtig lustige Typen halt. Naja. Ja. Richtig hahaha. Der wird in der Grundschule mal richtig gelacht. Ja, für seine Mutter schläft mit irgendeinem Schwarzen, Alter. Das muss er seine eigene Mutter umbringen. Der Huren, Alter. Die wird so von der vom 40 cm Aal weggekockt, Alter. Ja. Hoffe ich richtig inständig für ihn, Alter. So aufgespießt, Digga. Aufklärungsflug abgeschlossen. Richard Cäsar. Boah, ich hätte die so heftig. Feindliche Aufklärungsflug. Nein, ich hau immer diese scheiß Gleitbombe, Mann. Ich mach die jetzt raus. Hast du auch immer raus? Ja. Ja, wenn man die gleichzeitig bekommt. Ja, ja. Ja, so ein Bullshit, Mann. Scheiß COD. Aufklärungsmaschine sucht nach Ziel. Naja, jetzt spawnen sie so bei mir. Ich will doch nur einen Triple Fee wieder Sniper hinkriegen. Ich will nur die Killcam haben, eine Legende sein. Ja, Digga, Alter. Der Mensch, oh, da hab ich natürlich sehr viel Auswahl. Digga, wenn ich hier einen Spot in den Game mache. So in den Bunker gegangen. So, Level 27 ist da. Das ist so ein Besen, wenn ich einen Quad mache. Der sie liegen da, wie die größten Huren so in Mann. Oh, was ein Schwein. Artillerie macht einen Kill. Ja, die macht eben nie Kills. Ja, es gibt keine gute Streak, hab ich da so das Gefühl. Ja, ist auch so. Ich hoffe, dieser Mörserschlag ist Drohne, gut. Digga. Drohne ist gut. Ja. Wir haben gewonnen. Hat die Runde gegen. I gaps sie. Heldenhaft. Immer der Gap. Ich meine, mein Prebis war so heftig, aber wird natürlich nicht gesagt, weil er zu schnell ging. Wahrscheinlich auch so ein übel Quad-Fit dabei. Ich bin kurz gemutet, Jungs.
Das Quadfeed. Splitter der Quadfeed. Splifter Quadfeed. So Leute, ich kündige dann mal mein Hauptkanalvideo auf allen Plattformen an, die mir so einfallen. Tinder. Auf MySpace. Auf Tinder. MySpace mache ich, Facebook und das war's. Ich glaube, das sind die aktuellsten. Ja. Manche will jetzt die neue Sniper haben. Ich denke, wer auf LaVou sein Video ankündigt. Ganz kleines Kino wäre das. So wie mein Video. Ich habe noch nie so lange gehabt, mir das Leben zu nehmen. Meinst du die Glaub an dich Challenge? Nee, nee, das Neueste. Es bekommt weniger Klicks und Aufmerksamkeit als die Glaub an dich Challenge. Darf ich die einfach hochladen auf meinen Kanal? Sound muted. Okay. Yo Leute, mein neues Video auf dem Hauptkanal ist jetzt online. Einfach hochwischen, da kommt ihr zu einem Video, ist richtig lustig geworden. Da zeigen es Tony und ich ein paar lustige Nachrichten. Also auf jeden Fall hingehen, gönnt euch. So wird das gemacht, Leute. So, einsetzen in die Story. Bam. Post Easter. Jetzt kommt noch Facebook, das kann ich auch mit den Jungs machen. Sound resumed. So. Ich würde ja hochladen, aber wenn es gefleckt wird, raste ich aus, Alter. Obwohl es nichts Schlimmes ist, Mann. Digga, mein Video von gestern auch von Anfang an gefleckt und ich habe es direkt eingereicht und es wird einfach nicht überprüft. Ich hoffe, ob meins heute gefleckt ist. Nee, ist glaube ich nicht. Wobei ich sehe es, glaube ich, jetzt würde es, glaube ich, ja, noch nicht sehen auf geplant. Ich habe 100 monetarisierte Klicks. Bei mir von 3 Videos ist mindestens eins gefleckt immer. Die letzten 3 sind nicht gefleckt, du check's nicht. Und das von heute ist auch 0 mit COD und so, ich check's nicht. Ja, okay, doch, dein Kanal aber steht einfach auf der Blacklist, Digga. Aber die letzten 2 Videos wurden ja nicht gedings hier. Hast du heute hochgeladen, Dennis? Nö, ich lade ja gerade zum 3. Mal hoch. Achso. Warum nochmal? Weil es immer gefleckt wird? Ja, genau. Manchmal bringt's was. Und beim letzten Video, es war gefleckt, ich hab's gelöscht, wieder hochgeladen, dann war es auf einmal grün. Ist so unlogisch. Ich hab grad eine Idee, hat dein Video vielleicht als Dateinamen irgendwas komisches? Nee. Alarmschlagi. Warum hat's nicht? Okay, weil das. Also seid ihr alle raus? Nee, nur noch wir drin. Nee, wir stehen hier alle, ja, so verteilt, aber ich stehe so in der Mitte, oder? Ja. Stehe ich euch auch in der Mitte? Ich bin in der Mitte. Nee, ich bin in der Mitte. Jeder bei sich selbst. Ich bin in der Mitte. Ego wird so gepusht von dem Spiel. Ja, ich glaube, meine Party ist gecrashed. Nee, ja, doch nicht. Black, nee. Black Screen. Ja, warte, egal, es geht gleich weiter, ihr müsst nichts machen. Nein, ich kann nicht. Kannst nicht so lange warten, ne? Ja, ich kann nicht mehr Black Screen. Ich werde gleich mal anrufen, Digga. Auf Döner hätte ich voll Bock, Alter. Stell mal einen mit, Digga. Oh ja, Mann, ich hab heute erst 2 Brötchen gegessen, Mann. Stell mal in den Fall esse ich sogar wirklich, Digga. Aber die müssen auch auf jeden Fall noch einen Red Bull mitbringen. Ich wohne in der Hauptstraße 73 in 1337 Berlin. Nein, Spaß. Warte, wir müssen. Komplett Blackscreen. Ja, Digga. Warte, geht gleich weiter. Warte, eine Sekunde. Ach so, durch. Ah, okay. So, jetzt geht's los. Ja. So. Ruf mal kurz auf Nass. Oh nee, ich weiß nicht. Auf Nass, Alter. Bist. Monte, bist du nicht mehr mit deiner Freundin zusammen? Doch. Aktiv Video schauen, würde ich sagen, der müsste das auch. Der kann ja wohl jemand kennen. Heiße Insider-Infos anscheinend. Du hast heiße Insider-Infos? Nee, weil die Leute wieder Sachen wissen, die gar nicht stimmen. Er sieht schon die Zukunft auch. Ach du Scheiße, die Lobby, Digga. Wieso bleibst du hier drin? Hast recht, Digga. Hey, was denn? Wir lassen einfach erstmal probieren. Ich war schon auf Spiel verlassen, einen Klick, ich wäre so weg gewesen. Man kennt ihn. Ey, Punkte, Leute. Sweezy, du wirst auch mal genau die gleiche Nate wie ich, Alter. Ja. Ah, ich hab einen Kill gemacht. Oh, da geht's schon los. Ich war grad so schnell pissen. Ey, ihr seid doch Schweinefleischesser, Mann. Warum kommt keiner von euch Pro-Playern aus dem Impact mit zu B, Digga? Ich war eines Pro-Player. Muss man das euch wirklich erklären, oder was? Dass am Anfang der Runde B am wichtigsten ist. Nein. Easy, wo ist die Drohne? Kurz vor. Ah, oh Mann, einfach gestorben, Mann. Was für Pro-Player, ich kann diese Steuerklippe nicht mehr richtig bedienen. Was wieder. War doch gerade noch einer. Sehe ich einen Stoff, oder?
Komm, wir müssen einfach jetzt Gear nehmen und auf A-Trap und Lukiasma. Der Typ nukes also nicht. Hier sind zwei Leute, ich sehe sie so angezeigt. Oh mein Gott, das ist so OP, dass man das die ganze Zeit sieht, ne? Jawohl, hab ich noch schön mitgenommen. Das ist lächerlich, oh, da, okay, ich geh offline, das reicht mir. Ja, wo ist der Typ? Alter, da oben ist beide genutzt worden. Digga, ich wusste, dass er kommt, ich prefire um mein Leben und er holt mich trotzdem. Mann. Das ist mein Game verloren. Ey, lächerlich, Mann. Rosari. Ich stehe hier so gefangen, Alter. Ja, man ist auch hier extrem gefangen. Boah, guck mal, wie der um die Ecke kommt. Schau das mal an. Also ich dachte, oder? Ja, ich auch. Ah, schade. Video hoch, Alter. So. Bitte die A. Also ich sag eine Sache, Sonny. Visier oder ohne? Ohne. Ohne, hier, so easy. Sonny's letztes Video war komplett gelb. Von Anfang an hat Rekordeinnahmen für ihren Kanal gemacht. Als auch. Ja. Also gelb heißt gar nicht unbedingt was. Ja, hat, doch, ja, aber nicht nur wegen den Klicks, Digga. Wenn du wüsstest, wie viel das ist, dann wüsstest du, dass es zu den Klicks gut passt. Wurde das Video ganz normal monetarisiert von ihr, oder? Ja, obwohl es gelb ist. Obwohl es gelb ist. Ja, das hat sie auch einmal. Aber das war ja nicht mal 10 Minuten, ne? Nee, jetzt bitte? Aufklärungsmaschine, ja, wer ist wie, bitte? Wer wollte was sagen? Nee, ich hab für nicht verstanden, was der eine gesagt hat. Der eine. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Ich weiß nicht scheiß mehr, wer Randoms hier. Was? Ey. Alter, man wird hier getradet, das ist nicht mehr lustig. Ja. Wie auf dem Bazar. Ja, auch ein bisschen vergleichen, Digga, die machen mich traurig. Einer kommt hinten rum. Nein, ich will nicht sterben. Ey, diese Treppe ist so fehlkonstruiert. Das, was mich so ein bisschen nervt, ist so eben die Situation, Digga. Der Gegner steht so, ne? Livestream, so. Ich sehe nur seinen Kopf, er kann mich aber so dann abschießen. Ja, aber ich sehe nur seinen Kopf aus der Perspektive. Das ist an PUBG echt schon geiler und realistischer, muss man einfach sagen. Ich glaube, spawn auf A, kann das sein? Schönen MG. Nein, spawn hier bei C. Alter. Mein Gott, da. Ja, wollen wir die A treffen, oder was? Ja, das ist der Plan, aber der Plan ist irgendwie. Ja, die campen die ganze Zeit im Spawn, Mann. LOL, ich hab ihn abgeworfen, er ist gestorben. Ja, weil ich ihn auf dem Spawn für Feuer geschossen hab. Gesundheit. Gesundheit, ja. Eieieiei, also diese Runde macht richtig viel Spaß. Da ist drauf, wir dominieren die trotzdem. Links. Ja, über links kann ich auch nicht gehen, weil Ronan Gamer mich holt. Ich pack jetzt die neue Waffe aus. Nee, was? Ja, jetzt müssen wir über links. Ah, alles klar, zwei Leute. Nennt man auch Headlitch, ist mir schon durchaus bewusst, aber seit ich PUBG spiele, merke ich eigentlich, wie unlogisch die Scheiße ist, Digga. Ja, natürlich wieder kein Kill. Bei COD ist Headlitch tot, ist komisch. Bei PUBG geht es ja nicht. Ja, bei PUBG ist, wenn du zu dicht an der Wand stehst, kannst du halt irgendwann die Waffe abholen. Weißt du, so Sachen, die man jetzt, finde ich, eher wieder nochmal anders auf einmal sieht. So aus einem anderen Blickpunkt hier in COD. Wir verlieren Ziel Bertha. Gute Arbeit. Ja. Ich glaube, also Singlekill müsste die Killcam sein. Korrekt, Digga, auf jeden Fall, dass ich noch meine Vorräte nehmen konnte. Wie im Gottes Namen kann das die Killcam sein? Achso, weil ich hier den noch hole jetzt. PBSH echt so die beste oder was? Keine Ahnung, hab dann gewechselt. RIP-Vorräte, Freunde. Herrschaft! Komm direkt jetzt durch zu B, ne? Denkt an eure Ausbildung! Macht uns stolz! Naja, danke fürs Feedback, Jungs. Jo, okay. Ich hatte gerade schwarzes Bildschirm, weil ich bin direkt an der Front. Ihr beherrscht sie! Weiter! Also Julians Rücken gestochen. Ich komm sowieso über links. Zwei Stück. Zwei Stück in dem Raum drinne. Einer ist noch immer drin, den hol ich jetzt. Aber ich check nicht, wieso sind die manchmal so wie beim Orbit? Also die, man sieht genau, wo die hinlaufen. Das ist dieses Spionage-Perk, Sweezy. Wie oft soll man das noch erklären? Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Digga, ich hab's das erste Mal gefragt, mein Gott. Digga, wenn das alle spielen würden, hätten wir Dauer-Orbi quasi. Ja, lass gleich machen. Mein was schluckt Gott. Er denn? Gibt es eigentlich für die AK gar keinen Schalldämpfer? Ne. Wenn du halt die Division aussuchst. Ne, gibt es ja nicht. Ach so, ja dann nicht.
Ja, klar. Ja, finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm. Oh doch, Digga. Also, es gibt halt so viele Leute, die deswegen mich so vollgeheult haben. Weil die so richtig Schalldämpfer abhängig sind. Ich war auch seit BO3 bin ich schon so gar kein. Seit BO2 bin ich eigentlich schon kein Schalldämpfer-Spieler mehr. Ja, BO2 hat auch gehört, ja. Ich find's halt irgendwie schade, Digga, sagen wir es einfach mal so, ne? Warum kann ich jetzt die Waffe nicht mit Schalldämpfer spielen? Weiß nicht. In dem COD muss man sich halt so entscheiden, was will man. Schalle muss halt im Pi spielen. Oh mein Gott, ich verkacke. Stell dir jetzt das Spiel, Digga, ne? Ich will jetzt nicht direkt schon rummeckern oder so, aber stell dir das Spiel einfach mal mit klassischen. Aufklärung in der ja. Ich find's ganz cool so. Ja, vielleicht wird's dann nicht so funktionieren, wie es jetzt tut. BO3 war für mich so das Extrembeispiel. Du kannst halt irgendwie 8 Aufsätze für eine Waffe. Ey, das regt so auf. Diese Waffe ist so schlecht, Mann! Alter. Ja, weiß nicht, Digga. Hat beides Vor- und Nachteile. Ja, klar, also ich find's halt abwechselnd mal. Nächstes COD hätte ich's auch gerne wieder anders, aber jetzt muss ich grad mal. Jo. Bombenmission ist gestartet! Ja klar, hier Marcel. So, ne, das ist voll, wie schnell man die mittlerweile einsammeln kann. Das ist ja nicht normal. Nee, sowas hab ich noch nie gesehen. Ja, wenn es die eigene ist, kann man nicht streben. Kein Kill. Hey, ich sterbe auch die ganze Zeit, ne? Nein, Digga, Gleitbombe auf 3 Leute. Nur Hitmarker. Ist okay. Ja, Digga, aber du stehst 25-7. Beschwer dich mal, ne? Doch. Ja, trotzdem lächerlich. Nee, nein, ich hab keinen Bock mehr. Er ist der 1 vor Fallschirmjäger. Ronan, Gamer X. Aber Fallschirmjäger ist doch. Achso, ne. Der Feind nimmt B ein! Nee, Sweezy, ist dein Dad nicht noch Fallschirmjäger so nebenbei? Hi. Oh, okay. Was denn? Hab ich gedacht, Digga. Neben seinem Laden. Er ist hier hinten so im Spawn und macht absolut das, was ich machen will. Ich. Ich will leveln. Ja, von Darkies Mutter wird geschlachtet, Mann. Wieso hast du ihn. Hättest du ihm eine Kugel hätte ich ihn geholt. Oh, ich liebe ja, er kam so angesprungen, ich konnte nichts machen, Mann. Liebe Tier, so heftig. Nee, ich hab Zeit und das Leben kassiert. Was? Feindkontakt bei Bertha! Wurden gerade so geschlachtet. Ja, ich geh negativ mit 2 Kills, Digga. Und noch ein Tod! Yes! Wo campt das Schwein, Alter? Jagdpilot, wieder ein Kill. Nee, ich glaub, wenn du Schiss. Kill machst, dann hab ich schon Respekt. Unsere Jagdmaschine greift an! Wirf weiter vor! Ey, ich sterbe von Nate! Dieser Jagdpilot ist halt so. Also ey, wirklich die so solche billigen schlecht, Kinder, Digga. Ne? Ich geh. Digga, ich glaube, das ist die erste Runde, die ich wirklich negativ gehe in dem Spiel, auch am Ende der Runde. Boah, ich esse deine Mutter, Mann. Hunger, Digga. Frühstückshose. Ey. Juhu. Juhu, yippie, schwupp. Ich glaube auch immer wieder durch die Mitte, weil ich irgendwie denke, jetzt klappt's, aber es klappt nie. Boah, mein Aim ist so on point. Ja. Boah, ich will so scheiß Sniper-Aufsatz haben. Lass mal B nicht einnehmen. Ich bin gequittet, aber alleine. Hey Mann! Danke für die Donation. Ich werde getradet. Oh, vielleicht keinen Bock mehr auf die Runde. Obwohl, es ist eh aus, Digga, Marcel, du bist eine Sekunde bevor es aus war gequillt. Ist mir egal, hat sich trotzdem gelohnt. Einfach aus Prinzip, sagst du? Ja, ich schwör's dir. Scheiß auf die Punkte, das juckt mich nicht. Ja, moin, Treppen, Künstler sind wieder on point. Digga, diese Waffe werde ich nie wieder benutzen. Wie jetzt mit Rotpunkt hier. Ja, ich laufe über die ganzen Mappen von hinten zu stellen. Guck mal, wie schnell ich down bin. Ach so, ich dachte, ihr seid schon fertig. Ja, jetzt. Ist aus. Ich versuche wieder zu joinen einfach. Dead Aim, ja Digga, ich beim Dropshotten gerade war meine Waffe voll langsam. Ja, aber du hast trotzdem absolut 2er KD, ich spiele ja 24-24. Ja. So gut. So, jetzt will ich mal kurz gucken, ob die liefern, Alter. Okay, wir müssen jetzt mal Marcel reinjoinen. Ja, ich geh gleich raus. Jeder linken Ork läuft ein Ork nicht. Oh nee. Das ist er da! Nicht dein!
Max, du hast recht, also jetzt ist noch nicht geflaggt. Also nach Dings hier, wenn ich normal ohne Thumbnail und Titel reinmache. Jetzt mache ich Thumbnail und Titel rein. Jetzt geflaggt wird aus. Direkt. Wo gehen wir? Ja, schönen guten Tag. Ich hatte mal eine Frage. Oh. Geht YouTube so zusammen, wenn jetzt gelb wird, Mann. Also ich weiß jetzt schon wieder, dass mein Video absolut nichts einbringen wird, ja, weil es gelb. Es ist gelb. Nee, Alter, ich stumm mich kurz, ich muss so schreien. Ja, Mann. Ah, Mann, Alter. So belassen. Ich brauche neue... Jemand in meiner Timeline postet, fällt mir ein, dass die COD-Beta online ist und das mich überhaupt nicht interessiert. Sound muted. Sowas will ich nicht hören hier. Und zwar habe ich hier nochmal was bekommen und zwar 3 Euro von The Black and X. Wann kommt dein Scuff raus? Haben meine letzte Woche aus dem Fenster geworfen. Beim Zocken wollte mir deinen kaufen. Nächste Woche muss er kommen. Dankeschön. Moritz Klefisch haut 3 Euro raus und schreibt viel Spaß beim Zocken. Schönen Abend euch noch allen. Vielen, vielen Dank auch an dich, Moritz. Und Jan, ich sehe nochmal 4 Euro, bist der Beste, zieh mir jeden Stream rein. Grüß Monte und Sweezy von mir, PS, kannst du mir auf Insta folgen? Nein, kann ich nicht. Sound resumed. So, aber grüßen kann ich. Ja, das Ding ist, die meisten leider verstehen nicht, wie man in eine Party joint. Was? Ja, ihr könnt einfach reinjoinen. Hey, Dennis. Jeffrey ist wieder bei Sam. Weiß, hab's gesehen. Jeffrey! Julian, join mal. Hab ich dir erzählt, Julian, jo, dass ich meine Armband vergessen hab? Jetzt bist du drin. Ja, hast du mir schon erzählt, Digga. Was ist das jetzt? Mont ist der einzige Mensch der Welt, der nicht weiß, wie man streamt, aber er bestellt eher was zu essen gerade. Wie man joint, meine ich. Wie man streamt, weiß er, glaube ich. Das glaube ich auch. Oh, was wäre dein Video? Ist schon ein schöner Titel und ein schönes Thumbnail, Digga. Vor allem das Bild, was ich geschickt habe, ist von mir. Also das Bild in der Mitte. Mhm. Das erfährst du auch im Video, warum das so ist. Der ist nicht mit drin, oder was? Monty setzt eine Runde aus. Weil er sich einen Döner bestellt. So, was haben wir jetzt hier? Runde aber auch offline. Echt? Ins Gym. Small. Ich kann. Digga, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. So, ladet ihr ein, Jungs? Tja, Monte, du da ja etwas spät, Digga. Wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet. Und jetzt... Ja, ich hab mir einen Döner bestellt, du Flaumflöcker. Ja, ich weiß, aber ich dachte, es dauert länger. Ja, seid ihr jetzt schon in-game drin, oder was? Ja, ich kann nochmal quitten. Ja, wir haben gerade gestartet. Quitten, ja, warte, Digga, ich quitte, komm. Für Monte. Ehrenmann, ja, Bruder. So, du kannst, guck mal, Marte, jetzt geh mal, wir bringen dir das jetzt bei, wie das funktioniert mit dem Reinjoinen, okay? Ich weiß, wie das funktioniert. Okay. Aber ist trotzdem immer eine extra Einladung, oder? Na, Digga. Nein, warte. Versuch mal. Ah, Entfernung. Also die Beta ist fast schon wieder 2 Stunden online, man geht so in einer Sekunde vorbei. Ja, ja, bist drin, sehr gut. Perfekt, let's go. Hast du das Insta-Story gesehen, Julian? Ja, normal. So, von mir aus können wir starten, Jungs. Ich such schon. Perfekt. Hab ich schon in der Lobby? Wunderbar. Bonzen-Kobold. Destroyer-Sim, Digga, was ist... Leute, ladet euch mal die Beta runter, die von euch nicht so gut sind, Alter. Einfach sucht mal eine schöne Runde Herrscher. Wenn ich Solo spiele, spiele ich safe hier nur TDM. King Kamikaze, du Hurensohn. Direkt. Die Level sehen so entspannt aus, aber trotzdem. Guck mal, wenn 20 das Prestige-Skill wird alles wieder anders aussehen. Ja. Denk mal so in Black Ops 2, wir befinden so Level 26 und Level 27er. Da sind wir schon absolut am Dehydrieren, Digga. Ja, ist auch so. Wir brechen richtig zusammen. Am Dehydrieren. Ist auch so, Alter. Richtig Nervenzusammenbruch kriegen wir. X Red Bull HD unterstrich unterstrich. Ah, die Lobby sieht doch mal ab. Ist auch das Klingel okay, in der Haustür. Bisschen besser als eben, ja. Kamikaze, ne? Ja, nee.
Warten wir kurz. Ja. Ah, direkt B, B. Das hätte aber auch nicht in der C-Flagge AFK gehen können, ne, ne. Cäsar gehört uns! Ja, wahrscheinlich. Hamilton. Genau. Der holt mich auch. Der Rennfahrer, Digga. Ah, alles klar. Digga, die haben beide so viel geschluckt, die kleinen Schlucker. Der Feind erobert Bertha! Doch nicht, Alter. Wir schlagen sie die Flucht, macht sie fertig! Der Hamilton, du! Aufklärungsmaschine sucht nach Ziel. Wieso schlucken die so heftig viel? Aufklärungsmaschine in der Luft. Wir nehmen B ein. Komm mal. Ach man, ey, da spielt wieder einer. Kontakt bei Cäsar. So ein scheiß Niederländer, so ein Käsefresser wieder. Hat so mich verbrannt, holy. Wir erobern Anton. Geil, ey. Ey, lächerlich, Mann. Drecks Headshot. Ich hab absolut ein halbes Magazin gedrückt. Ja, hat die genommen, jawoll. Mann, Hamilton ist mein Vater. Sucht nach Zielen. Nein, ah, fackelt er mich wieder ab. Immer der scheiß Shotgun, ne? Mhm. Das wird doch noch lustig, wenn der Flammenwerfer wieder drin ist. Oh, hör mal auf, Digga. Killt nur Hamilton. Base verloren. Ja, sollen wir wieder Rennen fahren. Man dann kommt der... Respawn bei A, Digga. So, ich bin gerade mal, dass Sonnys Arsch im Stream gesehen hat. Warum hab ich nicht eingeschaltet, Alter? Nee, hat man gar nicht. Genau, wird abgeriegelt. Ach komm, Alter! Hätte ich jetzt kugelsichere Weste drinne gehabt, okay. Mir meine Klasse selber erstellen können, wäre ich jetzt nicht gestorben. So, da bin ich hier. Okay, Schatz, alles clean. Ich war bis jetzt einfach AFK, hab mir nur einmal gestorben. Jawohl, Alter, weg mit dir. Na komm, du Fotze. Ja, ist okay, Red Bull. Ist okay, Red Bull. Ich nicht weinen. 9. Hinter uns, ah. Ach, es ist so ich find's echt zum Teil, wenn... Man ist zu weak irgendwie, weiß ich. Ja, also wenn man weak ist, ist es schwer, sich wieder... Ja, ich find, wenn man gerade weak ist so und einmal angeschossen wird, finde ich es echt schwer, dann auch den zweiten oder dritten Kill vielleicht auch zu machen. Man muss ultra defensiv spielen irgendwie. Ja, irgendwie schon, Digga. Gefällt mir aber nicht. Natürlich hinter uns. Natürlich kommt's jetzt hinter uns. So in die Random Net reingerannt. Es ist, erinnert mich so an MW2, da war man auch relativ. Oh mein Gott, da oben ist noch einer. Aber ich finde, in MW2 sind die Gegner schneller gedroppt. Aber hier doch auch. Ja, mal so, sagen wir es einfach mal. Das habe ich ja schon vom ersten Wochenende gesagt, das ist irgendwie cool. Also es ist auf jeden Fall, weiß nicht. Also oh, zum Teil, die Hitbox ist einfach auch noch etwas schlecht, meiner Meinung nach. Ja, weil zum Teil siehst du von dem Gegner nur den Kopf. Also du siehst nur seinen Kopf und kriegst aber zwei Hits. Muss er tot sein, aber er ist halt dann nicht tot, ne? Mir kommt vor, dass die ein bisschen verschoben. Wow. Ja, irgendwie so, Digga, ich weiß auch nicht. Aber gut, ist halt nur eine Beta, wird wahrscheinlich noch geändert. Aber es ist frustriert zum Teil schon. Hast du einen Nebulax gehabt? Hä, wie kann das sein? Ehrenlose Sau. Irgendwie ist die AR mit Rohpunkt gar nicht so schlecht. Welche? Ja, STG. Ich spiele STG immer mit Rohpunkt, ja. Den hättest du nicht eine Sekunde früher killen können, oder? Nee, von der Gleitbombe, der Radius ist so klein, das ist nicht mehr normal. Muss ja genau auf seinem Kopf. Genau auf seinem Kopf. Warte. Das ist noch ein auf B. Ja, ich krieg C nicht. Guck mal, das ist... Oh mein Gott, das bleibt nicht von mir. Wir verlieren Cäsar! Ja, das B. Na komm. Ja, ich bin immer noch von Team Mitten. Wieder eins vom falschen Jäger, das ist so lächerlich. Oder Dröhnchen. Julian, aus dieser Halle zu kommen ist so scheiße, ne? Weil ich dann da von unten so läuft. Wir wurden locker schon 10-mal von einem Random Mate gestorben. Natürlich. Vorräte sind in der Luft. Ungeil, ey. Ey, lächerlich, Mann. Wenn man weak ist, du hast keine Chance, Mann. Hol dir noch B weg, Jungs. Und wieder Nate. Er ist wirklich links gelaufen. Er hat Geist. Ich könnte seine Mutter so küssen, Alter. So richtig ihren Nacken streicheln. Ja, Fighter-Pilot, das ist
Care Package, da freut man sich doch. Crazy Game, ich krieg sie gerade nur Tode. Ja, jetzt traust du dich raus aus dem Gebäude, ne? Du Dreckscamper-Schwein. Ich schaff keinen Kill mit dem Fighting-Pilot, weil das einfach so... Also, ich sag dir so, wenn ich noch krasse Streaks... Abgeschlossen. Wenn ich noch gute Streaks reinkomme, dann vermute ich ganz stark, dass das Spiel nicht gut ankommen wird, Digga. Das glaube ich aber auch. Überlegt einfach mal bei Ghost. Ghost war eigentlich, finde ich, mir hat Spaß gemacht, aber die Streaks waren halt absolut lächerlich, ne? Da waren die stärksten Streaks der Drecksköter. Aber es kommen ja, also wie viele sind jetzt? 9 oder so? Was? Wie viele gibt's denn gerade? Es kommen ja, alle bis jetzt rein. Alle bis jetzt sind schlecht, Max. Ja, ja, ist so. Ja, es gibt keine Streak, die mich flasht, Digga. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen zu einfach schwach. Einfach Schwarm und Loads da rein, easy. Ja, BO2 war ne? So. Ne, das wäre lustig, ja. BO2 hatte die so die besten Streaks aller Zeiten. Ja, BO3 war auch OP mit Raps und so. Aber Raps war ja nicht eins. War auch legendär und BO2. Aber Raps waren für mich nicht so gut wie Dingens. BO, also wie Hunde oder so. Ich will das halt auch durchballern. BO1, Blackbird, Hunde und der Chopper Gunner, das war auch so. Ja, Chopper Gunner und AC waren wahrscheinlich die besten Streaks der Welt in aller Zeiten in MW2. Achso, bei MW2, ja. Von wo? Ich bin so weak, ich werde eh sterben, egal was ich mache. Nein. Danke. Ja, oh. Alles gleich. Bin unter die Map geglitscht. Auch mal schön. Nie sowas Lächerliches gesehen in meinem Leben. Oh, der Killer. Oh, die Verbindung ist ja gut, Digga. Ah, ich leck. Alles klar. So den Triple Cap verhindert. So. Ja, 2 bei B. Nein. Oh, geht gerade immer mit einer 1er KD aus. So muss man COD spielen, Leute. Immer schön. Hahaha, ja. Ja, wahrscheinlich. Alle Positionen in Feindeshand. Mit X-Bomben-Mission. Jungs, wir müssen echt mal was capturen. Ich hab grad 10. Ja, sie haben Jäger. Nice. Der killt mich. Der Feind der Obert. Ja, komm, A. Ja, lass B. Wir sind wahrscheinlich zwei verschiedene, oder? Alles klar. Nein, was? Hinter uns. Lächerlich. Und jetzt von vorne, das ist so lächerlich. Wir halten alle Ziele. Jawohl, so, hier oben war ich noch nie drin, Alter. What the fuck? Ich hau B in der Streak drauf. Zielposition bestätigt. Anton ist verloren. Was? Kein geholt. Okay. Wäre auch lächerlich gewesen. Mann, ich bin gerade zu schlecht. Wie schnell ich einfach Daumen. Der war aber richtig weak, ich musste noch einmal. Ich sehe auch so den Gegner um die Ecke rennen, zwei Kugeln bin ich weg. Genau so, perfekt. Boah, wer redet denn da jetzt? Base verloren! Leute, das Geschütz ist die beste Erfindung. So ey, ich schwör, ich hab Angst, dass es Adana Forest nicht mehr gibt, ne? Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Kann sein, ne? Digga, die nehmen die beste Map raus schon. Wahrscheinlich, oder? Können sich mal original verpissen, ne? Nee, die gibt's nicht mehr, Digga. Echt jetzt? Ja. Die haben sie rausgenommen. Hier sind die dumm, Alter. Digga. Hauptsache aber Gibraltar drin lassen, Alter. Ja, ist halt echt. Jetzt zu B. Habt ihr auch wäre gut, wenn jetzt jemand mit so zu B kommt. Ja, ne, muss weg. Ah, was machst du? So größere, offenere Maps was auf jeden Fall noch kommen und so. Ja, hab ich auch gehört, finde ich schade. Ja, ohne Headshot. Er war wirklich durch. Nee, echt gut. Jungs, wir müssen jetzt mal nochmal Punkte einnehmen. Wir nehmen B als. Okay, ja. X-Bomben-Mission ist gestartet. Reinkommen. Yo, Haptik. Wir sind schon hier, 6 Leute. Oh, okay, dann gehen wir gleich offline. Kommt jemand mit? Zu A? Bis später. Mach's gut. Ja, bin bei A mit Geschütz oben. Ja. Ich nehm ein. Ich kann nur auf den einen kommen. Oh nee, du Lelek. Nee, lass mal nicht verlieren. Über A. Ja, bei A war einer drin, Digga. Ne, die versuchen uns zu triple cappen. Versuchen wir den auf C zu nehmen. Wir müssen B holen. Ja, C ist auch. Ich bin bei B, ich bin bei B. Also, Julian, ich komm, ich versuche zu helfen. Komm mit zu B. B ist schon fast eingenommen, Digga. Okay, gut, alles klar, dann passt das. Aufklärungsmaschine sucht nach Digga, zwei Hitmarker, was? Den C hol ich von hinten. Der war so one bullet, ich hab sowas noch nie gesehen. Oh, ich hol C. Eine Sekunde. Ich versuche noch die wieder B haben. Hab C. Haben die schon wieder B, oder was? Ja, nach einer Sekunde. Gegen uns.
Ja, kriegt ihr B alleine hin? Ja, ja. Wir gehen jetzt auf. Oh, Red Bull HD, du bist. Sau, zeig dich. Aufklärung in der Luft. Okay, Triple Cap ist da. Danke für die Donation. Nochmal ein Dröhnchen. Wie ich ihn den Stuck gegeben hab, Alter, das hat zu unserem Kopf geklebt. B. Down. Digga, meine Kiste ist out of map. Wer macht jetzt auch schon Murder Strike? Oh. Nein, du bist ein kleines Stück Schwein. Wieso kommst du da runter? Die Zone wird angegriffen. Oh, boah, ich hab Fallschirmjäger. Oh, lecker. Krieg war wichtig. Monte, dann machst du jetzt keine Kill. Was? Nee, ich bin ein Fallschirmjäger. Die sind eigentlich jetzt kommt er, Digga. Fallschirmjäger, ja. Nee, Fallschirmjäger. Aber die werden wahrscheinlich bei mir auch wieder nur mit 0 Kills fahren. Die sind ja auch so schlecht. Eigentlich sind die gut, Digga. Also ich hab die schon mal gehabt, die war arm packen immer. Oh mein Gott. Ach, Mörserschlag ist so ein Blitzschlag, oder? Ich hab den, ja, bestimmt, oder? Ja, sind so. Mörserschlag drei. Ist ja Blitzschlag, kann man sagen. Na, auch nice, so mit derselben Kill. Steuerung. Ja. Ja, du kannst halt drei Smarts auf der Map verteilen. Ja. Aber trotzdem kein Kill gemacht. Ich hab zwei gemacht. Was, da oben campt Hamilton und hier ist. Richard Caesar! Los, Hamilton campt da oben. Ja klar, wer sonst? Nein. Schön. Jawohl. Schön. So ein wichtiger Tag. Wieso wird die Donation nicht angezeigt? Normalerweise wird jede Donation angezeigt, Digga. Ich will mal kurz pissen. Ja. Also entweder ist Tippy down. Was kann sein, dass Tippy Stream down ist, aber eigentlich. Oder er hat nicht gedonatet und will einfach nur auf cool machen. Sag schnell, kann eigentlich nicht sein. Was sind da jetzt schon wieder Serververbindungen? Ja, aber ich glaube, das müsste eigentlich egal sein. Ich glaube, wir sind immer noch. Jetzt haben sie Ada nach Forest reingepatcht. Ja, wir sind auch noch alle in einer Party. Alter, wieso nehmen sie diese Map? Ne, ich bin raus. Ich bin raus bei mir. Achso. Noch nicht joinen. Wieso ist das Fenster nicht da? Ja, bei mir. Achso, ja, stimmt. Bei mir sind nur noch Aimbot und Monte drin. Wer geht jetzt auf? Ich geh auf Line. Kann eigentlich Haptik doch mitzocken. Ja. Sag ihm Bescheid. Ich schreibe ihm. Ja, okay, wir sehen uns. Vielleicht kommen wir später nochmal. Ja, ich bin kurz gemutet. Jungs, Marcel, warte kurz ein, zwei Minuten, bitte. User disconnected. Bin ich schon bei dir drin? Ich soll uns schon nicht. Ja, du bist drin. Achso, perfekt. Sound ganz muted. Kurz hier noch eine 5-Euro-Donation von Official Rave und er schreibt: Gönn dir, Bruder. Vielen Dank an dich, Digga. An Rave. Korrekt von dir für den 5er. Sound resumed. So, da fehlt jetzt keiner mehr. Also, wenn Haptik, ich weiß ja nicht, was da jetzt mit ist. Wir haben geschrieben in WhatsApp. Aber wenn wir wegen Monte kurz warten eigentlich. Achso, ja, stimmt, das ist recht. Guck mal, was ich. Warte mal, wird man gleich Level 28. Bis Level 29 kann man jetzt schon leveln. Stand. Safe, ja. Charlie Intel. Bin ich bei dir noch drin, weil ich habe so einen richtig schönen Black Screen. Du bist bei mir noch drin, ja. Ja gut. Wie einfach die Beta online kam, Alter. Einfach so gespawnt und wir waren alle glücklich. Ja. Kiwi hat ein Nuklear gemacht vor 14 Minuten. Ja, hier wieder gegen uns. In einem Video. Ja, ich glaube noch nie so ein Video auf YouTube gechoked in eins. Ich suche jetzt mal ganz ehrlich. 2 Minuten bis zu passen. Jo? Jo. Bin ich drin, oder? Ja, ne, gerade Platz. Bei mir sitzt du so ganz hinten im Hintergrund, aber bei dir stehst du natürlich in der Mitte. Bei mir stehe ich natürlich in der Mitte. Ja, gab's, der Blackscreen ist bestimmt bald vorbei, einfach dran glauben. Ja, ich check glaub an dich. Ja. Die Glauben an dich Challenge hat mich echt tief berührt im Übrigen. Glaubst du jetzt an dich?
Ja, seitdem glaube ich an mich. Man konnte Leonis Freude im Gesicht schon ablesen, endlich mal Gabriel getroffen zu haben. Ja. Lol, wir müssen also die alle raus. Fusion VZ habe ich nur gesehen. Ja, da war bei mir auch. Okay, aber jetzt halt noch. Drin. Ja, Digga. Ja, Digga. Bin ich jetzt noch drin, oder? Ja, Digga. Mhm. HG. Mir bin ich wieder alleine drin. Habe ich Zeit da? Der Eugen. Eugen, Kupi, Ahmed, Karkaba, Nemesis, Godweezy, Alter. Dezent Kopfschmerzen bei der Lobby. Ich hab Lust. Let's go. Let's go. Let's go, come on. Let's go, guys. Es gibt's Leute, die würde ich echt gern beleidigen. Warum nehmen sie Alana Forest raus, ne? Das regt mich so auf. Alter, Scheiße. Morgen wieder reinzupacken. Echt beschissen, Digga, dass sie die Schneemap rausgenommen haben. Ja, Mann. Ah, vielleicht kommt sie noch wieder. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, Digi. Caesar gehört uns! Was ändern die denn jetzt wohl noch? Level Cap wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Bis Level 40 sollst du gehen. Ja. Ja, genau. Also morgen wird dann auch mal was passieren. 35 und dann. Ah, das ist so krass, wie lange man den auf der Minimap sieht, ne? Das ist echt unglaublich. Ich hab schon wieder vergessen reinzupacken. Und was spielst du denn? Guck mal, die Gegner sind solche Geier, dass sie nicht mal die A-Flagge einnehmen, weil die uns die ganze Zeit killen wollen. Ich hab Monte gestern geholt, Leute! Erzählt er so in der Schule, Alter. Caesar wird eingenommen, Gegenangriff! Wahrscheinlich wird jetzt auch schnell der Livestream geöffnet, das Ganze mit der Handykamera abgefilmt. Ja, klar, damit sie richtig stolz erzählen können. Ja. Mann, guck mal, ich hab ihn geholt! Die holen sich dann, kennst du diese Bilderrahmen, Julian, wo man so Videos und Bilder abspielen kann mit so einer SD-Karte? Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Die laden sich die Szene dann runter, wo sie Monte holen und dann machen die jetzt in so einen Bilderrahmen in ihr Kinderzimmer. Du läufst dann den ganzen Tag rauf und runter. Bau noch safe hinter mir, oder? Nein, wieder nee, die stellen nur von Nates, das ist ganz falsch. Wie sie diese Strategie machen wollten, keine Chance. Ey, Z. Ahmed Karkaba. Ich will nicht sein Tod passieren. Der Zauberer von Karkaba. Aufklärungsmaschine in der Luft! Aufklärung in der Luft! Ach, er wollte mir so einen Turn geben, aber er hat sich nicht mehr umgedreht. Jetzt kriegt man immer wieder Dings, Alter. Jetzt ein paar Streaks. Ja, das, ist auf, also das macht auf jeden Fall einen aus dem Grund schon mehr Spaß. Ja, ja. Ja, man kann den gut drücken, die sind nicht gut. Guck mal aufs Scoreboard, die stehen alle voll gut eigentlich. Ja, aber der Spaß ist trotzdem nicht so da. Nee, weil, aber ich finde, es liegt auch einfach daran, weil du einfach wirklich auch keine Streak hast, die mal richtig reinfickt. Ja, wo du dich so richtig drüber freust. Ja, 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 natürlich, Digga. Auf jeden Fall. Nuklear ist halt einfach so 5 Kilometer entfernt und ich habe keine Beine. Und Streaks gibt es halt schon keine. Beschütze dich mal, Julian. Ich bin nach der Runde erstmal raus und baue meinen. Ja, moin. Yo, wahrscheinlich, Digga. Oh, Döner ist da? Ja, es ist so frech. Ich hau extra meine Streaks raus, um sie nicht zu überschreiben und sterb dann dabei. Das ist so eine freche Scheiße. Die Nate kommt so safe, Digga. Er gibt mir einen Turn aus seines Lebens. Monte hat so eine Adana-Platte bestellt. Gegönnt, Digga. Ja, gegönnt. Auch noch auf den Döner, Mann. Döner ist immer Schockgüsel. Ey, nein, Plasma TV 100, Digga. Was ist das für ein Gamer-Tag, Junge? Ich bin auch irgendwie davon überzeugt, dass Döner das beste Essen ist, was es gibt. Ist auch so. Ich finde, Also Subway finde ich noch geiler, glaube ich. Ich finde Kartoffeln und Schnitzel noch besser. Ja, und, oder eine schöne Currywurst-Pommes-Schranke, Digga. Ja, die darf natürlich auch nicht hin. Hallo? Eine Manta-Platte, eine Buch. Caesar wird eingenommen!
Ich hab hier so den... Wow. Strick 17 machen wir jetzt. Lächerlich! Marcel 17-3. Geht. Alter, einen Scheiß auf. Wo ist der mal kurz raus, was essen. Gäbst du schon absolut negativ, ne? Ja, ja, deswegen braucht er aber mal einen Quit. Oder ein Frit. Gute Arbeit. Ja, Digga. 20-3 in der ersten Halbzeit, komm. Trotzdem ist natürlich Plasma TV 100 der beste Spieler. Gucken wir uns mal an, wie er das geregelt hat. Zack, erstmal Gaps und Aimbrot. Obwohl, nee, noch nicht. Das ist echt ein Double Kill, wollt ihr mich verarschen? Check's auch nicht, Digga. Ich hab auch so Triple Kills 3 Stück gemacht oder so. War nicht gut die genug. Die achten auf die Zeit zwischen den Kills. Irgendwie. Ja, ich hatte zum Beispiel den übelsten Quadfeed, der wurde aber genommen, obwohl der mega in einer halben Sekunde war. Der war ihnen dann gut genug, den haben sie verwendet. Hi, Jim. Hi. So. Wir haben den taktischen Vorteil, weiterfeuern! Oh nee, Jungs, ich bin kurz raus, ne, und gönn mir den Snack. Gönn dir. Von meinen Landsleuten den Snack. Ja. Gönn dir. Er ist doch selber halb Türke. Ja, wahrscheinlich, Alter. Ist halt wirklich. Wirklich, Monte. Ja, ja, okay, dann gönn dir das richtig. Feindkontakt bei Anton. Ey, Jungs, ich klinge übrigens gerade wie 2012, ne? Aber das Gute ist, bei mir ist noch halb Deutsche drin, sonst hätte ich auch so einen türkischen kleinen Schwanz. Ah, du meinst so ein osmanische dreiköpfige Hydra, meinst du, Mann? Nee, die meine ich nicht, Digga. Oh, Digga, also, ich mühe mich ganz gut, wenn ich ins Headset reinschmatzen. Redst du durch ja. A40 oder was? Wie ja, wie klinge ich gerade? Geht eigentlich sogar. Wie 2012. Klingt so jung damit. Die Stimme wird irgendwie höher, wenn man dadurch redet. Ist aber irgendwie angenehmer. Echt? Okay. Ey, ich dachte, er stirbt vielleicht. Komm, dafür hole ich ihn jetzt. Was für ein unfairer Spawn. Erste Halbzeit 20-3, zweite Halbzeit jetzt schon 2-3. Haptic Rush ist wieder hier und heute machen wir einen Freestyle. Wie gefällt euch die neue Map? Okay, Digga, die haben dafür einfach die andere rausgenommen, das ist so scheiße. Welche andere? Du meinst diese Schneemap? Ja, die beste Map nehmen sie raus und tun eine Behinderte rein. Ob die draußen ist, hä? Ja. Findest du nicht mehr. Oder wir haben sie noch nicht gefunden, aber... Halt's auf. Also, gerade Intel meinte, es wird nur eine Map hinzugefügt. Also der hat's auch so formuliert. They're adding one map. Ich hab so kann mir auch vorstellen, dass diese neue Map einfach öfter in die Rotation packen jetzt am Anfang. Aber wir haben sie schon lange nicht mehr gespielt. Ja, dann ist die andere raus. Der beste Map nehmt ihr raus. Feindkontakt bei Anton! Antranö irgendwie hieß die oder so, ne? Ardennes Forest. Ah, Adana Ardennes Forest ist ja. Bisschen einfacher. Adana Forest. Wir haben sie die ganze Zeit so genannt. Oh mein Gott, hab ich ihm gegeben. Ey, ich bin so gut so und ich hab so einen Double Turn gerade gemacht. Nein. Gingen die Ardennes nicht in Frankreich? Ja, klar. Abgeschlossen. Okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht debil bin. Wir sind hier auch gerade bei der Map in Frankreich. Das halbe Spielfeld in Frankreich. Aber nicht in Paris. Mein DNA-Test ist bald fertig. Und da kommt dann genau raus, wie viel Prozent ich aus welchen Ländern stamme. Wenn da 1% Franzose drin ist, bringe ich mich um. Das würde aber dein Playstyle erklären, Marcel. Halt's Maul. Oh, kann man eigentlich noch drauf wetten, Marcel? 100% bist du oder nicht? 100% kann man gar nicht sein, Digga. Glaube ich auch. Nee, 100% Deutsch. Das ist in Dingens, das wird in absolut kleinen Bruchzahlen wird das sogar, also das wird in Mini-Prozenten. Du kommst von der ganzen Welt, ich habe mal so ein Video gesehen, wo sie solche Tests gemacht haben. Allerlustigste war, die haben da irgendwie zwei Cousins gefunden. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das war Promotion-Video, das war nicht echt leider. Aber das war echt so, cool. Das war ein Promotion nur für irgendwas. Ich habe halt einen Test gemacht, den der eigentlich was kostet, den kriegen wir halt und dann dürfen wir aber ein ehrliches Video drüber machen, was unsere Ergebnisse sind. Die wissen auch, also das ist halt anonym, deswegen wissen die nicht, welchen Test sie da haben. Das können die ja nur bei den Leuten, die dafür Werbung machen, absolut was Komisches machen. Ich werde absolut
manche haben rausgefunden, manche Araber haben rausgefunden, dass sie 40% Jude sind und so. Richtig krasse Sachen. Oh, da geht's dann aber rund. Hat Gaps eben gefragt, ob man drauf wetten kann? So eine Sparte bei Tipico. Marcells DNA und Test. Türke, Quote 5,5 oder so. Man konnte doch bei Dingens, McGregor konnte man alles wetten. Ja. Oder ich glaube, so eine Quote, dass Marcel irgendwie polnische Gene hat, liegt dann bei 0,01 oder so. 1,01, wenn schon. Sonst würde man Geld verlieren. Quoten müssen mindestens 1,0er sein. Also 1,01 ist so immer die billigste Quote, wenn irgendwas schon absolut sicher ist. Zum Beispiel, deshalb habe ich hier auch übertrieben mit 0,0. Wenn Deutschland zum Beispiel gegen Brasilien 7,1 führt, dann ist die Quote, dass Deutschland gewinnt, 1,01. Und wenn du dann wenn du 100.000 Euro drauf setzt, würdest du 1.000 Euro sogar Gewinn machen. Aber stell dich mal vor, dann wird so das heftigste Comeback in der History passieren, Alter. Oh mein Gott. Die führen 7-0 und verlieren das dann. WM-Halbfinale. Wir verlieren 7-8. Good job. Thanks, mate. Da war sogar noch einer, aber den konnte ich nicht mehr holen. Den Platz frei. Haben wir eine Schatzreihe? Ja, haben wir. Okay. Wenn ich join, haben wir eine Hamburger sagen Moin Moin. Ey, das... Ich dachte schon, ich bin immer noch Level 27, da war ich kurz vor dem Sauerwerden. So, ich hab mir jetzt auch mal den Mörserschlag... Oh, ich hab endlich diesen scheiß Aufsatz, Alter. Schlagsahne. Warte, du kannst mir eigentlich sogar... So, Mont ist auch raus. Ja, Mont war der Equip. Ne, du kannst mit joinen einfach. Gaps ist ja auch raus. Ja, also einfach. Ja, erst kurz. Hör ich Gaps. Lässt sich einer was schmecken. Was alle Fragen ist später wieder da, ey. Mann. Seid ihr blind? Was seht ihr denn hier gerade? Ihr seht gerade einen Fake-Livestream, den Marcel Scorpion gerade nur über OBS laufen lässt. Das ist quasi nur eine Videodatei. Den habe ich 2004 aufgezeichnet. Genau. Nee, aber also vor 3-4 Stunden haben so Streamer einfach ein Video laufen lassen von ihrem letzten Stream vom letzten Wochenende. Ja. Vielleicht dachten die, dass Marcel das immer noch macht. Nee. Du kannst joinen. Wahrscheinlich. Ja, ich komme. Konnt gerade 30 Sekunden nicht aus dem Menü raus. Digga, aber du weißt ja, du konntest immer erklären, warum du den DC-Account nicht nutzt, aber in dem Spiel macht es absolut gar keinen Sinn. Ich kann es dir wirklich erklären, Marcel. Okay. Ich erkläre es dir, wenn ich join, okay? Kommst du in unsere Lobby damit? Nein. Wirklich? Soll ich wechseln? Auf ein Level 1er? Ja. Ja. Was? Habt ihr eine Einladung raus? Ja, habt ihr. Du kannst auch so joinen. Okay, Moment. X4-Eck auf meinen Namen. Ja. Freunde. X4-Eck. Ja. Ja, bin drin. Ich kann's erklären. Und zwar bin ich ja nach Hause gekommen, weil wir alle wussten, die Beta ist auch. Und ich bin nach Hause gekommen, ohne zu duschen oder sonst was, habe ich die Beta halt schon runtergeladen. Und daran habe ich nicht, ich habe nicht daran gedacht, nicht in einer Sekunde, welchem scheiß Account ich gerade angemeldet bin, wirklich nicht. Das ist doch egal. Wie egal? Ja, weil ich bin dann runter. Ich habe geduscht, meinen Koffer ausgeleert, bin runter, da waren 50 Minuten vorbei, es war runtergeladen, ich habe ein Spiel gestartet, so, also ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe einfach diesen Account genommen, der immer auf dem ersten Platz ist, so. No. Der heißt Gem Haptic. Der DC-Account. Sollst du den mal austauschen mit dem anderen? Ja. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, es gibt keinen anderen Grund, das ist der einzige Grund. Das ist wie bei Streaks, die man vergisst immer mitzunehmen. Man sagt, okay, nach dem Spiel mache ich's dann. Und dann vergisst man es halt wieder. Hab schon wieder vergessen, dass eine Perk anzupacken. Das vergisst man aber echt. Ja, zum Beispiel Max Best. 4 gegen 4 Leute, das ist der erste offizielle Scrim in dem Spiel. Let's go. Lego. Ich hab jetzt endlich eine Shotgun-Sniper. Lass mal B pushen, wie so Maniacs. Aber einer muss einnehmen, ja. Der Feind hat Charlie. Push. 3, 2, 1. Jetzt. Na, aber immer noch nicht. 2 im Bunker. Ich muss nicht denken. Komm, wir müssen Call out. CWL Freeze, ich hab keinen Bock mehr, Mann. B on Spot wurde ich von hinten. Noch einer. Turn B, einer weak. Einer ist weak, absolut One Bullet. Auf B. Wirklich One Bullet, Digga. Ja, ich nade B. Ich kann ihn trainen. Bunker 2. Oh, einer down, geil. Der andere weak. Ja, ich geh B. In B ein, ich hab einen denken. Der kommt so safe von hier, der Typ. Ja. Was? Oh mein Gott, schön. Aber gut, du hast noch überlebt. Ich hab's überlebt. Du bist tot.
Ja, wovon bin ich gestorben? Ja, toll, ist ECWL-Freeze und Solidarity-Drugs reingekommen, Digga. Scheiß drauf. Ma. Coordinate in 3, 2, 1. Lol, du musst echt ein Dorf, ich meine. Abgehobenes Stück Scheiße. Oben über mir ist einer, soll er sehr gut gepusht. Penta in 1. Wir werden so B nennen. Heißt hier auch geholt. Nix da. Was? Ich mach mal so während den wie die einen immer noch melden, ne? Übrigens hat Michael Condry getwittert, dass sie die geilsten, knackigsten Hitmarker-Sounds aller Zeiten haben, aber die kommen erst zur Release rein. Ja, hab ich gelesen. Er ist so richtig stolz auf so einen Hitmarker-Sound. Also, it's the best Hitmaker we ever made. Ja, ja, genau so hat er es auch geschrieben. Ist ja auch so irgendwie das Wichtigste, oder? Ist auch, das war auch mal nach der Hit Detection mein größter Kritikpunkt. Ich kann's ja nur random. Ich musste so lachen, wie dieser andere, nicht der Michael Conley, sondern der andere. Dan Schofield. Ja, genau, wie der bei der Pressekonferenz, wie er dieses gesagt hat. It's the best game I've ever made. So, es ist so geil einfach. Der Satz, der muss einfach gesagt werden. Haben die bei RW auch gesagt. Das sagen die bei jedem Spiel. Kann aber immer noch stimmen, ich meine, bis dahin das beste Game, bis halt das nächste kommt, was sie machen, nochmal besser. Im nächsten sagen sie dann so, World War 2 was shit, was actually shit. Sich mal voll die Wände, das einfach so raus. World War 2 war das beste Game, wenn sie das sagen würden. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Einfach mal so sagen, ganz ehrlich, das neue COD ist nicht so gut, was wir gemacht haben. Ich würde mir nicht kaufen. Ich nehme das alte, vor 3 Jahren. Ja. Ich spiele mir noch ein Jahr Black Ops 2. Richtig trocken. Oder jetzt Ghost. Die Ghost spielen halt echt ja viele. Ja, beim Com. Ich hab mir das Offline gekauft für die PS4. Du hast die gekauft? Ich hab's auch nicht für die PS4 leider. Hast du gekauft? Die kostet im Store gerade in der Gold Edition 20 Euro. Ja. Nee, das ist mir zu viel, du. Glaube ich aber nichts an mich. Ja. Wenn du nicht an dich glaubst, dann kann's nicht klappen. Ja. Guck mal, Leonie hat auch einfach an sich geglaubt und hat das Treffen mit dir gewonnen. Wer ist Leon? Ich glaube. Achso, ja, ich hab's gesehen. Man Gaps, Digga. Ich muss so lachen, weil das so ein sinnloser Clip ist. Der hat einfach keinen Sinn. Ja, null. Hat er auch nicht. Ist so. Ihr trefft euch, um einmal im Kreis zu reiten und geht wieder. Das ist einfach so mega skurril, das Video. So richtig alles passt nicht zusammen, so. Ja, das ist so voll so, Family Guy Humor. So, das so als würde Peter sagen, genauso wie eine sinnlose Story. Und dann kommt das so, 2 Minuten lang. Das macht Family Guy ja manchmal. Die machen manchmal so 2 Minuten ein Spiel. Das ist genau so einer. Mit der Fackel 7. Oh Mann, Digga. Aber das Ding ist, es war actually lustig, der Dreh. Vor allem das Mädchen so, ja, ich freue mich mal den Gabriel zu treffen, wahrscheinlich guckt sie Call of Duty Video. Ding ist, ich hab sie am Ende gefragt, sie hat, nachdem sie gewonnen hat, echt angefangen mit Videos zu gucken. Oh, nein. Jetzt will die deinen Schwanz lutschen. Da wusste sie halt, dass sie dich treffen kann. So, hat sie so nur gesagt, um wegzukommen, ohne dass du sie tötest. Nee, sie war entrüstet, dass sie gefragt hat, dass ich Minecraft guckt. Erst wurde das Pferd geritten und dann gelb. Warum, Digga? Warum? Diese Vorstellung ist aber so furchtbar irgendwie. Die ist echt furchtbar. Das kann man dem Pferd doch nicht antun, nicht wahr? Nein, sie sagt dann so, komm, Gabs, wir machen die Sparkle 7 Challenge. Das ist so richtig. Und Gabs, hast du eigentlich ein kostenloses Sparbuch noch bekommen für das Video? Ich hab das lustigerweise sogar ein Sparbuch. Echt? Deshalb habe ich gesagt, yo, ich mach bei denen, weil ich hab das absolut schon das Produkt, für das ich werbe seit 4 Jahren oder so. Deswegen, also wenn mir jemand überspricht, dass das Bankkonto, was ich eh schon habe, dass ich dafür Werbung machen muss und dann mir sagt, ich kann Fallschirmspringen gehen, dann sage ich natürlich ja und unterschreibe den Vertrag. Wenn ich dann am Ende reite, war das natürlich eine andere Story, aber... Ja, es gibt Schlimmeres. Also ich glaube, es war ein angenehmer Deal. Leute, guck mal da oben rechts, wie viele Leute da gerade runterfallen. Ja, ich weiß, sieht aus wie bei PUBG. Das Beste war, dass ich keine Arbeit hatte, ich musste das Video nicht schneiden. Du musst halt nur hin, mal so kurz. Ja, dann ging das. So ein Dreh dauert ja eigentlich meistens viel länger, als es aussieht. Naja, ich dachte auch, dass irgendwie das Video so 4 Minuten lang ist. Ich glaube, ich schon mal erzählt, dass es nicht so glücklich, weil ich erfahren habe, es sind nur 1,5 Minuten oder so wird. Der Dreh ging 1,5 Stunden. Ja, das meine ich ja. Das ist typisch Fernsehproduktion, die haben so keine Ahnung von Zeitmanagement. Ich
dachte echt, die machen so ein Ja, die machen halt Ton B-Roll, damit nichts schief geht dann. Ja, die machen alles tausendmal, Digga, aber ich finde das so wack, Alter. Die, alles, was du im Panel siehst, ist deswegen so mega künstlich, weil die alles dreimal drehen, Alter. Irgendwann erzählt man den gleichen Witz zum dritten Mal, irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr. Oder auch diese Szenen, so, wo irgend so ein Anwalt irgendwo anruft. So, ja. Wo so eine Stimme rüberspricht und die, man sieht so, wie er anruft. Die sagen, also ich sehe das voll oft, dass er dann so ein Handy nimmt und die sagen ihm nicht, mach das Handy aus. Also man sieht, dass das Handy noch, der hat so ein iPhone, es geht ja aus, wenn man es so an sein Ohr legt. Und der nimmt das Handy so an sein Ohr und ist einfach immer noch an, man erkennt so das ganze Menü und jetzt so alle Apps und so. Ja, genauso wie, ey, bei jedem Film, wenn die PlayStation spielen, drücken die immer so behindert falsche Knöpfe. Ja. Das Beste ist, wenn sie das Handy so verkehrt herum haben. Seid ihr gerade in der Runde drin? Ja. Was ist ein Insider wegen mir, gell? Ja, ja, so gut. Nee, darf ich bitte quitten? Bitte, bitte, bitte. Warte kurz. Ne, lass mal Comeback machen, bitte. Leute. Die sind besser als ich, Digga. Aber ja, wir schaffen das, weil dann leveln wir schneller. Quittet nicht einfach, wir mitspielen. Am Jam hast du eigentlich gestern das Bild von deinem Erzfeind auch gefeiert, so wie ich. Welcher Erzfeind? Der Impfergrupp. Du hast es gar nicht gesehen. Oh, ich, Mann, ich will nicht mehr, ich will quitten. Guck nochmal in die Gruppe, gestern Nachmittag hab ich das gepostet. Darf ich quitten oder mail noch sogar? Nee, einmal kurz noch Bier nehmen. Warte, ich hab oder hab ich absolut die falsche Gruppe gepostet? Ach, raus! Warte, ich guck mal. Wenn du den Nuklear drückst, bist du der beste Spieler der Welt. 14.57 Uhr gestern. Von dir, ja? Ach so, oh Mann, ich schau noch eben meinen Bombenschlag aus, dann kannst du quitten, Digga. Selbst ich glaube, ich werd irgendwann. Ja, die haben einfach Con, was ist das? Okay, irgendwann werde ich so eine Foundation für die Eichhörnchenrettung machen. Ich werde so einen Eichhörnchenpark aufmachen, wo die so aufgenommen werden. Ich kenne wirklich, ich mein's ernst. Ich ja, ich will jetzt auch noch den Spielbonus mitnehmen, Alter. Dann wirst du so interviewt, nicht, ja, warum haben ja, jetzt können wir auch noch drin bleiben, also. Sag, raus, und warum raus haben sie die Eichhörnchenschule aufgemacht? Ja, ich habe damals mal eins getreten. Die Audio war legendär. Hier noch die Audio, dann wird sie so eingespielt mit so richtig dramatischer Musik. Deine Jam. Reaktion so, oh nein. Jam ist heute im wohltätigen Bereich tätig. Dann zeigen sie so wie so fünf Eichhörnchen in so einem Radrennen. Oh ja, das ist mein Traum. Können wir alle reinjoinen jetzt? Oh Gott. Reinjoinen. Schweinjoinen. Und los. Reinjoinen, aber nur über dem Grill das Schwein bräunen. Ja. Was jetzt mit Monte? Spielt er jetzt mit, oder? Ja, ist AFK, glaube ich. AFK? Ich hab's mit... Schubst du schon Hände waschen oder so. Aber er hat übel schnell gegessen, ne? Mhm. Ganz ein Adana Forest. AFK wie Frauen vor dem Sex an der Bar. Ey, mein Gott, Alter. Immer wenn ich mir vorstelle, wie frech gerade Julian lacht. Jam, du hast früher auch so einen lustigen Witz verpasst mit. Wir müssen noch warten, bis sie voll ist. Ich überlege gerade, was auf K stehen könnte. Alkoholleichen, Ficker. Und da könnte K für Knechte, was nicht zu langweilig irgendwie. Fertig gehört. Ja, join rein, Digga, wir warten nur auf dich, Amana. Ja, dann stupst dich doch an oder so, Digga. Ja, ich hab doch gesagt, jemand soll dich anstupsen. Keiner hat's gemacht, Alter. Alles faule Schweine hier auf dem Terrace. Boah, abgehoben, Mathe. Alle werden das immer. Ich hab's also nicht mehr gehört, Mathe. Bleib allein in Impact, Alter. Spaß. Ja, ist so. Ja, okay, Digga, viel Spaß dabei. Da ist er, der Monte. So. Hast du gestern ein Video hochgeladen, Monte? Bitte? Hast du gestern ein Video hochgeladen? Ich? Ja. Nee, Digga. Es ist auch so schwer, dich zur Zeit richtig zu motivieren, Alter. Du, ich lade dann eins hoch, wenn ich Bock hab, so. Also, ja. Ich hab halt jetzt die letzten Tage nicht viel erlebt. Vlog-technisch war da nichts am Start. Hatte jetzt auch kein Thema, worüber ich reden wollen würde, was so wichtig ist. Dann gibt's halt mal kein Video, Digga. Klingt es nicht in dein Zimmer, wenn du raus? Also, ich mache nachts eigentlich immer das Fenster komplett auf, Digga. Also, hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Die Lobby sieht chillig aus. Guck mal, Level 6, Level 17, Level 11, Level 9. Komm, jetzt gib uns noch bitte noch irgendwie. Ja, Level 7, aber. Oh, CWL, Rakt und Chronic. Mann, was für CWL? Wer seid ihr, Mann? Den Chat, glaub mir. Aber wir spielen Domination auf Aachen.
Boah, wo siehst du das denn? Das sieht man doch, im Loading-Screen sieht man das doch nicht, oder? Doch, ich hab's gerade gesehen, irgendwo links oben, aber... Komisch. Sag deinem Vermieter nichts wegen Rauchen, ist mir relativ scheißegal. Das ist ja sein Recht. Ich bezahl hier mein halbes Leben, Digga. Oder auch mal dann, wenn ich ausziehe, hier mal kurz ein bisschen streichen und lüften. Die Lobby sieht... Leute, ich habe jetzt ein gutes... Eieiei. Habe ich hier einen Schalldämpfer auf der Klasse? Weiß gar nicht. Komm Leute, wir müssen die CBL... Auf der Map, Digga, die Map ist, finde ich, Herrschaft richtig, AIDS. Der Feind hat Anton! Du glaubst, nein, nicht, Max! Dann spiel keine Stellung hier. Ich hab dich gestuckt, Digga, mit Absicht, und du rennst zu mir, ich bin fast gestorben, Alter. Du stirbst dann, ja. Natürlich, wenn ich dir mal den Nägel ins Gesicht werfe. Achso, aber nur am Anfang, oder? Ey, immer! Hä? Max! Kennst du nicht diese ganzen Freunde mit Extras, Feinde mit Extras Medaillen von früher, die man immer bekommen hat, wenn man... FG hat eine Freunde mit gewissen Vorzügen, nicht mit Extras. Oh, Gaps, Mann. Ja, da kennst du dich ja besonders mit aus, Gaps. Nee, leider nicht. Deine linke Hand ist deine Freundin, deine rechte Hand Freundschaft plus, Alter. Wird schon weh. Das ist die Wahrheit. Das sagt die rechte Hand auch immer. Oh, Marcel, was schlagfertig, dabei, ja. Das ist echt schlagfertig. Was? Mann! McGregor ist ein Lappen gegen mich, der wäre gequittet. Wahrscheinlich. Auch im 1 gegen 1 hätte er gesagt, okay, du bist Kampf stärker. Nee. Ja, Digga, die Uhrzeit war mir absolut. Ja. Jan, du hast Diamonds geguckt, ne? Diamond. Nee, in einem Wieder richtig geil, Lobby, Mann. Was, im Pascha? Digga, ich hab noch nie gewusst, dass man da um die Uhrzeit überhaupt noch hingehen kann, Alter. Ja, ich hab mit dem Besitzer gesprochen. Der meinte so, wenn genug Leute halt kommen, dann würde er das halt machen. Ey, voll cool, Alter, voll korrekt. Und dann hab ich halt durchgemacht. Digga. Absolut like PUBG-Zeit. Fast anschließen. Monte, glaub mir, das ist so. Ich kann mich noch erinnern damals, zur MW3-Zeit, als BO2 rauskam, es wurde am Anfang so gehatet, die Leute haben bei mir immer Dislikes rieseln lassen, als ich es hochgeladen habe. Ja, BO2 war echt. Weil den Leuten das Spiel hat dir nicht gefallen, weil sie auch am Anfang einfach sich noch nicht daran gewöhnt haben und nicht diese Zeit investieren wollten irgendwie. Weißt du? Ja, man muss halt für mich ist einfach das Spiel, ist also jetzt die Beta, ist halt verhältnismäßig doch recht schnell ausgelutscht. Für mich einfach. Ja, schon, Digga. Willst du nicht irgendwie noch hochleveln bis... Nee, warum immer auf den gleichen scheiß Maps? Hab ich ehrlich gesagt nicht so... Ehrlich, bei BO2 hat man irgendwann auch nur die gleichen Maps gespielt. Wenn man ja, was, schon, wenn aber wollte. Weiß nicht. Der Suchtfaktor ist nicht so da wie bei... Haben muss ich aber auch sagen. Also du hast keine Streaks, die richtig reinficken. Ja. Ich finde, es gibt noch nicht so wirklich was zu erreichen, weil Nuklear ist einfach extrem schwer. Da kann man jetzt nicht... Nuklear werde ich nachher so durch die TDM drauf spielen. Also ich will es jetzt gar nicht extrem schlecht reden, so weißt du, aber für mich ist einfach noch nicht dieser Suchtreiz, dass ich jetzt sage, oh, noch eine Runde. Ja, dass man so aufwacht und denkt, jetzt auf jeden Fall zocken und so, ist nicht so da. Genau, richtig. Ich glaube, das kommt einfach mit, wenn wir alle Maps haben und so. Weiß nicht, dass man auch die Maps erkunden will, dann Lieblingsmaps genau. Und Spots hat. Ich glaube, in der Vollversion wäre es halt einfach deutlich attraktiver noch. Ich verstehe es auf jeden Fall, ja. Das ist ein Grund, den kann man nachvollziehen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die es nicht schauen, wollen, weil sie selbst nicht spielen. Die Leute schauen ja nur, was sie selbst spielen. Ja, normal, klar. Viele spielen es auch nicht, weil die jetzt wie wir ein paar Stunden durch haben und dann denken, okay, die Maps und alles andere wird jetzt langsam langweilig. Sondern die spielen nach einer Stunde schon nicht mehr, weil sie einfach zerstört werden, so. Ja, klar. Ich sag in jedem COD, Leute, investiert diese Zeit. Lasst euch zerstören und irgendwann werdet ihr das Spiel mögen, weil sobald es läuft, macht alles viel mehr Spaß. Wie beim Fußball, wenn ihr den Ball Bock kommt, auf die Vollversion, Digga, so, weißt ja, du? Ja, genau. Neue Maps, noch mehr Maps, Digga, aber... Mehr Waffen. Sie haben jetzt eine Map reingemacht, wie die hier, Aachen, die irgendwie gefühlt bei Herrschaft absoluter Rotz, also zumindestens ja, nicht, ist so. Mein Favorite Maps zählt. So FFA oder so wirklich auch mega nice. Ne? Kein Zoom nur zerstören, ja, und sie nehmen halt die Map, die am beliebtesten war, raus. Nämlich die Schneemap, die war ja so mit. Ja, das ist halt auf jeden Fall. Das hab ich auch nicht verstanden. Verstehe ich. Hasse diese Map, ich kann hier nur negativ gehen. War bei BO3 ja auch nicht so, da waren es immer dieselben. Ne? Naja. 8 zu 8. Aber auf jeden Fall ist es wie beim Fußball, wenn man den Ball nie gepasst bekommt, weil die Leute denken, man ist zu schlecht, oder dann hat man auch keinen Bock zu spielen. So.
deshalb muss man einfach mal in den sauren Apfel beißen, sobald die Vollversion da ist und sich aufspielt. Ja, wenn man sich an BO3 erinnert, ich war da am Anfang auch so shit, obwohl ich in BO2 ja, richtig gut war. Ja. Also ich bin in jedem COD am Anfang shit, immer. Ich glaube, das ist da von den meisten. Ich bin immer erst gut, dann shit und dann werde ich später wieder gut. Nice, das ist auch eine gute Kombination. Kannst wenigstens am Anfang Gameplay spielen. Meine, die Nades werfe ich jedes Mal so weg. Ich bin erst shit, dann gut, dann werde ich COD Champion. Dann bin ich wieder shit. Gute Arbeit. Der Typ war so schlecht zum Beispiel. Ja, aber dachte, die Beta ist vorbei, die ist einen Tag früher wieder online gekommen. Es gibt zwei also Beta-Wochen. Die... Ja. PC gibt es diesmal auch eine Beta, da plötzlich ohne. Ja. Ist die jetzt am PC diesmal? Ist die auch schon ins Online? Ja, ja, die kommen noch. Die kommen noch, aber es gibt noch kein Release-Datum davon. Okay. Wie immer. Die PC-Community ist Call of Duty absolut scheißegal, Digga. Nee, ja, ich hoffe nicht. Doch, es war schon immer so. Die ist das Arschloch von Theodore. Ja, Treyarch waren die Einzigen, die es halt immer richtig gut gemacht haben. Ist das so. Esser, würde ich mal sagen. Ja, die haben schon... Ja, also BO2 und BO3 war schon irgendwann richtig gut. Die haben doch so FOV-Changer und so und endlich FPS schon von Anfang an gehabt. Ja. Das sind halt so Standardsachen. Ja, aber nicht für COD halt. Ja, ja, aber ich meine halt so, das ist, die haben halt Sachen gemacht, die in einem PC-Spiel. Ihr könnt auch B rauf, Jungs. Ja. Oh, Monte hat die Streak anscheinend am Start. Nee, ich. Euer drei Leute hocken rechts von B. Ja, denn der scheiß Nate ist vergessen. Ey, Mann, Alter. Heißt du, dass man hier nicht hoch kann? Ja, ja, da, du meinst diese zum ja. Spawn hin, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Mich auch dumm. Hab das Schwein. Ja, ja, die Calls sind immer gut. Sucht nach Zielen. Ich bin gleich das Leben, sterbe hier. Oh, das ist auch sowas, was den Spielspaß voll hochtreibt, wenn man immer so geile Calls. Fritz X-Bombe wird abgeworfen. Sowas wie Fritz X-Bombe wird abgeworfen. Fritz X-Bombe, Digga. Legendär schon, eine Legende. Schön zwei Leute reingelenkt, Fritz X vom Walter. So, Mörserschlag habe ich auch. Oh, das sieht doch so da hinten aber gesehen. Ziemlich lecker ja, aus. Mann, ich bin hoch. Zwei, drei. Ja. Aber der kam aber cool, weil er so schnell kam. Aber das wird nicht der Clip, so weil 8 Kills zählen nicht. So sinnlos. Ja, klar. 10er Streak ist da, Leute. Ich war jetzt noch die Nuklear gegen die schlimmste Spitze der Welt. Haftgranate geht raus. Warte. Der ist tot. Ghetto-Pommes, Digga. Ja komm, Fritz X-Bombe. Die Aufklärungsliga in Bereitschaft. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Wie, guck mal, wie wir die in den Spawn reindrücken, ne? Ja, auf ein. Nein, jetzt bin ich tot. Ich wollte gerade sagen, auf einmal sind die auch übelst easy gewesen. Guck mal, ich habe die Halbzeit übelst aufgeholt, aber. Ich war 15er sogar. Ey Mann, ich werd nur aus dem Headmatch geholt. Digga, wie hält die. Der hat so in den Spawn reingedrückt, das ist nicht mehr feierlich, Digga. Der eine Snipe im Bus sind in dem Gelben. Oh, komm, rein, ja, komm, Triple, Oh ja, moin, voll auf Stuff wieder, man kennt ihn. So wie ich. Vorräte sind in der Luft, den Zielbereich schützen! Ich wollte gerade sagen, ey, wenn die Nate keinen Kill macht, sie macht ihn halt wirklich nicht. Ich sterb die ganze Zeit. Habt ihr jemals schon mal Bayonettangriff effektiv eingesetzt? Seid ihr mit der Waffe auf ihn zugerannt? So befriedigend. Wenn du weißt, jemand steht um die Ecke, du drückst es einfach. Du befriedigend, wie der Gameplay schon sagt, wenn du gerade kommst. Ja, ja, aber so fühlt sich das auch an, Digga. So, jetzt hier, Livestream. Die Propellermaschine wieder. Feuer aus allen Rohren. Zielzone ehrlich, ich glaube, Drohne Fritz X Mörser könnte Bock machen. Es ist so eine Scheißstreak. Ja, das Flugzeug ist absolut broke. Ja. Mein Aim halt nicht bewegt, so die Leute wissen, wo sie runterkommen, dann gehen die da vorbei einfach. Ich bin so schiff. Ist ja auch so, guck mal, wir würden ja auch in BO2 selten mal durch einen Hellsummon zu sterben. Die sind halt alle nicht dumm, die Gegner. Aufklärung in der Luft! Digga, die werden so in den Spot. Oh, Granate. Oh oh. Ja, alles klar, mich holt sie. Jetzt holt der CBL, Digga. Ne? Hm. Ja. Holt die Shotgun raus mit seinem 16:26, der kleine. Ey, sag bitte, dass jemand schon das Ghetto-Pommes aufgefallen ist. Ja, ja, ich hab's vorhin schon gesagt. Digga, der ist Ghetto-Pommes, oder was? Der Typ heißt so. Ja, ja. Mit Slut im Clantic. Weil er hat seine Mama angeguckt, als er den Clantic gemacht hat. Nein! Hab das Schwein. Ah,
Jetzt war ich wieder gut, jetzt bin ich wieder scheiße. Genau wie vorhin angesprochen. Ein Gegner, die man einfach abaimen muss, glaube ich. Ja, ist auch übelst so, aber. Aufklärung in der Luft! Gaps brennt so hart. Haha, Gaps! Ja, streut Salz in meine Wunden. Los. Ja! Ein Kill gemacht die Halbzeit. Der Movement-Trick hier. In IW konnte man so unsichtbar sein. Da geht es ja wieder. Findet ihr es schlimm, dass die Karten fest sind hier? Digga, die wurden so vergewaltigt im Spawn, Digga. Ja, Mann. Trotzdem jetzt hier mit deiner Shotgun hier. JJB, bin und aktiv. Und natürlich, Digga, warum? Jetzt mal ernsthaft. Die haben so scheiße gespielt und er kriegt einfach die Fett. Unglaublich. Gequittet Marcel oder ist Anzeigebug? Nö, Anzeigebug. Ja, ich hänge auch wieder hier im Screen fest, Alter. Ich auch. Selber Verbindung unterbrochen, das war bis jetzt heute, glaube ich, von jeder Runde, ne? Ja, war schon oft. Ja. Crazy Bodo, haut 3 Euro. Noch heute von, bei jeder Runde, wenn mich nicht alles täuscht, Digga. Jetzt gleich vor. Wir sind aber alle noch in der Lobby. Ich hatte es gerade doch nicht, irgendwie. Ja, bei mir, ich chill immer noch hier mein Leben. Ich weiß nicht, was das gerade für ein. Okay. Okay, okay. Drei Drohnen Orbi, ja, so ein Art Orbi, ja. Aber Orbi ist halt Orbi, Digga. Ich mach noch bis 22 Uhr, spiel ich noch COD, dann wechsle ich rüber auf PUBG. Wie ist es schon? Für noch mehr COD, checkt Scorpion Place, Link ganz oben unter halt deine Stream. Schnauze. Falls ihr noch mal wissen wollt, warum YouTube Werbung überprüfen lässt, damit Werbung auch auf gute Videos geschaltet wird und nicht auf perverse, checkt das neue Video von Marcel aus. Aber ich habe gute Werbung bekommen, Digga. Auf dem ganz neuen Video? Ja, auf jedem Video, Digga. Ja, nee, aber das ist halt die Logik dahinter, ne? Hey, Digga, ich hab, weißt du, guck dir das Video erstmal an, da geht's darum, da zeige Sonny und ich die ersten WhatsApp-Bilder, die wir uns geschickt haben. Früher. Ja, nee, aber lass mich jetzt mal kurz gucken, Digga. Ja, auch, Digga, aber der Titel ist ja perverse Nachrichten an Sonny. Ja. Und YouTube möchte ja eigentlich, dass auf solche Videos... Hey, nein. Pervers hat bei mir noch kein einziges Video. Ja, aber ich hab gestern mit euch von YouTube telefoniert, Digga. Genau das wollen sie eigentlich nicht. Auch solche Sachen wie für 10, 20, 200 Euro Arsch anfassen oder Bitches auf der Gamescom klären von Hey Aaron oder Hey Euron. Digga, das ist gar nichts gegen diese Person. Aber YouTube, ich habe gestern mit euch von YouTube telefoniert, das wollen die nicht auf YouTube. Denn eigentlich ist es dafür da. Ich will dich jetzt in Richtlinien. Ja, ich will dir ja damit nicht auf den Schlimmer treten, Digga, weißt du? Aber eigentlich ist es genau für sowas da. Aber sie peilen halt überhaupt nicht, Digga. Und machen für 200 Euro Arsch anfassen auf Platz 1 in den Trends. Und immer wieder, das haben ja Leute nachgemacht und die waren auch in den Trends. Lächerlich, Digga. Die waren auch, also das hat ein Typ original nachgemacht mit dem Elf-Team. Aber YouTube weiß auch genau, wenn die solche Videos komplett verbieten würden, dann würde die Plattform absolut eingehen, weil die meisten sowas sehen wollen. Ja. Ist auch so, deshalb kommt es ja auch in die Trends. Ja, ist auch so. Das darf man nicht vergessen. Eingehen ist übertrieben. Also ich kenne das schon bei sowas. Easy, schön, aber YouTube ist ja auch immer nicht lukrativ, oder? Ja. Bei mir mittlerweile schon. Also mittlerweile, jetzt geht's, es ist immer ein bisschen abhängig davon, was man gerade hochlädt und so. YouTube also ist schon finanziell stärker geworden. Ey, ich meine jetzt für die Plattform an sich, für Google. Komm mal eingenommen, Kegelangriff! Darf ich's noch? Nicht für den Einzelnen. Schaffst du noch. Nein, was? Ich hab nicht gekriegt. Ich hab's ja auch nicht. Ich kann hier Zeit an, einfach so von Testcode, dem schlechtesten Spiel in der Lobby, ich hatte hier so einen Zeit an, oh mein Gott. Also ich glaube einfach, die arbeiten mit dem Algorithmus eh noch und alles, das wird schon noch. Es gibt keinen Algorithmus, ist meine Theorie. Doch, gibt's. Ich habe heute einen Beitrag gelesen von dem Typen, der auf den Headquarters gearbeitet hat. Das hat der Julian von Elgato getweetet heute. Was hat er geschrieben? Der hat so einen Beitrag von so einem Typen getweetet, der mit den Leuten im Headquarter von YouTube in San Bruno in Amerika halt öfter mal gesprochen hat und dazu besucht war, seit 2011 bis heute. Und er hat gesagt, YouTube war halt basiert auf Abonnenten, also man abonniert was und schaut das, geht dann wieder runter von der Seite, so war es früher. Und YouTube wollte halt, wegen den Konkurrenzdruck, Facebook und sonst anderen Gründen auch, dass die Leute länger dort bleiben. Das heißt, sie gucken die Videos von den Abonnenten vielleicht oder von den Leuten, die sie abonniert haben. Und dann wird ihnen noch was vorgeschlagen, basierend auf dem, was sie vorher schon gesehen haben. Und das haben sie geändert. In 2016 ganz viel. Die haben bis zu 180 kleine Änderungen reingepackt in den letzten 4 Monaten. Warum verreckt er nicht? So, und die größte Veränderung ist halt,
das sieht man jetzt in den Statistiken, das hat YouTube offiziell bekannt gegeben, 70% der geschauten Inhalte auf YouTube sind empfohlene Videos. Ja, deswegen bringen Trends auch nicht so viel wie empfohlen zu werden zum Beispiel. Aber das Ding ist, guck mal, ich hab, also die Dame von YouTube hat mich dann irgendwann schnell abwimmeln wollen. Die oder anderen dann zu ihr gesagt haben, YouTube ist so eine kleine Schlampe. Es geht nur noch um Reichweite. Leute, ist es mittlerweile, zumindest ist mir ist es scheißegal, ob ich auf YouTube mit YouTube Geld verdiene oder nicht. YouTube ja, ist du verdienst aber auch mit deiner Website mehr Cash als an die meisten anderen. Ich lasse mir nicht einen einzigen Euro aus der Website auszahlen. Ja, okay, natürlich. Man muss sich auch nicht auszahlen lassen. Ja, kann man natürlich, fühle ich das, was du sagst, aber ich kann mit meinem Shop aktuell, bezahle ich nicht eine Rechnung. Nein, ja klar, das ist ja auch, es ist ja auch als Gesellschafter oder als Inhaber schlau, Geld in der Unternehmen zu lassen. So. Aber das ist ja trotzdem Geld, was theoretisch im absoluten Notfall für dich da wäre. Das ja, natürlich. Aber ich will nur mal ein Beispiel sagen. Alter, das ist eine Scheiße, wenn hier der Dings runterkommt. Ja, übel. Komm, Julian, let's go. Der Feind der Ober-Cäsar. Ich spiele mit Streaks. Ist denn noch dein Geld? Ja, der Big Mac, das muss man nicht erklären, Digga. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ich ja mit dem Shop, verdiene ich mit dem Shop auch viel Geld, aber ich bezahle damit, also ich lass mir davon ja nichts auszahlen. So, das heißt, ich bin ja immer noch auf anderes Geld angewiesen, theoretisch gesehen. Bestes Beispiel war jetzt für mich, dass YouTube absolut broke ist, das Video von Sarazar. Ich habe gegen den überhaupt gar nichts, kenne ihn auch nicht persönlich, kann nichts über den sagen. Aber der hat, was weiß ich, 2 Millionen Abonnenten, hat ein Video hochgeladen, das irgendwie nach 24 Stunden 60.000 Aufrufe hatte und er war irgendwie Top 10 damit, Trends oder knapp Top 10. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Ich lade ein Video hoch auf dem Zweitkanal, Digga, hat nach 24 Stunden über 100.000 Aufrufe, ist nicht einmal in den Trends. Warum ist das Video von ihm in den Trends, aber von mir nicht? Obwohl mein Video mehr Aufrufe alles hat. Ich kann dir das sagen, Monte. Ich glaube, das, was am meisten für YouTube interessant ist für die Trends, ist das Verhältnis von wie oft wurde über ein Video rübergescrollt und wie oft wurde von denen, die rübergescrollt haben, raufgeklickt. Und wie viele Videos wurden nach einem Video angeguckt? YouTube registriert. Jeder denkt bei dem Algorithmus immer nur über Klicks nach, was wurde wann wie oft angeklickt. Aber was YouTube auch registriert ist, wenn du mobil oder auf dem Desktop, ganz egal, durch dein Feed scrollst und ein Video, du scrollst es komplett rüber, das geht von oben nach unten einmal durch quasi. Also du gehst quasi durch dein Feed durch. Das registriert YouTube auch. Ja gut, aber mein Video wird ja absolut mehr angeklickt. Ja, genau, aber die nehmen den relativen Wert, das ist ja das Problem. Was für ein relativen Wert, Digga, der hat 2 Millionen Abonnenten, ich habe ein Viertel an Abonnenten auf meinem Zweitkanal. Als er hat. Ja, meine Videos machen doppelt so viele Aufrufe als seine. Ich finde es auch sinnlos. Ich finde nee, das YouTube System ist eh einfach, sinnlos. YouTube ist einfach eine dumme Schlampe geworden. Ja, aber also ich sag nur, den relativen Wert meine ich nicht. So kann man zusammenfassen, einfach. Alter. Ich meine nicht Abonnenten zu Klicks, sondern ich meine rüberscrollen zu raufklicken, relativ gesehen. Also wenn jetzt jemand mit 100 Views, also Leute sind 100 mal rübergescrollt und haben 100 mal raufgeklickt, ist der höher gerankt als jemand, der 1 Million Klicks hat. Und davon 5 Millionen sind rübergesprungen. Monte, soll ich sagen, was ich ganz komisch finde? Ich war im letzten Monat relativ oft in den Trends. Und zwar war es immer quasi, um in die Trends zu kommen, war es quasi immer die fast die gleiche Serie. Das ist ja bei Unsympathisch auch so. Der kommt mit jedem Video hoch in die Trends. Ich weiß. Und es ist auch irgendwie immer das gleiche Video, was er macht. Das ist gar nicht böse gemeint. Also es sind verschiedene Serien, die auch richtig lustig sind. Aber er ist eigentlich immer in den Trends. Genau, er ist automatisch quasi in den Trends. Und er kriegt natürlich auch unglaublich viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, es liegt ja auch ein bisschen einfach daran, so, es gibt einfach Leute oder Serien, Formate, die YouTube lieber in den Trends hat als andere. Das ist irgendwie meine Theorie. Warum auch immer manche Schlagwörter mehr Klicks bringen, manche Serien, manche Leute, das ist alles so komisch. Aber da könnte auch mein Argument greifen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, Digga, dass es jemand einfach manuell entscheidet, was in die Trends kommt, was nicht. Also was ich jetzt ganz ehrlich sage, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so fühlt. Und ich streamt aber, das hören ja jetzt die Leute. Und ich habe auch nichts gegen die Person, die ich jetzt nenne. Ich sage es nur objektiv. Julian Bam. Wenn er ein Video macht, ist er in 10 Minuten in den Trends. Und er wird da manuell reingesetzt. Und ich würde mein ganzes Geld darauf verwerten, dass da jemand sitzt und ihn manuell in die Trends setzt. Ja, YouTube wird das halt nie zugeben, Digga. Aber warum ändert sich denn der Rank dauernd?
Warum bist du erst auf Platz 10 denn auf Platz? Sobald der drin ist, kann ja der Algorithmus übernehmen, aber jemand packt ihn manuell rein. Ah, okay. Weil das YouTube der Content ist, den sie unbedingt auf der Plattform haben möchten. Das ist so der Content, den sie jedem gern zeigen, so als Vorzeigebeispiel. Er macht ja auch guten Content, ja, keine Frage. Ja, genau. Aber für mich auch nochmal als Schlussfolgerung, dass es keinen Sinn macht, dieses Trendsystem ist zum Beispiel Bibis Beauty Palace, so. Die macht auf ihre Videos auch enorme Aufrufe, Digga. Ist ja ist nie in den Trends, oder? Genau, richtig. Aber nie, also so gut wie nie oben in den Trends. Die ist immer eher weiter unten. Ja. Obwohl sie am meisten Klicks macht. Ja, genau. Das Wort Trends heißt ja, was trendet denn momentan gerade? Und da zählt Dagi B ganz klar zu, aber es ist natürlich. Wobei bei Musik sind Trendcharts nicht die Charts der am meisten verkauften Lieder, sondern die Charts. Ich wollte gerade sagen, Trend ist halt eher so neuere Sachen, so weniger, die halt auf einmal einfach abgehen und keiner weiß warum. So. Ja, aber ich verstehe es halt auch nicht. Also für mich macht es auch keinen Sinn, ganz ehrlich. Also es gibt für mich kein. Das Trendsystem gibt es für mich nicht. Es gibt auch kein System, wie du empfohlen wirst. Also das aus der Hinsicht, ne, wenn man sagt Trending, ja, welche Serien und so gerade trenden, wie lecker, lecker. Ja. Also da könnte dein Argument auch greifen. Ja, ja. YouTube ist übrigens zufriedener als jemals zuvor mit der Plattform gerade, ne? Das haben sie im letzten Business gebaut. Ja, das kann gut sein. Okay, was willst du auch sonst sagen? So wie, wie Michael Korn, wir auch alle drei Jahre das beste Ziel aller Zeiten. Nein, so meine ich. Na, ich rede vor den Zahlen, ja. Das sind die erfolgreichsten Jahre, die sie jemals hatten. Sind ja auch viel mehr Leute. Nur weil die großen YouTuber leiden, heißt ja nicht, dass jeder leidet. Das ist ja auch immer so ein großer Punkt. Viele Kleine haben halt auch eine Chance bekommen, die wir gar nicht mehr checken, weil wir schon groß sind. So, insgesamt werden safe deutlich mehr Klicks generiert und dann ist es ja gut für YouTube, es ist denen ja egal, wo es herkommt letztendlich. Ja, aber die Klicks werden nicht generiert von Creatern, das ist ja die Sache. Haptic, auch ein gutes Beispiel sind deine Videos gewesen und immer noch, Digga, auf deinem Zweitkanal. Die machen innerhalb von 24 Stunden die Aufrufe, die du an Abonnenten hast zum Teil und sie sind nicht einmal in den Trends. Ja, das ist halt COD, das wird. Ja, weil das Spiel ab 18 ist auch. Monte, bei mir waren ja zwei COD-Videos in Trends, beides waren Behinderter Toten. Mein Trickshot war auf Platz, war bis unter auf Platz 24 im besten Moment in Trends, wie ich einen Trickshot kassiere. Da reizt mir den Arsch jeden Tag auf ein COD-Video und das Video soll in die Trends oder was? Alles klar. Ich finde, Digga, ich finde. Aufklärung in der Luft. Ich finde, dass das Trendsystem einfach komplett entfernt sein werden sollte und es einfach wie früher. Rubriken geben sollte. Was ist Gaming und Komödien, Auto momentan am beliebtesten? Und dann auch wirklich, genau. Digga, am beliebtesten. Ist ja schön und gut, dass kleine YouTuber auch wachsen sollen, stimme ich voll zu. Oder einfach beides. Ja. Beliebteste und so was trennen. Ja, irgendwie so. Zum Beispiel. Ja, so 2014 war quasi. Ja. Da war es ja so. Da gab es so beliebte Kanäle in Sport, in Gaming. Ja, Trends in der Kategorie, genau, richtig. 3,01 € kam von Crazy Bodo. Bester YouTuber ever mit Aimbot und Sweezy. Mach weiter, so eine Frage. Wie heißt nochmal dieses Ding, womit du streamst? Das heißt Open Broadcaster Software, aka OBS. Und vielen, vielen Dank für den 3 €. Und 4 € von Timmer. Hab gerade dein Video gesehen und wollte nur sagen, sexy Boxer, bist der Beste, bleib so wie du bist. Vielen, vielen Dank. Wer nicht checkt, was er meint, Hauptkanal Video abchecken. Auf YouTube. YouTube ist mein Arbeitgeber. Und YouTube führt aber ein System ein, wo ich nicht mit arbeiten kann. Und das fühlt sich einfach scheiße an. So denke ich, kann man es am besten formulieren. Ich verstehe das System, ich sollte aber damit arbeiten und das mag ich nicht. Okay, Level, man kann auf jeden Fall bis Level 30 leveln, weil Level 29 bin ich jetzt und es geht noch weiter. YouTube ist halt die creator-unfreundlichste Videoplattform, die ich mit so kenne. Irgendwie ist raus von euch. Aimbox aber das raus. Ding ist ja. Achso. Aber das Ding ist ja auch so, dass wir mit YouTube keinen Vertrag haben und das immer noch ein Unternehmen ist, was machen kann, was es will. So. Ja, die wissen halt, dass wir trotzdem irgendwo halt ihnen das Geld anbringen, deswegen werden sie halt. Wisst ihr, was schlau ist? Also, habt ihr schon mal von Funk gehört? Funk? Ja. Funk, wo ganz viele YouTuber wie Worldwide Wohnzimmer und so drin sind, die haben es schlau gemacht. Und zwar, die haben sich gesagt, die sind öffentlich-rechtlich, die haben sich Kanäle gesucht, die kriegen monatlichen Betrag überwiesen und YouTube-Werbung wird komplett ausgeschaltet zum Beispiel. Und das heißt, da ist es dann sozusagen so, dass die dann komplett davon unabhängig sind, wie der Algorithmus ist. Sogar wenn die nur zwei Aufrufe pro Video hätten. Dafür abhängig von den Geldgebern. Ja klar, von den Rundfunkeinnahmen, die aber sowieso kommen. Du meinst ein festes Gehalt oder was? Ja, die bekommen Gehalt von... Ja, aber kriegen die Leute ja von Pizmin auch. Die Jungs, ja, natürlich. Ja, aber dürfen die Leute unter Funk
alles hochladen, wie sie möchten, die ich hier habe. Nein, das weiß ich nicht. So auf Werbung, die dürfen keine Marken zeigen. Und genau, so, die dürfen keine Marken zeigen. Ja. Aber vom Inhaltlichen her sind sie. Inhaltlich sind sie so gut wie. Also, die haben sich natürlich vorher schon ausgesucht, wer da reinkommt. Also, Katja wird keine Chance bei Funk bekommen. So als Beispiel. Katja, Digga, ich weiß, wir sind da immer unterschiedlicher Meinung vielleicht, aber Katja hätte einfach schon längst gelöscht werden müssen auf YouTube. Ja, natürlich. Hab ich gestern zu der YouTube-Orange auch gesagt. Ich sag zu ihr, Digga, ich sag zu ihr, führt dieses scheiß System ein, so, aber macht nichts gegen Kanäle wie Katja. Die gehört einfach nicht auf YouTube mit ihrem Content. Bringt ihr halt Geld, so. Also ganz ehrlich. Nee, Digga, die wird auch mit ihren Videos, glaube ich, nicht viel Geld machen, Digga. Früher hat sie auf jeden Fall, das weiß ich. Aber ich glaube einfach, dass so jemand wie Katja quasi so hart an der Grenze läuft und immer noch sagen kann, ja, aber so und so. Ich glaube, das wäre fast schon verfassungswidrig, den Kanal einfach so zu löschen. Weil, von den Richtlinien auf gar keinen Fall. Ja, aber wenn die Richtlinien wirklich so wären, dann wäre der Kanal weg. Aber der ist nicht weg. Sie zeigt ja ihre Titten nicht. Nicht hundertprozentig. Das ist ja trotzdem Sexualisierung. Trotzdem ist es Verstöße gegen die Richtlinien, Digga. Ja, okay, aber das ist die Frage, ob es gegen die Richtlinien, ob du Leuten verbieten darfst, solche Videos auf der Plattform hochzuladen oder ob du ihnen nur verbieten darfst, ihnen kein Geld damit zu machen. Weil das, glaube ich, ist schon passiert. Nein, es ist verboten, auf YouTube solche Videos hochzuladen. Immer wenn man sich bei YouTube anmeldet, dann schreibt man ja den Vertrag. Ja, okay, genau, das will ich sehen, dass das da steht. Wenn es da wirklich steht, dann werden sie weg. Safe call. Ja, hätte sie ja gar nicht so AGBs groß werden können. Kann man trotzdem klagen und so. Die sind ja alle nicht immer so dimmig, bis dann wirklich. Jungs, ich habe zufällig vor 3 Tagen ein Video über sie gesehen. Über ihr Video mit den Kondomen. Irgendwie 5 Kondomen, Lifehacks oder so. Was man mit Kondomen machen kann. Hast du das auch gesehen? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Irgendjemand hat ein Video gemacht. So, und sie hat so ein Thumbnail, wie immer, so ein Kondom zensiert, man denkt, da ist Wichse drin, sie trinkt es, bla bla bla, immer derselbe Scheiß, ne? Ja. Und jetzt gibt es aber alles diese klar. Prämisse in den Regeln, in den YouTube-Richtlinien, sexuelle Intention nicht erlaubt, es sei denn, es dient zu Zwecken des Unterrichtens, also dass man aufklären möchte. So. Und jetzt hat sie gesagt, in ihrem Video, in der Luft. Quasi, sie hat die Thumbnail und so und die Leute klicken drauf, aber im Video geht es darum, wie man dieses Kondom für Lifehacks benutzen kann und dann redet sie darüber, wie man das öfter benutzen sollte und dass Leute das halt zu wenig benutzen und es öfter mal einfach auspacken sollten, bla bla bla, dass sie quasi sexuell aufklärt. Was, eigentlich ein Placement auch? Weiß ich nicht, aber YouTube sagt jetzt, okay, hat Leute aufgerufen, hey, das Kondom müssen wir so benutzen und ihr solltet es öfter benutzen, Krankheiten, bla bla, und es geht. Ja, viel. Ja, guck mal, das geht ja nicht unbedingt nur darum, sie zu löschen, also drauf geschissen. Es geht ja auch darum, dass ihre Videos einfach nicht ab 18 gestellt werden. Ja, so. Das ist absolut. Ja, aber das ist ja, halt das leider. Ja, das ist klar, YouTube, das finde ich auch, fand ich schon immer komisch, so. Das habe ich auch nie verstanden. Ja, oder zumindest ab 16, ab 18. So, wisst ihr noch damals, Julians Box Videos wurden so immer ab 18 gestriken, was ja, irgendwie. Ja, ja. So kann man schnell, ja. Mein Video mit Katja war natürlich ab 18, lächerlich. Hätte ja, das ja genau, was ja. Das ist halt. Und an die Leute, die jetzt sagen, YouTube bietet eure Chance des Lebens und ihr meckert darüber. Wie gesagt, wem das nicht so gefällt, wir können da einfach offen drüber reden, ist ja unsere Sache. Leute, auch die im Stream, vielleicht finden es ja viele interessant, dass wir immer hört, wie wir YouTuber mal über so ein Thema sprechen, weil so würden wir auch reden, wenn die Kamera aus wäre, weil das ist unser tägliches Abfuck-Thema, Alter. Leute, ihr dürft aber das auch nicht falsch verstehen, dass wir jetzt nur Schlechtes über YouTube reden. YouTube, oh, wir sind uns alle einig, ich bin ein YouTuber, nicht hier. So, das ist ja aber das, was wir kritisieren. Deswegen ist YouTube darf auch die Richtlinie nicht komplett zum Beispiel dumm setzen, weil, ganz ehrlich, es ist eine Plattform der jungen Leute und junge Leute reden über Sex und das war auch im Fernsehen schon so, dass junge Leute früher, es gab Sendungen für sowas, so. Es ist natürlich klar, dass man darüber gesprochen werden muss und man auch mal so einen lustigen Witz machen darf. Und das, dann Richtlinien zu machen, ist natürlich klar, dass sie da nicht jedes Video konsequent weghauen können, dann hätten sich die Richtlinie einfach anders formulieren können. Wisst ihr, was ich meine? Die hätten auch sagen können, wenn es die und die Grenze so und so überschreitet. Aber das Wort sexualisieren oder so ist halt immer schwierig, Alter, weil Sex heißt, genau. In jedem Business ist das so. Immer wenn man mit Sex oder so wird, weil es ja auch ein einfacher, der übelste Urinstinkt der Menschen ist, sich darüber zu informieren, darüber zu sprechen, weil man sich halt fortpflanzen muss laut der Evolution. So. Also es gibt ja kein einfacheres Thema sozusagen. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber Fakt ist, ihre Videos gehören gelöscht. Ja, also oder, Katjas Video, ja, ab 18 Safe Call. Aber die Plattform ist auch nicht die richtige für sie einfach. Und weißt du, was das Allertraurigste an der ganzen Geschichte ist, finde ich, Digga, und dann ziehe ich auch durch, weil ich jetzt PUBG zock. Das Allertraurigste daran ist, und daran merkt man einfach, wie YouTube sich verändert hat, meiner Meinung nach. Es gibt halt wirklich fast 1 Million dämliche Leute, die diese Olch abonniert haben, ne?
Das finde ich ist somit das Traurigste. Wirklich 1 Million Abonnenten, die gesagt haben, ey cool, die Videos will ich mir anschauen. Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Situation, Digga. Und das sind halt irgendwie zum größten Teil irgendwelche 12-jährigen Mädels mit Oberlippenbart, die sich auf Krampf dann da einen drauf wedeln, wenn Mama gerade irgendwie... Aber wie traurig ist das auch? Da gibt's auch viel bessere Websites, Alter. Digga, das fragt mich ist auch mal. Die kleinen Kids, die da runterschreiben und dich würde ich kriegen. Ja, ja. Und dann denke ich mir einfach immer, du kleiner, dreckiger Oberlippenbart, Jonathan mit 12, Alter. Digga, geh doch einfach auf eine normale Pornoseite. Ich kenne keinen Jonathan, der mit 12 einen Bart hatte. Nee, ich auch nicht, Digga. Aber es ist meine Meinung, ich finde die alte Haut auch absolut ekelig. Also ich finde an der wirklich sexuell nichts attraktiv. Also keine Ahnung, also das ist halt auch so, wenn du... Keine Ahnung, da frage ich mich auch wirklich die Leute, so. Ja, die, ich weiß warum. Die Leute klingen darauf, weil das deren Vorstellung ist. Die können halt in ihrer Vorstellung alles mit ihr machen. So ein Pornos begrenzt, die sehen nur das, was passiert. Ja, wenn sie so ein Video gucken, stellen sie sich vor. Ja, deswegen gibt es ja auch diese. Dinge, dazu gibt es ja eine Statistik, dass Männer Frauen, die zu 40% bekleidet sind, am attraktivsten finden. Weil ganz. Guck mal ihr Gesicht an, Digga. Ich habe immer das Gefühl, die steht gleich mit mir in den See und ich kann mich gleich raus aufs Schlauchboot fahren. Das ist halt absolut nichts mehr Natürliches, Digga. Was ist an der Frau attraktiv? Ihre Lippen, Digga, die so dick sind wie mein großer Daumen oder was? Die sieht man doch gar nicht im Video. Was, ihre Lippen? Ich meine ihre Lippen und nicht Lippen. Ja, ich weiß, ich wollte aber nur schlecht. Ja, Digga, der war absolut so. Gäb's was so verändert, Digga. So unpassend, das gibt's nicht. Ist einfach so, Digga. Er wird so zerstört. Das tut mir alle auf weh, Jungs. Findest du ihre Wimpern nicht schön, die so 3 cm lang sind? Künstlich lang geht. Die sind doch mega geil. Ja, Tim, wir müssen jetzt da nicht sowas draus machen. So. Aber es geht einfach, ich verstehe, was ihr meint, Alter. Ich will jetzt nicht, dass es in einem Stream gesagt wird. Aber Leute, was ich nochmal ganz kurz anmerken wollte, wir ragen auch nur bei YouTube, weil wir es ja so lieben, weil es uns so viel bedeutet. Ja, und ist wie in einer Beziehung. Das fuckt uns ab. Wir lieben es so sehr und darum fuckt es uns halt ab, dass es so machen hat. Besser. Es ist wie in so einer Beziehung, wenn man sich so... Wenn man sich manchmal einfach mit der Person, die man liebt, halt auch streitet, weil es halt einfach Sachen gibt, gerade wenn die Person die Sachen macht, fuckt es einen halt noch mehr ab, weil die Person einem eben so wichtig ist, so fertig. Ja, keine Ahnung, ich zieh jetzt erstmal durch, wünsche immer viel Spaß. Zocken ich hab Video gerade mit meinen Freunden gleich gesetzt. Jo, alles klar. Ciao, Jungs, bis morgen. Ey, Leute, ich geh 13, 18, ich geh raus, Mann. Und wisst ihr was, ihr habt keine Wahl, ich nehme euch einfach mit, Alter. Ciao. So, mein Gott. Ich glaube, ich war scheiße. Ist Haram. So Leute, Gernson ist ein bisschen leiser. Ich hab ihn noch schon leiser gemacht. Ey Leute, ich geh 13, 18, ich geh raus, Mann. Was ist was mit GameStop los, Alter? Fuck. Was ist mit ich hab ja gedrückt, obwohl es mir absolut gar nicht gefallen hat, die letzte Runde. Ich hab so gelogen gerade. Ich hab Nein gedrückt, weil ich mir keinen Spaß mache. Wenn man jetzt auf die Trends geht, ist auch schon wieder so crazy. Lormonte ist weg und Massi joint in dem Moment. Dann sehe ich gleich in unserem Channel. Also i5 toll oder i toll. Danke für 3 Euro. Hab dran gearbeitet, hoffentlich. Super Cobra S-Pan, Digga. Ich könnte meinen Kopf so auf den Tisch boxen. Oh, wenn ich noch einmal Gibraltar. Mann. Ich weiß nicht mehr, was ich spielen soll. PUBG, FIFA. Digga. Ja, wäre ich auch down jetzt so. Ja, PUBG wäre schon witzig. Mir tut langsam der linke Daumen weh. Ich wünsche jetzt, ich könnte einfach meinen Sim4, wie der heißt, anschließen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mal das passende Tutorial suchen. Schafft her. Ja. Ja. Mein Video hat so gute Bewertung auf dem Hauptkanal. Danke, Leute. Ohne Witz, Mann. So, ich hab lange nicht mehr so wenig Dislikes gehabt. Alter. Erstmal disliken die Scheiße, Alter. Kein Problem. Likebot. Ja, likebot.com/MarcelScorpion einfach eingegeben. Boah, ich hätte mir einen Haufen geballert. Ich sterbe nur! An den Maus und Tastatur. Ich hab mir eben Gameplay angeguckt, wie das funktioniert, Alter. Es sah so geil aus. Burn Game macht schon wieder komische Sachen mit dem Chat, Alter. Zwingt die zu irgendwelchen Sachen. Werden genötigt, hier JD oder DJ zu schreiben. Ja, man muss ja auch ein bisschen auf Trab halten. So. Ja. Ey, wovon werde ich angegriffen? Was? Sind die da gespawnt? Man Jam, Alter. Ja, lol. Was soll das, Digga? Wie man Jam, Alter. Schwupps. Du Stress, Max. Ja, komm her. Ja, komm, Digga. Ja, komm du doch, Digga. Ja, komm ihr doch, Digga. Warum soll ich kommen? Kommt her, komm nach Winnekendonk, Digga.
Komm nach Winneken, wir müssen reden, Alter. Ich will mich gar nicht hintrauen. Nee, Mann. 1 gegen 1 um 12 Uhr, Digga, vor dem Zigarettenautomat. Dem einzigen. Ja. Ihr habt echt nur einen Zigarettenautomat. Mehrere, ich hab 6 gesagt. One on one. Wir haben schon 5 oder so. Digga, vor Doris Schlemmerhütte, Alter. Road to one. Komm zu mir, als Schauberg 8. Nicht Spaß, ciao. Was? Die Nate ist an diesem Kabel hier hängen geblieben. An dem fucking Kabel. Ja, schluck noch mehr, du Kleiner. Ey, wer ist Tick von? Hund! Gaps. Oh. Da kommt einer, Gaps rechts. Ich wollte gerade das Flugzeug abschießen, weil ich kein Aiming habe und noch keine Luft. Ich gebe. Also die letzten beiden Runden verkacke ich auch. Und der eine Typ steht 9-0, drücken Sie jetzt die Nuke. Also für mich an 1. Ich frage mich, ob es ein Universum gibt, in dem wir eine Nuke kassieren könnten. Also zum Beispiel jetzt mit so einer Fullman Impact Party. Aim rot. Hast du einen Name? Wirf die mal hier gegen, bitte. Gegen das Seil. Dem Artillerie, Digga. Alter, guck mal, mein Leiche. Alter, guck mal, mein Leiche. Digga, der Arm ist weg gewesen und da ist so Blut rausgeflossen. Ja, ja, ich weiß. Digga, oh mein Gott. Ja, ja, ich weiß, Wallah. Ich wollte doch nur mal probieren. Genauso wie all meine Freunde. Ich wusste jetzt erst seit dem letzten Mal, dass es von Nemo ist, ne? Aber da war der Style noch nicht so ganz crazy wie jetzt, Alter. Naja, das war noch ein bisschen. Ja, 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 ja. Wie der Track Ladescreen. Ja, ja, ja. Aber Last Fort zu reden feiere ich halt wirklich. Last Fort zu reden. Last Fort zu reden. Ich hab so in die Grube gesprungen. Mach trotzdem, ey. Oh, wie war das der? Ey, warte, Marcel. Hast du einen Zentex? Ja. Oh! Wie du zurückläufst. Ja. Komm mal her, bitte. Hm. Ruf mal gegen dieses Seil hier, die Semtex. Feindliche Aufklärung. Was? Guck jetzt bei mir. Du, oh, Baby! Bei mir ist die hängen geblieben, ich schwöre auf alles. Ja, ich hab auch so Scheiße geworfen vielleicht. Ja, Leute, ich geh 6-7, Amana, ich hab... Ja, das liegt daran, dass du eine Frau bist, Digga. Was ist los? Ja, Jungs, ich geh 6-7, Amana, ich hab's im Dreck getrieben. Ich schäme mich so hart. Weil du eine Frau bist, so jetzt. Oh, ich krieg meine Frau heute nicht. Oh. Ich hab 1-7. Ja, Digga, ich geh 6-7, aber na, ja, Speck. Als wär's schlimmer. Ich hab 1-7. Digga, ich geh 6-7. Ja, das ist besser, Marcel. Der UV-Clan schreibt, hab grad gegen dich gespielt. Ich hab aber Sonnencreme drauf gehabt, wenn ich verstehe, was ich meine. Ja. JJB, hast kein Kill. Versteh nicht, was du meinst, by the way. UV-Strahlung kommt von der Sonne. Der Typ, der hieß UV-Clan. Ach, sorry, okay. Ach, John. Marcel, du wirst sterben in 3 Sekunden. Nee, sagst du was nicht. Soll jetzt nicht noch 7 Flaggen einnehmen oder noch 6 Flaggen? Oh, jetzt bin ich tot. Ey, diese kleine, diese Sandtex sieht aus wie ein Dingens, ne? Sieht aus wie ein Tischtennisschläger, wenn es neben einen kommt, Digga. So. Ey, bist du dumm? Wir erobern Baker! Ich wollte doch nur mal probieren. Oh, Ruders oder Ruders hat so einen Turn und das ist. Ruders. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Was mit Judas? Was ist das für eine Szene, Leute? Was mache ich hier gerade? Wunderlinio hat mich so weggesniped, Digga. Oh mein Gott, Mann. Wallah. Ey, Leute, Mann, ich stehe 7-10. Ich kann das nicht, Mann. Was kannst du nicht? COD zocken? Ah. Wenn der jetzt nicht drauf geht, ich würde gleich mein Leben. Oh. Was? Pfandflaschen bereit? Pfandflaschen bereit und wirft so eine Flasche Wasser. Oh. Digga, die. Ich hab überlebt. Ich geh 7-10. Wir nehmen Abel ein. Ich hab 1-1. Immer noch. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Aber es klingt gut. Toll übrigens A, während sie hier spawnen. Nein, jetzt spawnen die, Digga. Oh, jetzt mach die Bombe auf A, komm. Mein Gott. Wallah, ihr kriegt eine Bombe! Ja. Oh, er kriegt, ich hab jetzt nicht einen vor Vorräte, Mann. Leute, wir triple cappen, die lassen mal Kampf reden, reden wir eigentlich die ganze Zeit. Einen vor Drohne, einen vor Vorräte. Lass das mal ist so schlimm. Lass mal einen Combat drücken, bitte. Wir haben die Feuerhoheit. Ein paar Gelb. Wir führen doch schon. Ho. Ja, Digga, one hit, komm. Ja, wir führen, aber ja, wir müssen sustainen, Marcel. Sustainable. Vorräte unterwegs, schützt die Abwurfzone. Jam, schaffst du es noch positiv zu werden? Digga, was ist das für ein Lappen? Ja, echt, ja, Digga, da muss ich echt gesetzt, Alter, ich glaub's nicht.
Hast du gehört, Julian? Nein, nochmal bitte. Du hast gesagt, schaffst du noch positiv zu werden, habe ich gesagt. Nein, ja, meine Vorräte! Ja, ich muss nur mit dir Sex haben. Nee. Oh, der war nicht schlecht, Digga. Muss ich schon schmunzeln. Du musst doch noch Sex ohne Kondom haben, Digga. Du musstest schmunzeln, aber dabei im Sex, während der Penis in die Fotze drückt, schrunzeln. Na, okay, no, Gott, lang, Digga. Es tut mir leid. Ich hab irgendwas mit Sex und Rapunzel besser gefunden. Herrschaft, übernehmt die Kontrolle. Rapunzel, die blonde, langhaarige Slut. Rückt vor und kontrolliert sie. So ein Pornotitel, Rapunzel, die lange Slut. Oder so ein Filmtitel. Kommt einfach so in die Kinos, ab 0 für die Kinder. Du nennst ihn einfach die langhaarige Slut. Ey, Mann, du bist einfach der beste Silver Friend, Digga. Ich hab richtig großen Respekt gerade vor dir. Warum haben die Adana Forest rausgenommen? Wie kann er so schlucken? Ich will auch Forest spielen. Natürlich an der Map. Aber ich hoffe so, dass bei Release nicht so viele Only-Schwitze am Start sind, ne? Ich hoffe, dass genau die Lobbys so sind am Release wie jetzt, Digga. Ja, das ist so schön, Digga. Die Weihnachtsnoobs, weil bis dahin wird's nicht besser. Ja, die gibt's eh nicht, Digga. Das ist ein Mythos. Nein, das ist ein Mythos. Was laberst du? Komm her, 101. Okay, was ist Mythos? Wenn wir hier machen könnten, ich würde dich absolut weglaschen. Papyrus? Gyros hat er gesagt. So, ich kann hier Papyrus verstanden. Destructor XD, was bist du für ein Schimmelspieler? Ja, es ist zu beleidigt, dass ich diese Runde so auf Maul kriege, aber die ist irgendwie in Liegen. Ich hoffe, du fährst bald einen Porsche, Mann. Wow, das ist ja auch mit deinem Schalter wird zu schießen, ich trigger das nicht null heftig. Ey, ich bin. Warum? Ey, Alter, ich hab. Keine Ahnung. Ja. Mach dir keinen Kopf um mich! Wer schießt denn hier auf mich? Ey, Gatsby, wer ist das? Du bist so weak, Alter. Leute, wir verlieren wieder. Wer auch immer auf B ist, du schaffst das. Ja, ich nicht. Ich wollte ihm helfen. Schade. Ich nähe B, ich komme. Ah! B. Wunderlino, ich hoffe, er wird irgendwas. Keine Ahnung. Was können wir jetzt versuchen, die Flagge hier zu machen? Ja, kommt alle auf B, kommt jetzt. Ja, wir haben es ja. Teamwork! Ja, auf der Mitte, oben, down. Und ja, und jetzt komm, campen. So, jetzt pusht in den Spawn und tötet sie. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Einer ist am Geschütz. Nein, Trusch, Digga, Tusch. Silver-Fan, Mann. Er ist ein neuer am Geschütz. Ich hab seine Mutter so auf den Tuschkasten flachgelegt. Ah! Tusch, Amena. Wie kann er das machen, Alter? Du gehörst zum Tusch. Jetzt versuch B zu verteidigen, komm. Verteidige es in 3, 2, 1. Sie verlieren Baker. Er hat mich so gebaked, Digga. Ja, ich hab's gelb, ich hab's gegelbt. Schnell! Digga, mit dir hat's alle drei gedrückt. Ich bin so auf C schon, Leute. Save the last. Schnell, spiel doch! Ja, schluck, schluck, schluck. Leute, ich bin so hinten bei C, wenn ich hier noch spawnen und fresse ich nicht. Lass Fotzen kleben. Afghani, Alter. Steckt trotzdem. Er ist so massiv auch. Lass Fotzen kleben. Kleben? Lass Fotzen schweben. Nein! Komm, wir gehen jetzt auf B, let's go. Ja, jetzt auf B, komm. Sag ich. Durch 7 ist. Oh, Artillerie. Nein. Boah, ich hab ihn so rausgeholt. Ja, ich hab 2 geholt auf B. Okay, aber wir können sie gerade nicht holen. Der haut sie natürlich auf B. Wir wollen so unbedingt gewinnen, Leute, komm. Wir als Team warten aufeinander und springen zu Los geht's, Team Impact. Ist so, Team Impact. Wir kämpfen alle so hart. Kommt, Leute. Clan War. Kommt alle. Nee, nicht allein. Hilf mir. Hilfe! Ich komme. Ambulanz! Was? Jemand ist in unserem Spawn! Mann, Junge! Hab's. Ey, wir können C nehmen. Warte, ich hau den jetzt mal eine Rakete ins Gesicht. Jemand ist bei uns. Verteidigung B damit, Marcel. Du Wich. Ich hau Mörser auf B, ich hau Mörser auf mich selbst. Ah ne, warte, ich hau so, Weil wir müssen irgendwie C einnehmen. Ey, scheiße. Sehr schön, sehr schön. Du hast ein bisschen versetzt drauf gehauen. Ja, ich hab's ein bisschen, damit ich. Ich selber sterbe. Einer ist bei uns durch, Leute. Können wir diese Public-Herrschaftsrunde. Diese Public. Ah, Mann, Alter. Können wir diese Schaschlik-Runde gewinnen, Leute? Das ist doch so ein alter Schaschlik-Spieß. Boah, ich hab so Bock auf Schaschlik gerade bekommen, aber na. Überlegen wir jetzt so ein Schaschlik-Spieß. So ein Schaschlik-Spieß aus Schweinefleisch, Digga, und Zwiebeln dabei. Zwiebeln, Digga, der alte Zwiebelknecht. Digga, Zwiebeln müssen schon dazu, Digga, beim Schaschlik-Spieß.
Oha! Zwiebeln. Einsack Zwiebeln. Übrigens hab ich ja jemanden getroffen, Julian. Zwiebelknecht. Ein Sack Zwiebelknecht. Oh nein. Ey, Zwiebelknecht, fliegen geschrieben. Aua. Hast du den Account weggegeben? Nein, nein, ich bin weg. Konrad, wir holen's 5 Punkte Vorsprung. Wir müssen B unbedingt. Mach dich keinen Kopf. Da ist einer auf B. Hab ihn. Wir beten einfach zu Allah. Digga, chill doch jetzt mal, Junge, Mann. Alter, jetzt beruhig dich mal. Was ist mit dir los, Alter? Lass uns drehen! Ja, wir werden das Spiel gewinnen, ihr werdet sehen. Ja, wir werden es ja auch gewinnen, Digga. Ja, aber mit unserer Kraft, Digga. Mit geballter Impact-Kraft. Den hol ich. Oh, Wunder Lilion. Komm mal mit Nate, Digga. In Gesundheit. Danke. Da ist der Sieg, come on. Da ist der Sieg, dann ein Sieg halte alle Wunden. Komm, let's go, Jungs. Ja, ich fall runter, ey. Mama mia, ey, ich Schwupp, kann nicht mehr. Da ist mehr. Der Sieg. Ja, okay, wir haben. Oh, ich hätte so die Kirche machen können, verdammt. Ja. Jawohl. Mal sehen, wer die Sound. So, Leute, wir haben hier nochmal bekommen, und zwar von Neos Io. Ne, warte, erstmal 3 Euro von Timmer. Ihr seid die Gruppe, deren Videos mir in schweren Zeiten hochgeholfen haben. Ein Danke geht raus an euch alle. Sagt mal bitte Haptik, dass er ein Video aufnehmen soll, wo er liegt und COD zockt. So klickst du CSGO Move einfach. Du sollst im Liegen ein COD-Video aufnehmen, hat jemand gesagt. Was soll ich? Im Liegen ein COD-Video aufnehmen. Mann. Sound muted. Und Neos Jonas haut 3 Euro. Das Mann war zu gut, muss ich so stehen lassen. Neos Jonas haut 3 Euro raus und schreibt, weil du es dir verdient hast. PS, grüß mal Max von mir. Hopp, mein Casper, mein Real-Album, ja. Schöne Grüße von Neos Jonas. Ah, der Jonas. Ey, den kenne ich auch, der grüßt mich nicht, oder was? Nee. Und Primax 3,47 Euro schreibt, zockst du nur noch WW2 oder BO3? Weil ich war jetzt halt MW3 und wollte fragen, ob du mal wieder MW3 zockst. Ich zock das manchmal, aber halt nicht für Videos, aber kann ich machen, wenn du willst. Okay, Leute, ich wollte auch direkt Feierabend machen an der Stelle. Danke für alle, die dabei waren heute im Stream. Ich werde noch ein bisschen privat jetzt zocken und ein bisschen versuchen, auf ein paar Gameplays zu gehen und so weiter und so fort. Danke fürs dabei sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke für jede Donation, für jeden Zuschauer. Ihr seid die Besten. Ihr müsst es nicht vergessen. Haut rein und ciao.